Das ist ja großartig, Pamela. Ganz großartig. Du hast mir damit alles versaut. Ja, natürlich tust du mir leid. Ich hoffe, es ist wirklich nur dein Blinddarm und nicht am Ende. Was? Ja, ja, du hast ja recht. Verstanden. Deine Schreierei ist ganz unnötig. Die Verbindung ist gut. Pamela, tut mir leid. Ich sagte, tut mir leid. Tut mir leid, ja, ich habe dir Unrecht getan. Ich wünsche dir alles Gute und beste Grüße an den Chirurgen. Wer immer das ist, ciao. Ja. Oh, London, verbinden Sie. Alfie Boyle, was hast du? Noch gar nichts? Nein, nein, kein Problem. Morgen ist früh genug. Ja, telegrafier mir nach Athen, ins Hotel Grand Bretagne. Schick das Telegramm an Mr. und Mrs. Michael Reardon. R-E-A. Nein, nein, nein. Keine Sorge, ich bin nicht verheiratet, überhaupt nicht. Das ist momentan offensichtlich das größte Problem. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie unser Gast waren, Madame. Danke, Monsieur Le Bon. Ich danke Ihnen vielmals. Jessica. Jessica, nein, ich glaube es einfach nicht. So eine Überraschung. Bist du gerade angekommen? Ich reise gerade ab. Willst du damit sagen, dass du in diesem Hotel gewohnt hast? Für 24 Stunden, ja. Nur ein Zwischenstopp. Ich bin eigentlich geschäftlich hier. Oh, nein, 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 erzähl mir nichts. Ich will nichts wissen. Nein, das würde ich auch nicht tun, wenn du es wolltest. Es ist streng geheim. Mhm. Und du? Machst du Urlaub? Leider nicht. Es ist eine internationale Büchertournee. Ich weiß nicht, wieso ich das tue. Ich weiß es. Du bist allzu leicht zu überreden. Das nutzen die Leute aus. Du weißt das ja genau. Madame Fletcher, pardon. Das war ein Anruf vom Flughafen. Ihr Flug nach Kairo verzögert sich höchstwahrscheinlich um 8 Stunden. Oh je. Keine Sorge, du kommst mit mir. Was? Mein Flug nach Athen geht in 1 Stunde. Von da aus kannst du nach Kairo. Nein, Jessica, das ist nicht so einfach. Das kann ich nicht glauben. Aber sicher ist es, dass Jessica unsere Koffer. Das ist wirklich wundervoll. Wir haben genug Zeit, uns viel Nein, zu erzählen. Nein, Michael. Ich bitte dich. Du warst doch früher nicht so ängstlich. Ich kenne dich gar nicht so. Das bin ich, seit ich in San Francisco unter Arrest stand. Dank der wohlmeinenden Hilfe eines MI6-Agenten, lieber Freund. Jessica, liebe Freunde. Ich habe diese kleine Episode schon so oft bereut. Das soll ich dir glauben. Und am Freitag treffen wir uns dann in Kairo. Danach zeige ich dir das Tal der Könige. Ah, das finde ich schön. Aber wenn du zu beschäftigt bist, mach Ach, bitte Unsinn. Kann... Bis zum Wochenende ist alles erledigt. Das verspreche ich dir. Eine Reservierung für Mrs. J.B. Fletcher für den nächsten Flug nach Kairo. Oh, Jessica, ich freue mich so. Das wird absolut... Tut mir leid, aber wir haben keine Reservierung für Mrs. Fletcher. Oh, was? Das ist unmöglich. Der Flug heute Nachmittag ist völlig ausgebucht. Auf der Mittagsmaschine morgen sind allerdings noch Plätze frei. Ich fürchte, dass mir das nicht viel weiterhilft. Gibt es vielleicht eine andere Fluggesellschaft, die noch heute nach Kairo fliegt? Ich bedauere, die sind alle ausgebucht. Oh nein. Ach, Michael,
Michael! Jetzt sagen Sie bitte, sind Sie nicht J.B. Fletcher? Wie? Ja. Oh, das freut mich. Ich habe Ihr Foto auf Ihren Büchern gesehen. Oh. Verzeihung, was kann ich für Sie tun, Mrs. Fletcher? Tja, wissen Sie, ich habe jemanden verloren, wie es scheint. Wie jemanden, der leider die Angewohnheit hat, völlig unerwartet zu verschwinden. Oh, vergeben Sie mir bitte. Harold Baines. Oh, danke. Global Omni Omnitz Limited? Ja, das ist wieder so einer von diesen multinationalen Konzernen, von denen niemand weiß, wie man sie braucht. Ja. Also, was ist passiert? Ich weiß es gar nicht genau. Das war so. Mein Freund ist mit meinem Flugticket verschwunden und es scheint mir, als ob ich die nächsten 24 Stunden in Athen bleiben müsste. Schrecklich. Hören Sie, mein Auto steht draußen. Ich bringe Sie wieder in Ihr Hotel. Ich habe keins. Oh, das ist schade. Ich fürchte, dass in der ganzen Stadt wegen der Handelsmesse, die gerade stattfindet, kein einziges Zimmer mehr frei sein wird. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Oh, ich weiß, ich habe eine Idee. Unsere Firma hat immer für unerwarteten Besuch etwas reserviert. Die Suite des Grand Bretagne. Bitte, Mrs. Fletcher, erweisen Sie mir die Ehre, unsere Gastfreundschaft anzunehmen. Das ist sehr nett von Ihnen, Mr. Baines. Nein, keine Ausreden. Ich sage jetzt dem Flughafenpersonal, wo Sie zu erreichen sind. Und bei Ankunft im Hotel rufen wir wegen des Verschwindens Ihres Freundes die Polizei. Einverstanden, ja? Bitte, wer sagt's denn? Schon sind wir da. Ich kenne Kerakov nicht. Ich war noch nie in Maine, wissen Sie? Das liegt doch ziemlich nördlich. Gibt es viel Schnee? Ab und zu, ja. So, geben Sie mir bitte Ihren Pass. Ich erledige das für Sie. Vielen Dank, Herr. Das ist sehr nett von Ihnen. Ach, ich bitte Sie. Ja? Oh. Ich hoffe, es gefällt Ihnen hier. Ja, es ist wunderschön, Harold. Haben Sie schon mit der Polizei gesprochen? Verzeihen Sie bitte. Eine Aufmerksamkeit des Hauses, Mrs. Reardon. Mrs. Reardon? Oh, ja. Das muss ein Missverständnis danke sein. Danke vielmals. Ich danke Ihnen. Lassen Sie mich das tragen, Jessica. Mrs. Reardon? Heißt das vielleicht zufällig Mrs. Michael Reardon? Das ist doch wohl der Name, den er zurzeit benutzt. Ich fürchte, da haben Sie recht. Ah, das bedeutet, dass Sie, Mr. Baines, auch ein MI6-Agent sind. Ein Wolf im Schafspelz. Michael sagte, Sie würden böse werden. Ja, Michael hat wohl recht. Und die Buchung nach Kairo wurde nie gemacht? Wurde nie gemacht, nein. Aber es ist wahr, dass in Athen kein einziges Zimmer mehr frei ist. Wirklich? Es ist doch gut zu wissen, dass anscheinend wenigstens etwas wahr ist. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung. Als ich ihn am Flughafen gesehen habe, warteten da gerade zwei Männer. Es waren keine Freunde von ihm. Michael wird Grund gehabt haben, sich in Sicherheit zu bringen, was sein Verschwinden erklärt. Aber Sie müssen sich keine Sorgen machen. Michael kann sich sehr gut um sich selbst kümmern. Ja, das kann er ganz sicher. Mrs. Fletcher, es stimmt, dass Michael durchaus ab und zu rücksichtslos ist. Ich hoffe, Sie sind trotzdem bereit, die Rolle der Mrs. Reardon zu spielen, bis Michael außer Gefahr ist. Ich versichere Ihnen, Mr. Baines, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um seine sichere Rückkehr zu gewährleisten. Denn wir haben noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Guten Tag. Ich weiß, dass es fragwürdig ist. Ihr sagen Sie mir, Sie in Nasserin. Wahnsinn, Mr. Papopoulos. Nur gut. Ich habe Info zu dir gewahrt haben. Mir und Sie sind der 10 Marsch aus Riesen gekommen. Und Sie wollen die Sie besetzt, was über der Anteil. Ist das alles, was Sie wissen? Morgen weiß ich mehr. Dann sage ich Ihnen Bescheid. Und sobald Sie das tun, Stuyvesant, werde ich mehr bezahlen. Und jetzt hören Sie mir gut zu. Ich werde Sie jeden Schritt und Tritt beobachten lassen. Ist das klar? Dafür bin ich doch da. Nur dafür, mein Freund. Olympus James? Alex Garfield am Apparat. Ah, Mr. Stuyvesant. Welche erfreuliche Überraschung. Ich habe seit 48 Stunden nichts von Ihnen gehört. Ich darf wohl annehmen, dass Sie es auch schon wissen. Mr. und Mrs. Reardon sind hier. Sie bewohnen eine Suite im Hotel Grand Bretagne.
Vielleicht irre ich mich, aber ich stand bisher unter dem Eindruck, dass Ihre Organisation an dieser Transaktion nicht teilnehme. Sagen Sie, was Sie wollen. Was Sie vermutlich nicht wissen, ist, dass die Reardons heute Abend zu einer kleinen Party eingeladen sind, und zwar im Haus eines gewissen Dimitri Papadopoulos. Interessant. Sagen Sie, Mr. Stuyvesant, was würde eine Einladung zu der Party bei Papadopoulos kosten? Warum nicht? Kommen Sie später, ich zahle ein paar, bestimmt. Erstaunlicherweise hat er nicht versucht, mir die Nachricht von Michaels Ankunft zu verkaufen. Wer ist die Frau, die bei ihm ist? Eine amerikanische Autorin. Sie schreibt Krimis, meistens über Mord und solche unangenehmen Sachen. Ich kann es fast nicht glauben. Er inszeniert sein Stück auf meiner Bühne. Er weiß doch genau, was die britische Regierung von Verhandlungen mit Terroristen hält. Na, Colonel, als Michael mich aufsuchte und um Hilfe bat, vermutete ich gleich, es sei wegen der Entführung von Lady Fairchild. Aber ich hätte niemals gedacht, dass er gegen die Richtlinien verstößt. Ach, Blödsinn. Sie wissen ganz genau, wie Michael Haggerty arbeitet. Also, was hat er vor? Tja, ich bin noch nicht vollständig informiert, Sir. Noch nicht. Aber ganz offenbar ist es so, dass er eine Ehefrau braucht. Bedeutet das etwa, die Amerikanerin spielt seine Frau? Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Ja, zu seiner Verteidigung, Colonel, muss ich sagen, dass Michael denkt, die Entführer sind im Grunde doch nur Feld-, Wald- und Wiesenkriminelle und keine Terroristen und Waffenhändler. Baines, Sie bleiben an der Sache wie der Nebel an der Tower Bridge. Ich will über jeden Schritt von Michael Bescheid wissen. Mrs. Reardon? Oh. Verzeihen Sie bitte. Hendrik Stuyvesant, zu Ihrem Dienste, Madam. Vergeben Sie mir, wenn ich Sie erschreckt habe. Oh nein, ich wusste nicht, dass jemand weiß, dass ich hier bin. Erlauben Sie? Ja, bitte. Ist das nicht ein Jammer, die Sache mit Mr. Fairchild? Fairchild? Oh ja. Ja, das ist es. Ich bin neugierig, Mrs. Reardon. Wissen Sie, wann die Transaktion stattfinden soll? Transaktion? Ich fürchte, ich kann Ihnen darüber wohl nichts sagen, Mr. Stuyvesant. Vermutlich kennen Sie zumindest den Ort. Nein. Nein, ich muss leider sagen, nein. Ach, so ist das. Die andere Partei in der Transaktion, oh je, der Name liegt mir auf der Zunge. Madam, man bezahlt mich gewöhnlich für Auskünfte. Oh ja, ich verstehe. Ich bin nur hierher gekommen, aufgrund meines großen Mitgefühls für Lady Fairchild. Es tut mir sehr leid, dass Sie mein Vertrauen nicht erwidern. Ja. Jessica, danke, dass du mitspielst, Michael. Jessica, sei ein Schatz und hilf mir schnell. Und danach musst du dich auch umziehen. Mach dich hübsch für die Party. Party? Welche Party? Michael, sag mir, was wird hier gespielt? Wer ist Hendrik Stuyvesant? Wer ist Lady Fairchild? Ganz ruhig. Das sind wichtige Fragen und ich werde sie beantworten. Aber im Moment ist dafür keine Zeit. Meine Geduld ist langsam am Ende. Und wenn du denkst, dass ich dich heute irgendwohin begleite, dann täuschst du dich aber furchtbar. Nicht genug damit, dass man mich reingelegt, betrogen und ausgequetscht hat. Ich habe mir auch fürchterliche Sorgen um dich gemacht. Ja, das ist meine Jessica. Allerdings frage ich mich, warum. Du hast mich systematisch belogen, angefangen von dem Moment unserer Begegnung vorhin in Paris. Wir wollen korrekt sein. Für Paris kann ich leider nichts, Jessica. Wunderbar. Und diese Männer da, alles nur Zufall? Sie sollten uns nicht zusammensehen, deswegen bin ich weggelaufen, um dein Leben zu schützen. Oh, das war sehr lieb von dir, das muss ich schon sagen. Da hast du recht, das war's. Das ist bestimmt Baines. Ja? Hallo, ist Michael zu sprechen? Ich bin Pamela Reardon, seine Frau. Liebling, es tut mir schrecklich leid. Ich habe dich im Stich gelassen, ich weiß. Das hätte ich nicht tun sollen. Wie geht's deinem Blinddarm? Ach, es war glücklicherweise nur eine Magenverstimmung. Das kann eigentlich nur bedeuten, du hattest andere Pläne.
Michael, bitte versuch doch, mich zu verstehen. Offensichtlich hat es nicht geklappt. Na egal, ich hatte jedenfalls nichts Eiligeres zu tun, als hierher zu kommen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass der Zeitpunkt ein wenig ungünstig ist. Mrs. Reardon? Ich werde Sie enttäuschen müssen. Pam Drake, sind Sie Amerikanerin? Sind Sie das wirklich oder spielen Sie das nur? Ich bin durchaus echt. Ich bin keine Schauspielerin. Michael. Jessica, wir gehen jetzt zur Party. Miss Drake und ich, wir werden uns später unterhalten. Ein Moment mal. Jetzt, wo Mrs. Drake hier ist, brauchst du mich doch gar nicht mehr. Da irrst du dich aber sehr. Denk nur an Stuyvesant und den Pagen von vorhin. Meine Liebe, inzwischen bist du bekannt als Mrs. Reardon. Jessica, ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Aber es geht hier tatsächlich um etwas sehr Wichtiges. Tod oder Leben. Lady Fairchild? Ja, Mr. Stuyvesant hat den Namen erwähnt. Aber Michael, wieso... Bitte halte durch, nur noch ein paar Stunden. Inzwischen kläre ich die Bedingungen für Lady Fairchilds Freilassung. Unterwegs wirst du alles erfahren. Ich ziehe mich schnell um. Ich danke dir. Und was dich betrifft, Pamela, so möchte ich dir... Schon gut, Michael. Um mich macht dir keine Gedanken. Ich schlage vor, während du und Mrs. Reardon auf diese Party gehen, mache ich hier auf deinem Sofa ein Nickerchen. Wir sehen uns dann später. Jedenfalls, Lady Fairchild betrieb das Reisebüro nur zur Tarnung. Sein Ziel war die Festnahme dieser Waffenimporteure. Du meinst Waffenschmuggler? Ganz genau. Mhm. Aber bevor die Falle zuschnappte, wurde Fairchild dummerweise gekidnappt. Die Entführer ahnen nicht, dass er ein Agent ist. Sie fordern 1 Million Pfund Lösegeld und das bis morgen. Keine Polizei natürlich. Verstehe. Wenn die Waffenhändler von der Entführung hören, werden sie vermutlich Folgendes machen. Egal ob früher oder später, sie werden den Mann da rausholen und umbringen. Und abgesehen von Mr. Baines, erledigst du das alles ganz allein? Weil Colonel Schofield, der Leiter unserer Athener Außenstelle, mir nicht helfen wollte, bin ich bis zur Regierung gegangen. Und? Es tut mir furchtbar leid, Mr. Haggerty, das können Sie mir glauben, aber unser britisches Empire verhandelt nicht mit Gangstern und Terroristen. Ich war verzweifelt. Ich traf mich mit den Kidnappern in Paris. Ich stellte mich ihnen vor als Michael Reardon, Ladys Schwager. Ich sagte den Männern, er sei ein nichtsnutziger Playboy. Er habe kein Geld und auch ich hätte übrigens keins. Weißt du, was sie gesagt haben? Wenn wir es morgen nicht haben, bringen wir ihn um. Und was hast du geantwortet? Ich habe versucht, Zeit zu gewinnen und ihnen gesagt, ich würde meine Frau fragen, ob sie mir das Geld nicht gibt. Oh, ich verstehe. Vorhang auf für die wohlhabende Mrs. Reardon. Sie haben mir 3 Tage gegeben. Bis morgen Mittag um 1. Kalispera, Kiria. Was ist denn mit dem Hausherr? Er heißt Dimitri Papadopoulos. Er ist der Mittelsmann. Er möchte dich einfach nur kennenlernen, weil er für unsere Glaubwürdigkeit birgt. Du musst also lediglich deinen Charme spielen lassen. Hm? Das Kleid ist hinreißend, Liebling, aber leider auf unanständige Weise überteuert. Jetzt halt doch endlich den Mund, Alec. Ich denke, ich verdiene eine Belohnung dafür, dass ich bereit bin, so weit entfernt von Harrods zu wohnen. Alec, was führt Sie denn hierher? Ich möchte Sie im Auge behalten, denn wir stehen ja eigentlich grundsätzlich auf derselben Seite. Und Sie dürften dann wohl Mrs. Fletcher sein. Alec Schofield, meine Frau Madge. Guten Abend. Wie ungewöhnlich, dass Sie auch mal Herr der Lage sind, Alec. Ihre Aktivitäten, mein lieber Michael, verdienen immer meine höchste Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, Sie halten sich raus. Bitte, Alec, tun Sie es für Lady. Mr. Reardon, das werde ich Ihnen nie verzeihen. Sie hätten doch sagen müssen, wie wundervoll Ihre Frau ist. Ja, wissen Sie, ich... Kommen Sie. Sie werden mir von sich erzählen müssen. Und ich will alles über Sie und Ihre Vergangenheit erfahren. Mein Vater war Geschäftsmann. Und Ihre Mutter? Sie war eine britische Baroness. Wundervoll. Wundervoll. Ich warne Sie, Michael. Sollten Sie auf diesem Abenteuer bestehen, dann werde ich sehr bald höchstpersönlich und mit dem größten Vergnügen dafür Sorge tragen, dass Sie demnächst als Agent entlassen werden.
Auch das Alter macht sie offensichtlich nicht viel menschlicher. In unserem Beruf erweist sich das oft als unpraktisch. Mrs. Scofield? Verdammt, Madge, du weißt, ich kann nichts tun. Das ist ja schon lange nichts Neues. Verzeih meine mangelnde Freude an deiner Besorgnis um Mr. Fairchild. Schade. Ich war überzeugt, dass du längst diese kleine Episode erledigt hättest. Bitte vergeben Sie mir meine Impulsivität, aber da Ihr Aufenthalt in Athen leider nur von kurzer Dauer sein wird. Mr. Papadopoulos, ich bin aber verheiratet. Das, meine Verehrteste, gehört zu Ihren besonders reizvollen Eigenschaften. Ihre Ehe befindet sich offensichtlich in einer ernsten Krise. Oh, was vermittelt Ihnen diesen Eindruck? Zwischen Ihrem Gatten und Ihnen herrscht eine kühle Atmosphäre, das ist nicht zu übersehen. Ich bin sehr geübt, so etwas zu bemerken. Wissen Sie, ja, wir hatten Meinungsverschiedenheiten. Tatsächlich? Jessica, ich kenne Ihre geheimen Sehnsüchte. Ihre Einsamkeit, Ihre Begierden. Da bist du ja, Liebling. Ich hatte schon befürchtet, dass Sie meine Frau auf eine Kreuzfahrt nach Mykonos entführt hätten. Ich wünschte, es wäre so. Dimitri, Sie haben bestimmt inzwischen die endgültigen Absprachen getroffen? Noch nicht ganz, Mr. Riordan. Ich wollte mir erst noch über einige Einzelheiten Gewissheit verschaffen. Und? Ich werde mich bald mit den Entführern in Verbindung setzen. Ich werde Ihnen sagen, dass um exakt 12 Uhr morgen Sie und auch Ihre Frau an der Telefonzelle am Hadriansbogen bereitstehen. Ein Anrufer erklärt Ihnen, was Sie als Zweites tun müssen. Sie haben meine aufrichtige Bewunderung, Mrs. Riordan. Sie bringen ein sehr großes Opfer für Ihren Bruder. Oh, ich bin sicher, er wird genauso dankbar für Ihre große Hilfsbereitschaft sein, Mr. Papadopoulos. Madame. Für 50.000 Pfund bin ich jederzeit sehr gerne hilfsbereit. Jessica, du warst einfach unwiderstehlich. Er ist hingerissen. Du hättest mich vorher warnen müssen. Ach, der ist doch völlig harmlos. Komm, lass uns reingehen. Wir brauchen eine kleine Erfrischung. Was ich Dimitri lassen muss. Er ist wirklich raffiniert. Er hält den Zeitpunkt und den Ort der Transaktion konsequent geheim. Erschwert es die Lage? Ja. Michael, gehen Sie etwa schon? Was ist hier eigentlich los, Baines? Ich denke, Sie stehen auf meiner Seite. Sie denken richtig. Wieso kennt dann Alex Scofield jeden meiner Schritte schon im Voraus? Michael, ich schwöre, er weiß nicht von mir, dass Sie hier sind. Aber ich muss das Spiel doch mitmachen. Wenn ich ihm nicht zumindest ab und zu was erzähle, wird er doch sicher nur misstrauisch. Ja, das ist richtig. Tut mir leid. Wissen wir irgendwas Neues? Zurzeit nicht, nein. Aber jetzt sind Wanzen in Dimitris Telefon. Sobald er mit den Entführern in Verbindung tritt, werde ich Sie verständigen. Nun verstehe ich auch, wieso Mr. Papadopoulos Verschwiegenheit für dich kein Problem ist. Mutter Rehan sagte stets, ihr Sohn werde einmal eine kluge Frau heiraten. Und reich noch dazu. Ist das nicht toll? Ach, Jessica, eines Tages machen wir mal eine richtige Urlaubsreise miteinander. Keine Geschäfte für mich, keine Bücher für... Ja. Dies ist eindeutig das Werk eines Juweliendiebes, der seit 3 Monaten Wesen in Athen und Piräus treibt. Mr. Riordan, eines würde mich doch sehr interessieren. Kommissarius, ja? Ich bin gar nicht sicher, ob es sich hier um Diebstahl handelt. In Griechenland nennen wir so etwas tatsächlich Diebstahl. Sie müssen bedenken, dass der Schmuck des Opfers nicht echt war. Ich meine, ein professioneller Juwelendieb hätte das sofort gemerkt. Wirklich? Der Mörder will vermutlich nur, dass alle denken, er sei ein Juwelendieb. Vielleicht, Madame. Wir werden diese Möglichkeit in Erwägung ziehen, auch wenn sie mir fragwürdig erscheint. Aber beginnen wir doch mit Ihnen. Wie standen Sie zu der anderen Mrs. Riordan? Sie war nicht meine Frau. Ich bin nicht Mrs. Riordan. Verstehe ich Sie richtig? Keine der Damen war oder ist Mrs. Riordan? Nein. Was ich sagen will, ist, dass das Opfer die geschiedene Mrs. Riordan ist.
Sie und ich sind schon seit mehreren Jahren geschieden, aber die arme Frau hoffte immer, dass wir eines Tages wieder heiraten würden. Tatsächlich? Darf ich das bitte sehen? Ich habe allen Grund zu der Vermutung, Mr. Reardon, dass Sie und die lebende Mrs. Reardon, die gegenwärtige Mrs. Reardon, ein mehr als ausreichendes Motiv besitzen. Sincerity jene teme afto. Che afti sensimate tono omatis more. Nehmen Sie von beiden Fingerabdrücken. Haar und auch Blutprobe. Und bitte, ohne Erlaubnis dürfen Sie Athen nicht verlassen. Schade. Sie war eine liebenswerte Frau. Unglücklicherweise hat sie sich von Michael missbrauchen lassen. Colonel, ich fürchte, Sie irren sich. Es ist nicht die Dame, die Sie meinen. Es war eine zweite Mrs. Reardon, die erdrosselt worden ist. Was, eine andere Mrs. Reardon? Wer war sie? Sie besaß einen britischen Pass. Darin stand, sie sei Mrs. Pamela Reardon. Ich frage mich, wie viele andere es noch gibt. Falls das so ist, sind Sie es, mein Freund, der es als Erster erfährt. Ich bitte sehr darum. Danke, Colonel, Sie sind wirklich großzügig. Michael will sich anscheinend systematisch ruinieren. Ein oder zwei Tagen habe ich genug gegen ihn in der Hand, um ihn Whitehall auszuliefern. Wie unglaublich rechtschaffen von dir. Wenn du Michael ausschalten kannst, hast du wieder einmal gezeigt, dass du derjenige bist, der die Fäden in der Hand hält. Vorzugsweise auf diese Art beweist du deine verdammte Männlichkeit. Jessica? Hier bin ich. Sie hatten keinen Herald Tribune. Schade, dass du kein Griechisch kannst. Hier ist ein altes Wall Street Journal. Zahnpasta, Shampoo, Aspirin. Musste das sein? Sie gehörte doch gar nicht zu uns. Das hat sie nicht verdient. Das wollte ich nicht. Michael, dich trifft bestimmt keine Schuld. Nein? Es hätte doch auch genauso gut dich erwischen können. Ich sollte alles abblasen und dich hier wegbringen. Dazu ist es zu spät, das weißt du genau. Mir passiert schon nichts, keine Sorge. Das Risiko ist groß. Übrigens, wo ist mein Telegramm? Was für ein Telegramm? Der Hoteldiener sagte, er hätte es dir gegeben. Er muss mich verwechseln. Er sagte, das Telegramm sei vorhin von Mrs. Reardon abgeholt worden. Pamela. Sie muss... Michael, Mrs. Fletcher, ich habe das von Miss Drake gerade erfahren. Entsetzlich. Kann ich irgendetwas tun? Ja, Sie können mir eine gute Nachricht bringen über Dimitri und die Kidnapper. Sie haben alles vor 20 Minuten geregelt. Die Transaktion findet morgen Mittag um 1 in den Gärten des alten Palastes statt. Also, Mrs. Reardon... Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ganz schnell 1 Million Pfund. Und Lady Fairchild ist ein freier Mann. Oh, Michael, das ist wundervoll. Ich hoffe nur, dass es keine weiteren Überraschungen mehr gibt. Ehrlich gesagt, Jessica, eine kleine Überraschung habe ich noch. Leer, Michael. Aber Jessica, woher sollte ich so viel Geld nehmen? Außerdem, ich bin wie unsere Regierung dagegen, sowas zu honorieren. Zerknüll das bitte. Keine Sorge, Jessica. Sie werden uns nur sagen, was wir schon wissen. Zeit und Ort der Übergabe. Mittlerweile umzingeln bereits meine Männer das ganze Gebiet um den alten Palast. Wir holen Lady da raus, ohne 1 Million Pfund. Reardon? Was? Wo? Tut mir leid, das ist un... Michael, was ist denn? Das gibt's doch nicht. Die haben uns reingelegt. Jetzt stimmt der Zeitplan nicht mehr.
Die Übergabe soll in 30 Minuten auf dem römischen Markt stattfinden. Jetzt müssen wir nicht deine Leute verständigen. Das geht nicht, dazu haben wir keine Zeit mehr. Wir müssen uns anhalten. Zum römischen Markt, wir haben es eilig. Es ist schon fast 4. Das ist ein verdammter Test, sonst nichts. Wir wollen sehen, was wir tun. Michael, da. Dimitri, was soll das alles? Die Tasche her, Mr. Reardon. Ich möchte seinen Inhalt sehen, und zwar sofort. Wo sind eigentlich Lady Fairchild und die Kidnapper? Sie hätten bereits vor 3 Stunden hier sein sollen. Nichts, Mr. Reardon. Ich war dumm genug zu glauben, dass Sie und Ihre Frau vertrauenswürdig sind. Ich habe mich täuschen lassen. Sie kompromittieren mich, Mr. Reardon. Jetzt einen Augenblick mal, Freundchen. Ich will wissen... Ach, guten Tag, Kommissarius Petrakis. Sie sollten besser Ihren Mund halten und erst die Ankunft Ihres Anwaltes abwarten. Anwalt? Seit wann ist es strafbar, seinen Freunden die Wunder dieses Landes zu zeigen? Alles weist darauf hin, dass Sie mit Kriminellen kooperieren. Mit Personen, die unter Mordverdacht stehen und mit gefälschten Pässen reisen. Hören Sie, Kommissarius Petrakis. Es ist nicht so, wie Sie... Einer meiner Leute entdeckte dieses Buch hier in der Nähe unseres Hauptquartiers. Mrs. Reardon. Eine Dame in Dachs. Aber warum sind die Entführer nicht aufgetaucht? Wussten Sie, dass wir ohne das Lösegeld gekommen waren? Haben Sie uns gesehen? Denn wenn das der Fall ist und Sie wissen, dass die Polizei da war, ist Lady so gut wie... Ihre Pässe, bitte. Ich muss sagen, Madame, dass ich sehr enttäuscht von Ihnen bin. Wie kann eine zweifellos intelligente Dame sich mit einem Mann abgeben, der seine Identitäten abstreift wie eine Schlange ihre Haut? Einen Augenblick. Ich habe Sie beobachten lassen, weil ich annahm, dass Sie in einen Mord verwickelt sind. Und offen gesagt, das ist genau das, was ich noch immer glaube. Ich sagte Ihnen Sie doch, haben mir Kommissarius. Nichts Mr. Papadopoulos hat mir auch nichts gesagt. Aber eins ist mir völlig klar geworden. Es geht hier um sehr viel mehr als um den Tod einer Frau. Entschuldigen Sie, Kommissarius. Falls Sie vorhaben sollten, Anklage gegen uns zu erheben, würde ich jetzt gern die amerikanische Botschaft anrufen. Das wird kaum nötig sein. Im Augenblick habe ich noch keine ausreichenden Beweise gegen Sie. Aber ich warne Sie. Ich werde der Sache bestimmt nachgehen, und zwar äußerst gründlich. Und wenn Sie schuldig sind, werde ich persönlich dafür sorgen, dass Sie zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist alles, was Sie herausbekommen haben? Na gut, danke, Boy. Verdammt. Das war London. Sie verfolgen seit Monaten eine Spur, und das könnte die von Pamelas Mörder sein, aber Sie sind sich noch nicht sicher. Ach, Jess, vielleicht machen wir es völlig falsch. Wie auch immer, ich muss mich beeilen, damit ich noch vor Ladenschluss zu unserem Freund komme. Michael, ich glaube nicht, dass wir alles völlig falsch machen. Und vielleicht werde ich es beweisen. Versuch du, Lady Fairchild zu befreien, und ich werde meine Pläne verfolgen. Meine Frau hat von Anfang an gesagt, keine Tricks. Ich hätte auf sie hören sollen. Dem kann ich ganz und gar nichts entgegnen, Mr. Reardon. Ich kann das Geld morgen früh abheben, sobald die Bank aufmacht, aber wer garantiert mir... Mrs. Reardon und ich, also wir befürchten, dass die Kidnapper die Geduld verlieren und ihn umbringen werden. Das ist durchaus möglich, Mr. Reardon. Aber warum sagen Sie das alles mir? Den Rat hat mir meine Frau gegeben. Sie sagte, Mr. Stuyvesant hat die Möglichkeit zu helfen als Mann von so großem Einfluss und Wissen. Mrs. Reardon ist eine weise Frau.
Vielleicht wäre es mir möglich, den Entführern eine Nachricht zukommen zu lassen. Dabei müsste ich allerdings äußerst behutsam vorgehen. Oh ja, natürlich. Ich müsste das ganze Vertrauen einsetzen, das in diesen zahlreichen Jahren gewachsen ist. Und natürlich müsste ich dafür auch einiges bezahlen. Was macht das? Immerhin steht das Leben Ihres Schwagers auf dem Spiel. Ja, und schicken Sie es bitte an Mr. Michael Reardon, Hotel Grand Bretagne, Athen. Er wohnt in Suite 326. Danke. Ja? Stargazer, ich habe wichtige Informationen. Meine Bewegung, ihr Schweine! Mr. Reardon. Lady, mein Junge, ist alles in Ordnung? Aber ja, bestens. Hat leider etwas gedauert. Ich hätte eher wissen müssen, dass seine Verbindungen so gut sind. Dann wäre ich eher gekommen. Das ist für Sie, Mr. Reyes. Danke vielmals. Nick, Sie wissen nicht vielleicht, ob Mr. und Mrs. Reardon da sind, oder? Die Herrschaften sind ausgegangen, beide, Mr. Bates. Aha, danke. Ja, hallo, hier ist Michael Reardon, 326. Könnten Sie bitte unsere Post zu mir nach oben bringen? Oder Moment, ich möchte gerne gleich baden, also schieben Sie die Post einfach unter der Tür durch, ja? Danke vielmals. Guten Tag, Mr. Bates. Bitte heben Sie die Hände und kommen Sie mit uns. Wie bitte? Sie müssen einem Irrtum unterliegen. Nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Ich muss Sie leider verhaften wegen des Mordes an Pamela Drake. Das ist ein Missverständnis. Ich wollte das Telegramm nur lesen, um die Information an Colonel Schofield weiterleiten zu können. Deshalb bin ich hier. Warum haben Sie dann nicht den Inhalt des ersten Telegramms weitergeleitet? Erstes Telegramm? Wovon reden Sie überhaupt? Von dem gestrigen Telegramm, Mr. Baines. Sie wissen schon, Harold. Es enthielt interessante Informationen über Sie und kam aus Whitehall. Daraus ging hervor, dass Sie und die Kidnapper sich kennen. Deshalb musste Pamela sterben. Aber das ist doch Unsinn. Der Mörder war ein Juwelendieb. Das sollten wir alle glauben.
Aber das Mordmotiv war dieses Telegramm. Sie wollten, dass ich niemals etwas über den Inhalt erfahre und schon gar nicht Alex Coffey. Das ist alles überhaupt nicht wahr. Das stimmt einfach nicht. Was dieses Telegramm betrifft, das kann wirklich nichts beweisen, Mr. Baines. Da steht absolut nichts drin. Unsere Leute in London sagen Folgendes. Das erste Telegramm dokumentiert ihre Reisen in den vergangenen 4 Wochen. Es ist möglich, dass sie in dieser Zeit die Kidnapper getroffen haben, Baines. Aber beweisen können wir das nicht. Da hören Sie, Sergeant. Er gibt zu, dass er keine Beweise hat. Mr. Baines, Sie wollten das zweite Telegramm abfangen. Das habe ich doch erklärt. Nicht zu meiner Zufriedenheit. Betrakis? Dann wäre da noch die Sache mit den Waffenschmugglern, die mich am Athener Flughafen begrüßten. Bald hatte ich einen von ihnen überredet, mir zu sagen, woher sie wussten, wann ich ankomme. Er sagte mir, sie hätten einen Informanten, der sie über jeden einzelnen von Laddies und meinen Schritten unterrichte. Klar ist, Baines, nicht viele Leute wissen Bescheid über mein Kommen und Gehen. Aber Sie wissen es. Nee, Katala. Das war unser Labor, Mrs. Fletcher. Das Dinnerjacket. Sie hatten recht. Recht? Womit hat sie recht? Mr. Baines, Sie haben gesagt, Sie kannten Pamela Drake nicht. Sie hätten sie nie getroffen. Ich kannte sie nicht. Aber das ist nicht wahr. Sie kannten sie, denn sie haben sie erdrosselt. Bevor wir gestern Abend Mr. Papadopoulos' Haus verließen, um etwa 10 Uhr, da fiel mir etwas auf. Ich hielt es zuerst für Zigarettenasche, ein Fleck auf ihrem Dinnerjacket. Erst später wurde mir klar, dass es Lippenstift gewesen sein musste. Es war dieselbe auffällige Farbe, die Pamela aufgetragen hatte. Mr. Baines, die Laboruntersuchung bestätigt das. Was sagen Sie dazu? Ich wusste, Sie verdächtigen mich. Das konnte ich Ihnen ansehen. Als Sie nach diesem Flughafenzwischenfall ins Hotel zurückkamen, war ich in der Lobby. Während Sie zum Aufzug gingen, kam ein Bote und brachte ein Telegramm für Michael Reardon. Ich wusste, sein Inhalt betraf mich. Ich wollte es gerade abfangen, als... Ich bin Mrs. Reardon. Ich glaube, dass mein Mann schon hier ist. Ich sah zu, wie er ihr das Telegramm aushändigte. Danke. Ich war in Panik. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und dann, nach einiger Zeit, gingen sie beide aus zu Dimitris Party. Ich dachte, ich habe mal wieder Glück. Vielleicht hat das Telegramm noch niemand gelesen. Also verschaffte ich mir Zugang zu ihrer Suite. Halt! Was machen Sie da? Raus, Sie! Sofort! Ich hatte wirklich keine Wahl. Außerdem, das haben wir doch gelernt, oder? Oder nicht? Es war Neid. Ganz einfach. Baines war der Dienstältere, aber Laddie war für Scofields Stelle vorgesehen, wenn er sich zur Ruhe setzt. Baines hat dafür gesorgt, dass Laddie gekidnappt wurde, weil er wusste, unsere Regierung würde nie mit Entführern verhandeln. Eine tragische Situation. Die Passagiere der Royal British Airline nach London und New York werden gebeten, sich zu Flugsteig 4 zu begeben. Also, mein Flug wird aufgerufen. Ach, ich wünschte, du würdest jetzt mit mir nach London fliegen. Das wünschte ich mir auch. Aber ich habe Kairo schon versprochen, dass ich komme. Und das werde ich meine tun. Meine Damen, alles gut. Aufmerksamkeit bitte. Aufgrund technischer Schwierigkeiten wird sich der Abflug der Maschine nach Kairo um mehrere Stunden verspäten. Mesdames et Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Die Technik, notre Rolle ist auf. Ja.
Komm schon! Oh nein! Warte, ich hole ihn! Hey, warte! Komm doch zurück! Es ist alles okay! Eddie! Sind Sie auch nicht verletzt? Alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Das kann man aber nicht von Ihrem Drachen sagen. Entschuldigen Sie, dass Eddie einfach weggerannt ist. Er ist sehr schüchtern. Ich weiß, ich habe ihn mal in Englisch unterrichtet. Sie sind Lehrerin? Ich bin auch Lehrer. Ehemalige Lehrerin. Jessica Fletcher. Donald Barnes. Hallo. Sagen Sie, habe ich Sie in den letzten Tagen nicht an meinem Haus vorbeijoggen sehen? Ja, das war ich. Ich bin noch nicht sehr lange in Cabot Cove, aber ich weiß bereits, in welchen Straßen es bissige Hunde gibt. Ja. Moment mal, Jessica Fletcher? Sind Sie etwa J.B. Fletcher? Mhm. Wissen Sie, ich benutzte eines Ihrer Bücher in meiner Englischklasse im Unterricht. Wir nahmen das Thema durch, den Dialog, den Aufbau. Sie glauben ja gar nicht, wie ich damit meine 9. Klasse auf Vordermann gebracht habe. Sie waren mit Feuereifer dabei. Ich finde das sehr schmeichelhaft. Als ich früher Englisch unterrichtete, habe ich mich auch an Kriminalromane gehalten. War ein voller Erfolg. Mrs. Fletcher, ich werde noch ein paar Wochen in Cabot Cove bleiben. Besteht die Möglichkeit, dass wir mal zusammen einen Kaffee trinken und uns über Bücher unterhalten? Ich finde das eine wunderbare Idee. Warum frühstücken wir morgen nicht zusammen? Sehr gern. Kann ich Ihnen helfen? Wo ist Pater Malloy? Er ist in Irland, er besucht seine Familie. Ich bin Pater Barnes, ich vertrete ihn für ein paar Wochen. Oh nein. Geht es Ihnen nicht gut? Möchten Sie sich setzen? Nein, ich... Bitte, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich möchte... Würden Sie mir die Beichte abnehmen? Gleich jetzt, Pater? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Vor 4 Wochen habe ich zum letzten Mal gebeichtet. Ich habe heute Abend einen Mann getötet. Ist die Tat vorsätzlich geschehen? Nein. Ich meine, ich hatte ein Messer und als er auf mich zukam, da wusste ich, dass er mir wehtun wollte. Und als er mich anfasste, habe ich auf ihn eingestochen. So war es einfach nur Notwehr. Ich glaube schon. Dass sich Gott wirklich für uns interessiert. Und
Sie die Tat offensichtlich bereuen. Ich bereue es nicht. Hören Sie, ich schwöre, ich wollte ihn nicht umbringen. Aber es tut mir nicht leid, nein. Er war abscheulich, er verdiente den Tod. Oh Gott, was habe ich getan? Bitte vergib mir, bitte. Hören Sie, nach dem, was Sie mir eben geschildert haben, haben Sie aus reiner Notwehr gehandelt. Und ich bin sicher, wenn Sie sofort zur Polizei gehen, nein, die Wahrheit sagen. Ich kann das nicht tun. Nein, das würde Sie umbringen, wenn Sie das wüsste. Gott, ich hätte niemals herkommen sollen. Los. Hier bitte, Mort. Kaffee, Zucker und ein Käse-Sandwich. Danke, Jimmy. Ich danke. Hey, Mrs. Fletcher. Guten Morgen, Sheriff. Was machen Sie denn hier? Lesen Sie, was die Konkurrenz so schreibt? Ich lese mit Vergnügen etwas von meinem alten Freund Sir Walter Scott. Kennen Sie von ihm Die Dame vom See? Nein. Ich sah den Film mit Robert Montgomery und Audrey Totter. Da ist ja meine Frühstücksverabredung. Oh. Hey, Pater Barnes, Sie wollte ich gerade aufsuchen. Das bedeutet nichts Gutes. Oh, nein, nein. Wir haben Glück. In den letzten Monaten war es sehr ruhig. Man konnte das Gras wachsen hören. Es geht um Folgendes, Pater. Nun, meine Frau und ich sind praktisch konfessionslos. Aber für Adele ist Bingo so eine Art Religionsersatz. Und sie wollte jetzt einfach... Sie braucht nicht besorgt zu sein. Bingo findet am Sonnabend um 7 statt, wie gewöhnlich. Pater Malloy sagte mir, wir können es uns nicht leisten, es ausfallen zu lassen. Meine Frau wird sehr glücklich sein. Und glauben Sie mir, ich auch. Bis bald. Mrs. Fletcher, genießen Sie Ihr Frühstück. Danke sehr. Also, Pater Barnes. Oh, bitte. Nennen Sie mich Donald. Hm? Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie Priester und Lehrer sind? Gehen Sie herum und sagen allen Leuten, dass Sie J.B. Fletcher, die Kriminalautorin sind? Ich bin mir nicht so sicher, ob dieser Fall nicht anders ist. Da haben Sie wahrscheinlich recht, aber haben Sie schon mal bemerkt, wie die Leute reagieren, wenn sie merken, sie sprechen mit einem Priester? Plötzlich werden sie absolut kleinlaut. Und man muss aufpassen, dass sie einem nicht den Ring küssen. Ich gebe mich geschlagen. Das heißt, Sie vertreten also Pater Malloy? Ja, aber nur vorübergehend. Er spannt etwas in Irland aus. Ich habe im St. Ignatius in Lewiston unterrichtet. Und als ich gebeten wurde, kurzfristig für den Pater einzuspringen, naja, mein Lebensziel war immer, Gemeindepfarrer zu werden. Nun habe ich eine Chance bekommen. Aber ich hätte nie gedacht, wie schwierig es werden könnte. Ich konnte die ganze letzte Nacht nicht schlafen, weil ich mir Sorgen um ein Gemeindemitglied machte. Diese Person suchte mich gestern Abend in der Kirche auf. Es ist eine ziemlich schwierige Situation. Ist es etwas, worüber Sie mit mir sprechen möchten? Mrs. Fletcher, erkennen Sie die Bedeutung des Beichtgeheimnisses? Ja, ich glaube schon. Ein Priester darf nicht, weder durch Worte, Taten noch durch Einmischungen, etwas publik machen, das ihm in der Beichte anvertraut wurde. Und bestimmt können Sie sich gewisse Beichtgeheimnisse vorstellen, die belastend für einen sind und zu einer extremen, qualvollen Gewissensbelastung führen. Ja, ich kann. Da gibt es gewiss viele. Ich meine zum Beispiel, zu hören, dass jemand ein Verbrechen begangen hat. Einen Mord eventuell. Und man es nicht der Polizei sagen darf. Ja, das wäre wohl ein ausgezeichnetes Beispiel. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, Pater. Was kann ich Ihnen bringen? Nur Kaffee, danke. Okay. So. Oh, danke. Donald, es ist mir noch nicht ganz klar, was Sie eigentlich von mir wollten. Weil ich mir selber darüber nicht klar bin. Solche Dinge lernt man leider nicht in den Seminaren. Ja, ich meine, wenn jemand einen Priester am Abend aufsucht, wäre es doch kaum vorstellbar, dass jemand käme, um ein altes Verbrechen zu beichten. Ja.
Ich sehe, es ist ein ziemliches Dilemma. Mrs. Fletcher, Sie haben einen bedeutenden Namen als Amateurdetektivin. Aber ich bin wirklich nur reine Amateurin. Selbst meine Fantasiefiguren brauchen gewisse Vorkenntnisse, um tätig zu werden. Außerdem ist es nicht möglich, dass dies ein Fall einer zu blühenden Fantasie ist. Ich meine, falls ein Mord begangen wurde. Wo ist bitte die Leiche? Ich schicke dir recht. Lass das. Komm schon, hilf mir. Kennen Sie ihn? Evan West. Er ist ein Geschäftsmann. Immobilien, glaube ich. Guten Morgen, Jess. Guten Morgen. Sie müssen Pater Barnes sein. Ja. Sir Tesselt. Nett, Sie kennenzulernen, Doktor. West hier war ein Ungläubiger wie die meisten. Jedoch seine Frau ist eine fromme Katholikin. Wie auch immer, ich bin mit ihm fertig. Was ist passiert, Seth? Wie ist er gestorben? Wahrscheinlich hat es etwas mit einer großen Stichwunde in seiner Brust zu tun. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, Ma'am. Was machen? Ich bekomme einen Funkruf und bin innerhalb von 5 Minuten hier. Doc bekommt einen Anruf, 10 Minuten später ist er da, um die Leiche zu untersuchen. Mich würde interessieren, Mrs. F., wer ruft Sie an? Meine Antwort darauf, keiner. Wie, haben Sie einen 6. Sinn, was das betrifft? Nein, Sheriff. Jemand fuhr an meinem Haus vorbei und rief einem Freund zu, man habe am Strand eine Leiche gefunden. Und natürlich bin ich... Licht möge ihm leuchten in Ewigkeit. Ich wurde Pater Barnes und ich neugierig. Diesmal ist der Fall ziemlich einfach. Tatsächlich. Die Frau des Opfers ist an den Rollstuhl gefesselt, richtig? Das ist wohl wahr, aber... Verzeihen Sie meine Unverblümtheit. Aber vielleicht, nur vielleicht, hat er zu Hause nicht viel Spaß gehabt. Das heißt doch eindeutig eine Geliebte, eine Freundin und ein Motorboot, auf dem er sich dann heimlich amüsieren kann. Alles, was recht ist. Jeder in der Stadt hat gewusst, dass Evan West sein Boot als Büro benutzte. Fast jeder, bis auf einen. Hey, Joe. Joe, brauchen Sie Hilfe? Ja, Eddie. Plötzlich hast du ja ein Talent entwickelt, Vergaser auszubauen. Oh, was ist mit den Fischen? Ich könnte für Sie ein paar Fische ausnehmen, Joe. Eddie, die Fische sind draußen im Meer. Das Boot ist hier. Und das Boot wird hier bleiben, bis ich den Motor wieder zusammengesetzt habe. Warum drehst du dich nicht auf deinem Absatz um und lässt mich meine Arbeit machen? Ich habe ein wirklich tolles neues Messer. Wollen Sie es sehen, Joe? Aber Vorsicht, es ist wirklich scharf. Moment. Wo hast du das her? Das Messer gehörte Evan West. Oh nein, das ist mein Messer. Lüg mich nicht an, du Dummkopf. Ich habe es ihm geschenkt, weil er mir half, das Darlehen für das Boot zu bekommen. Nein. Du musst leider mit der Wahrheit herausrücken. Nein. Aber es ist wahr, Sheriff. Ich habe Schlafstörungen und Evan wollte mich nicht gerne stören. Nahmen Sie an, er würde die Nacht auf dem Boot verbringen? Natürlich. Ja, haben Sie sich nicht irgendwie gewundert, dass er heute früh nicht nach Hause kam? Nein, ich dachte nur, dass er vielleicht verschlafen hat. Mrs. West, wir fanden Blutspuren auf dem Steg neben dem Boot. So wie ich es sehe, wurde er da umgebracht und ist entweder vom Steg gefallen oder gestoßen worden. Denken Sie, dass jemand an Bord ging, um ihn auszurauben? Nein, Ma'am. Er trug immer noch seine Uhr und seinen Ring, als die Leiche gefunden wurde. Oh. Ich werde mich melden, falls ich weitere Fragen habe. Oh, Verzeihung. Mutter. Marilyn hat mir das von Evan erzählt. Oh, es tut mir ja so leid. Kann ich was tun? Es geht schon, Kind. Du wirst es schaffen, Eva. Sheriff, das ist meine Tochter Kelly. Mein Beileid für den Tod ihres Vaters, Ma'am. Mein Stiefvater. Mein Nachname ist Barrett, Sheriff. Mein erster Mann ist gestorben, als Kelly noch ein Kind war.
Ich bin meistens nur den Sommer über hier. Sheriff Metzger, ein Anruf für Sie. Oh, danke. Darf ich? Natürlich. Metzger? Ja, ist das so? Ich bin gleich da. Mrs. West, wir haben wahrscheinlich den Mann gefasst, der Ihren Mann umgebracht hat. Was? Ich meine, so schnell haben Sie ihn gefasst? Das ist doch gut, Sheriff. Wer ist es? Das kann ich vorerst nicht sagen, aber wir halten Sie auf dem Laufenden. Oh Gott, Kelly. Ich habe ihn so sehr geliebt. Ich weiß, das hast du. Ich würde völlig verzweifeln, wenn du nicht hier wärst. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin ja so froh, dass du da bist. Hallo, Mrs. Fletcher. Es tut mir leid, Sie zu stören. Oh, ist schon gut. Ich habe Gott um Führung gebeten. Das mache ich in letzter Zeit sehr oft. Donald, ich habe eben erfahren, dass man Eddie Frayne wegen des Mordes an Evan West verhaftet hat. Eddie? Aber er ist nicht... Schuldig? Donald, ich weiß, dass Sie an das Beichtgeheimnis gebunden sind, aber... Ist es möglich, dass Sie mir sagen könnten, ob jemand nicht zur Beichte kam in letzter Zeit? Nun, natürlich kann ich mich nicht an jeden erinnern, aber ich bin ganz sicher, dass Eddie Frayne nicht zur Beichte gekommen ist, seitdem ich hier angestellt bin. Ich sagte Ihnen doch, Mrs. Fletcher, ich habe das Messer am Strand gefunden. Ja, aber wo am Strand, Eddie? Beim Steg. Da, wo Mr. West sein Boot liegen hat? Aha. Das Messer war richtig eklig, also ging ich nach Hause und habe es sauber gemacht. Ich verstehe. Mrs. Fletcher, sagen Sie dem Sheriff, dass es Zeit für mich ist, nach Hause zu gehen? Eddie, ich fürchte sehr, dass du hier noch etwas länger bleiben musst. Kann ich dir irgendetwas bringen? Meine Comicbücher? Aber ja. Mrs. Fletcher. Er war ein gemeiner Mensch. Ein ganz gemeiner Mensch. Es war sein Fehler, dass Kelly ihn verließ. Er hat gesagt, dass er Mrs. Doris liebt, aber das hat er nicht. Aha. Ich bin froh, dass er tot ist, das bin ich. Eddie. Ich habe solche Angst. Ich weiß, Eddie. Ich weiß. Wo sagen Sie? Und wir fanden Reste des Bluts an dem Messer, das wir dem Verdächtigen wegnahmen. Ja. Auf dem Parkplatz. Richtig. Ja, und die Umstände sind sehr bedauerlich. Gut, rufen Sie mich an, sobald Sie die Anklage erheben wollen. Sheriff, Sie sind auf dem falschen Weg. Ich hoffe, Sie wissen das. Hören Sie, Mrs. Fletcher. Ich kann Eddie gut leiden. Er ist ein lieber Junge. Aber die Tatsachen liegen auf dem Tisch. Welche? Auf keinen Fall hat Eddie den Mord an Evan begangen. Interessant. Hat er Ihnen das erzählt? Nein. Haben Sie es aus dem Kaffeesatz gelesen? Ich kann es nicht sagen. Was soll das? Wollen Sie die Aussage verweigern oder sowas? Oder sowas. Ich nehme nicht an, dass Sie wissen, wer West getötet hat. Nein, nicht genau. Aber Sie sind davon überzeugt, dass es nicht Eddie Frayne war, aus Gründen, die Sie nicht nennen wollen. Jetzt haben Sie verstanden. Mrs. Fletcher, ich bekomme Kopfschmerzen. Wenn Sie wissen, was nicht ist, dass Sie da, was Sie nicht können, Sie werden halt. Halt mal feuchte Pfiffstabelle. Sie sind Marilyn, nicht wahr? Ja. Ich bin Jessica Fletcher. Oh, Mrs. Fletcher. Wie schön, Sie mal kennenzulernen. Darf ich hereinkommen? Gern. Die Leute in dieser Stadt sind ja so stolz auf Sie. Kommen Sie herein. Danke. Entschuldigen Sie bitte die Unordnung. Ich scheine mich heute einfach nicht organisieren zu können. Das macht doch nichts. Ich wollte nur Doris mein Beileid aussprechen. Aber natürlich nur, wenn sie mich überhaupt empfangen will. Sie hält sich wirklich gut. Aber es hat ihr sehr zugesetzt. Marilyn. Kelly. Schön, dass Sie wieder da sind. Mrs. Fletcher. Die Sache mit Evan tut mir sehr leid. Ich empfinde tiefes Mitleid mit Ihnen beiden. Danke, Miss Kelly. Kann ich etwas für Sie tun? Oh ja, Marilyn. Meine Mutter möchte jetzt Ihren Tee. Ja.
Wieso polieren Sie den Rollstuhl? Meine Mutter benutzt ihn ja kaum. Ich wollte mich nur nützlich machen. Möchten Sie meine Mutter jetzt sehen, Mrs. Fletcher? Nur, wenn Sie meinen, dass sie noch einen Besucher empfangen will. War das nicht Jack Hutchings, der vor ein paar Minuten an mir vorbeifuhr? Oh ja, Jack war hier. Wissen Sie, ich betrachte Jack nicht als Besucher, er gehört irgendwie zur Familie. Ich bin ehrlich, Jessica, als Kellys Vater starb, glaubte ich nie wieder glücklich zu werden. Und dann lernte ich plötzlich Evan kennen. Ja, ich erinnere mich daran. Es war nur wenige Monate nach deinem Unfall, war es nicht so? Ja. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass ein Mann wie Evan... Meine größte Sorge war, dass ich ihn nicht glücklich machen würde. Aber Jessica, jede Minute der letzten 8 Jahre war so wundervoll. Wirklich. Verzeih mir bitte. Oh, warum? Du hast doch ein Recht auf deine Gefühle. Ich will dir nicht versprechen, dass der Schmerz vergehen wird, Doris. Das tut er nicht. Aber mit der Zeit, da verändert sich etwas. Der Schmerz wird schwächer. Und dafür werden die Erinnerungen immer stärker. Man jubelt nicht unbedingt. Aber es geht einem besser. Danke, Jessica. Mrs. Royce, der Priester von St. Joseph ist hier, um Sie zu sehen. Ich dachte, Pater Malloy sei im Urlaub. Das ist seine Vertretung. Oh, na schön. Gut, schicken Sie ihn rein. Mom, wenn du nichts dagegen hast, möchte ich etwas an die Luft. Tut mir leid, Kelly. Die Türen klemmen wieder. Ich muss einen Handwerker kommen lassen, der sie richtet. Guten Tag, ich bin... ich bin Pater Barnes. Wir haben uns noch... Danke. Mrs. West, Sie haben mein tief empfundenes Beileid. Ich habe zu danken, dass Sie gekommen sind. Kennen Sie Mrs. Fletcher schon? Ja. Und das ist meine Tochter Kelly Barrett. Miss Barrett? Hallo. Bitte entschuldigen Sie mich. Vergeben Sie, Ihr Pate. Es ist eine sehr schwere Zeit für uns alle. Natürlich. Doris, bestimmt möchtest du mit Pater Barnes unter 4 Augen sprechen. Willst du mich entschuldigen? Ja, danke für deinen Besuch, Jessica. Kelly? Kelly? Kelly, ist alles in Ordnung? Es geht mir gut. Ich mache mir nur um meine Mutter Sorgen, das ist alles. So schwer es auch ist, den eigenen Vater zu verlieren, so kann ich mir vorstellen, dass es doppelt hart ist, wenn ein Fremder ins Haus kommt und dessen Platz einnimmt. Evan hat für niemanden einen Platz eingenommen. Kelly, wissen Sie, dass Eddie Frayne des Mordes an Ihrem Stiefvater beschuldigt wird? Eddie? Aber das ist verrückt. Der Meinung bin ich auch und glücklicherweise der Sheriff nicht. Aber Sie werden ihm doch nichts tun, oder? Ich meine, das können Sie doch nicht. Wenn er verurteilt wird, muss er ins Gefängnis. Und wenn der Richter gnädig ist, kommt er in eine Anstalt. Oh nein, das wäre das Ende für Eddie. Ich meine, ihn einzusperren, ihm die Freiheit zu nehmen. Der Sheriff glaubt, dass der Fall sonnenklar ist. Sie erwischten ihn mit der Mordwaffe und sonst gibt es keine Anhaltspunkte. Natürlich wird man Eddie den Mord beweisen müssen. Aber wenn sich der wahre Mörder nicht stellt, stehen die Dinge für ihn sehr schlimm. Weißt du, ich habe erst gemerkt, dass du das warst auf Doris Zufahrtsstraße, als ich schon halbwegs zu Hause war. Bestimmt hattest du was anderes im Kopf. Sie hat es noch nicht richtig begriffen, Jess. Doris ist noch wie paralysiert. Wenn ich nur wüsste, was ich für sie tun kann. Ihr zwei wart euch immer sehr nah. Ich konnte es kaum glauben, dass sie eine Woche nach dem Schulabschluss Tom Barrett heiratete. Ich war zu eintönig, aber verlässlich. Und Tom hatte... Ich weiß nicht. Was ist es, was euch Damen so an uns gefällt? Schwer zu beantworten, aber du hast recht. Tom hatte es. Es ist mir, als wäre es gestern, dass ich Kelly im ersten Semester Englisch unterrichtete. War sie nicht auch eine Studentin von dir? Nein, ich habe die Junioren unterrichtet.
Kelly wechselte von Cabot Cove an die Grants Academy im zweiten Jahr. Ja, das hat mich so gewundert. Ich meine, Kelly und ihre Mutter verstanden sich doch sehr gut. Warum ging sie plötzlich auf ein Internat in Vermont? Wenn ich das wüsste. Oh, Sie sind es. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich wollte Sie bitten, heute Abend nochmal in die Kirche zu kommen, damit wir nochmal reden können. Das geht nicht. Ich muss jetzt wieder ins Haus zurück. Miss Barrett, Kelly. Ich weiß, Sie fürchten sich zu Tode. Mir ginge es bestimmt genauso. Aber wenn Sie nicht zur Polizei gehen, wird ein unschuldiger Mensch verurteilt. Hören Sie, das geht nicht. Verstehen Sie das nicht. Ob er gut war oder schlecht, meine Mutter hat den Mann angehimmelt. Wenn sie erfährt, dass ich an seinem Tod schuld bin, würde sie das umbringen. Kelly, ich möchte Ihnen doch helfen. Das können Sie nicht. Niemand kann das. Ich hätte nicht zu Ihnen kommen sollen. Es ist so. Vater, ich kenne meine Kirche und ich möchte Sie nur daran erinnern, dass das, was ich in der Beichte sagte, zwischen uns bleiben muss. So ist das nun mal und so wird es auch bleiben. Bist du sicher, dass die Todesursache ertrinken war? Die Autopsie hat ergeben, dass die Milz verletzt wurde. Wahrscheinlich verursacht durch ein Messer mit einer 10 bis 12 Zentimeter langen Klinge. Doch das hat Evan nicht getötet. Noch das stumpfe Trauma am Kopf. Entweder stach man auf ihn ein und schlug ihn, oder er wurde zuerst geschlagen. Aber das ist völlig wurscht, weil er ertrunken ist. Kann ich jetzt bitte meine Mahlzeit beenden? Aber natürlich kannst du das. Wer hindert dich daran? Du, meine Liebe, schon eine Viertelstunde lang. Du hast eine Viertelstunde lang wie ein Wasserfall gesprudelt. Ein sicheres Zeichen dafür, dass du etwas auf dem Herzen hast. Und zwar das. Ich weiß mit Bestimmtheit, dass Eddie Frey nicht der Mörder von Evan West ist. So, sag es Metzger. Das hab ich ja, aber er wollte mir nicht glauben. Und er wird es nicht, wenn ich ihm nicht sage, woher ich es weiß. Und das kann ich leider nicht. Wieso nicht? Kennst du dich mit dem Beichtgeheimnis in der katholischen Kirche aus? Ja. Es ist ähnlich wie die ärztliche Schweigepflicht, nur dass sie sich vor einer höheren Instanz verantworten müssen als vor der staatlichen Ärztekammer. Bist du in eine Beichtsache verwickelt worden? Es hat etwas damit zu tun, was Pater Barnes nicht sagte oder nicht sagen konnte. Dazu würde ich sagen, du hast ein Problem, liebe Jess. Ein schlimmes, Seth. Denn ich habe eine ungefähre Ahnung, wer der Mörder von Evan ist. Aber ich habe absolut keine Möglichkeit, es zu beweisen. Nun, etwas würde dich sehr erleichtern. Eddie hat einen fabelhaften Anwalt, der ihn vertritt. Als ich dem Sheriff den Autopsiebericht überbrachte, sah ich, wie er sich gerade mit George Woodward unterhielt. Woodward. Keine Zweifel an dem Blut? Nein, Sir. Obwohl Eddie das Messer abwischte, waren Spuren vorhanden. Das Blut des Opfers ohne Zweifel. Guten Morgen, Sheriff. Hallo, George. Hallo, Jessica. Was führt Sie denn hier? Ich bringe Comichefte für Eddie. Oh gut, die alten waren mir schon langweilig geworden. Er liest sie laut vor. Ach ja? Ich bringe sie ihm schnell rüber. Ich wusste es. Ich fühle mich sehr viel besser, seit ich weiß, dass Eddie von einem so erfahrenen Juristen vertreten wird. Ich weiß nicht, wie viel ich für ihn tun kann. Er wird ziemlich schwer belastet. Ich finde es sehr anständig von Ihnen. Anständig? Diesem Fall Ihre Zeit zu schenken, anbetracht der Tatsache, dass Evan West einer Ihrer wichtigsten Mandanten war. Jessica, ich schenke niemandem etwas. Doris hat mich gebeten, Eddies Verteidigung zu übernehmen. Eddie sagt vielen Dank, Mrs. Fletcher. Also, kann ich sonst noch was für Sie tun? Ich kann nur wiederholen, was ich schon sagte. Ich weiß, dass Eddie unschuldig ist. Sie sollten sich was Neues ausdenken, um Evan Rests Mörder zu finden. Hören Sie, ich mag den Jungen gut leiden, aber diesmal sind Sie auf dem falschen Dampfer. Ich wollte eben gerade Mr. Woodward sagen, dass ich nämlich einen Augenzeugen habe, der praktisch alles gesehen hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doris, Pflegerin Marilyn. Sie wohnt nicht weit vom Strand und in der Mordnacht sagt sie, habe sie einen Streit gehört. Eddie trieb sich am Steg herum. Das macht den Fall natürlich außerordentlich kompliziert. Wunderbar. Ich war natürlich sehr erstaunt, als Doris mich anrief, aber vermutlich war ihr bewusst, dass Eddie niemanden hatte, der ihm hilft. Es ist dennoch eine unglaublich gute Geste. Außer natürlich, sie weiß, dass Eddie unschuldig ist und es nicht beweisen kann. Sie meinen, falls sie Evan getötet hat. Aber wie, von ihrem Rollstuhl aus? Oder meinen Sie vielleicht noch jemand anderen?
Erzählen Sie mir von Kelly und Evan. Ich meine, kamen beide gut miteinander aus? Das kann ich wirklich nicht sagen. Sie war ja kaum in der Stadt die letzten 8 Jahre. Sie kam ja nur in den Ferien. Mhm. Ah. Was ist? Mir fällt gerade eine gemeinsame Reise ein. Evan und ich fuhren nach Boston. Wir nahmen an einem Seminar teil und dann verbrachten wir den Abend in verschiedenen Bars. Als er etwas angetrunken war, sagte er ein paar seltsame Sachen. Zum Beispiel? Er sprach darüber, nicht die richtige Marilyn geheiratet zu haben. Oh, so ist es. Nein, nein, er war beschwipst. Evan war ein Frauenheld, das war ja kein Geheimnis. Aber Kelly war ungefähr 16 damals und der Gedanke ist pervers. Ja. George, wäre es ungehörig, wenn ich Sie fragte, ob Evan in seinem Testament auch Kelly bedacht hat? Testament? Jessica, das ist schon sehr komisch. Evan hat eine gute Show abgezogen, aber er lebte die letzten Jahre fast ausschließlich von Doris. Er besaß selber kaum einen Penny. Mhm. Ich verstehe. Ich bin überzeugt, deine Mutter wird über den Schmerz... Hallo, Jack, Kelly. Wir sehen uns ja schon wieder, Jess. Sind Sie gekommen, um meine Mutter zu sehen? Nein, eigentlich komme ich wegen Marilyn. Sie haben es sicher gehört. Sie hat Eddie in der Nähe des Bootes gesehen, als ihr Stiefvater getötet wurde. Also das bezweifle ich wirklich sehr. Haben Sie Eddie in der Nacht gesehen? Nein, nein. Ich meine, wie sollte ich denn? In der Nacht, als Evan getötet wurde, war ich in Jacks Wohnung. Das stimmt. Wir haben uns Fotoalben angesehen. Den ganzen Abend. Ach so. Ach übrigens, wenn Sie Ihre Mutter sprechen, vergessen Sie nicht, ihr zu sagen, wie sehr ich Ihre Großzügigkeit bewundere, George Woodward für Eddie zu engagieren. Mrs. Fletcher? Oh, Marilyn, kann ich irgendetwas für Sie tun? Ich wollte Sie kurz sprechen. Sheriff Metzger sagte mir, Sie hätten Eddie von hier gesehen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er etwas damit zu tun hat. Das verstehe ich. Ich habe den Jungen auch immer gern gemocht. Sie wollen verreisen? Nun ja, Kelly hat die Pflege von Doris übernommen. Ich werde eigentlich nicht mehr gebraucht. Es muss schwer sein, einen so hübschen Platz zu verlassen. Die Aussicht von hier ist wunderbar. Mrs. Fletcher, es ist mir nicht leicht gefallen, dem Sheriff zu sagen, was ich sah. Ich hätte lieber jemand anderen gesehen. Wissen Sie, Marilyn, ich meine, Sie konnten doch unmöglich den ganzen Abend auf das Boot gestarrt haben. Hat Mr. West vielleicht noch einen anderen Besucher gehabt? Wie wen? Kelly vielleicht. Was hätte Kelly am Boot zu suchen gehabt? Das kann ich nicht beantworten. Mrs. Fletcher, geht es um Privatgeschichten? Möchte ich mich um meine eigenen Dinge selber kümmern? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich habe noch viel zu tun. Jessica, was hast du denn hier zu suchen? Ich versuche, die Wahrheit herauszufinden, Jack. Und ich denke, je weniger du weißt, desto besser.
betrat das Boot nicht unbefugt. Kelly gab mir die Erlaubnis, mich umzusehen. Ich wollte nicht unhöflich sein. Warum lassen Sie nicht alles so, wie es ist, Mrs. Fletcher? Ich denke, diese Frage können Sie besser beantworten als ich. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was Gefängnis für Eddie bedeuten würde? Aber er muss nicht ins Gefängnis. George Woodward wird ihn herauspauken. Deswegen hat ihn meine Mutter engagiert. Sie meinen, deswegen baten Sie Ihre Mutter, ihn zu engagieren. Oh, Jack. Ich dachte, ich hätte die Nerven dazu. Ich hab sie Kelly, nicht. Kelly, es ist nicht nötig, Jessica etwas zu sagen. Doch, ich muss. Ich will nicht, dass Eddie unschuldig leidet. Mrs. Fletcher, Sie haben recht. Eddie ist unschuldig. Ich habe ihn umgebracht. Aber ich musste es. Er war wieder hinter mir her. Was meinen Sie damit? Er war wieder hinter Ihnen her. Genauso wie es klingt. Dasselbe, was schon vor 8 Jahren passierte, als ich das erste Mal vor ihm davonlief. Es war so kurz nach 9 und meine Mutter war bereits zu Bett gegangen. Evan schaute im Wohnzimmer fern. Da ich noch nicht müde war, ging ich hierher zum Boot. Ich musste an all die schönen Zeiten denken, die ich mit meinem Vater hier erlebt hatte, bevor er starb. Bevor Evan es übernahm. Ich hatte nicht bemerkt, dass Evan mir nachgelaufen war. Er riss die Kabinentür auf und fiel über mich her. Er wollte mir den Umhang wegreißen. Mit aller Kraft schubste ich ihn weg, zerkratzte ihm den Arm und lief hinaus. Komm her. Ich habe wohl das Messer am Strand fallen lassen. Da, wo Eddie es gefunden hat. Diese Nachstellungen waren nichts Neues. Evan war hinter Kelly her von dem Moment an, wo er Doris geheiratet hatte. Deswegen haben Sie also die Schule damals so abrupt verlassen. Ich hatte panische Angst vor ihm, Mrs. Fletcher. Ich wollte keine Minute mit ihm allein sein. Kelly, Sie sagten, dass Sie Evan während des Kampfes gekratzt haben. Am Arm? Das ist richtig. Als die Leiche geborgen wurde, trug Evan eine rote, langärmelige Windjacke. Dieselbe wie auf dem Foto in der Kabine. Ich weiß, welche Sie meinen. Er hatte sie auf dem Boot für den Fall, dass es kalt wird, aber... Er trug keine Windjacke, als er vom Steg fiel. Der Reißverschluss der Windjacke war nicht richtig zugezogen. Deshalb musste ich einfach annehmen, dass er sie trug, als man auf ihn einstach. Miss Barrett, diese Geschichte, werden Sie sie vor Gericht beeiden? Ja, ich habe meinen Stiefvater erstochen und ich habe ihn umgebracht. Das haben Sie. Und auch wieder nicht. Oh, hier, jetzt geht das wieder los. Aber Mrs. Fletcher, ich sagte Ihnen, was passiert ist. Sie haben ihn mit dem Messer verwundet. Doch Sie waren es nicht, die ihn tötete. Sheriff, ich glaube also, dass Evan nur verwundet war. Und dass er wieder zurück an Bord ging, nachdem Kelly weggelaufen war. Ich fand einen Blutfleck in der Nähe eines Hakens, an dem sonst die Windjacke hing. Okay, nehmen wir an, Sie hätten recht. West ging also wieder an Bord. Was dann? Es war ihm bitterkalt. Er zog sich die Windjacke an und versuchte dann Hilfe zu finden. Aber natürlich kam er in seinem Zustand nicht sehr weit. Schnell, schnell! Ich habe niemanden umgebracht.
Vielleicht ja, vielleicht nein, Ma'am. Aber eines weiß ich, Eddie Frayne ist unschuldig. Vielleicht habe ich mich mit Eddie geirrt, aber wenn er Evan nicht getötet hat, weiß ich wer. Callie muss es getan haben. Evan hat sie nie in Ruhe gelassen, wann immer sie zu Besuch kam. Wissen Sie, das ist eigenartig. Sie nennen Doris Mrs. West und Sie nennen Ihren früheren Arbeitgeber Evan. Und wieso nicht? Ich versuche Ihnen doch nur zu erklären, dass ich mit Evans Tod nichts zu tun habe. Sheriff, Sie hatten völlig recht. Drinnen im Haus wurde sehr gut sauber gemacht. Ich fand an den verschiedensten Stellen Blutspuren, auch an dem Rollstuhl, von dem Sie uns erzählten, Mrs. Fletcher. Die Untersuchungsergebnisse werde ich in einem Tag haben. Danke, Sie haben gut gearbeitet. Wie konnten Sie es ahnen? Im Grunde ahnte ich es nicht. Ich meine, ich war mir nicht sicher. Aber dann fiel mir ein, wie Sie an dem Rollstuhl herumwischten. Und das machte mich stutzig, denn obwohl Evan schwer verletzt war, konnte er nicht zu einem Arzt oder ins Krankenhaus gehen. Man hätte ihm zu viel Fragen gestellt. Sie waren in der Nähe, eine diplomierte Krankenschwester. Es war zu schön, es konnte nicht ewig dauern, aber ich hätte nie geglaubt, dass es so endet. Evan war tatsächlich hier. Evan? Oh, Evan, was ist? Was ist passiert? Sie hat zugestochen, Kleiner. Oh, verdammt, tut das weh. Drück das fest auf die Wunde. Bleib ganz ruhig, Schatz, alles wird wieder gut. Wer hat dir das angetan? Kelly. Ich weiß nicht, wie ich mich diesmal aus der Scheiße herausrege. Du warst wieder hinter ihr her, stimmt es? Nein, das war es nicht. Natürlich war es das. Du willst sie haben, solange ich dich kenne. Wieso nicht? Du weißt genau, sie ist jetzt erwachsen. Was soll ich Doris für eine Geschichte auftischen? Ach so. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Vielleicht wird diese verdammte Göre ihrer Mutter alles erzählen. Ja, das ist wohl möglich. Vielleicht ist für mich alles vorbei. Ja, Evan, vielleicht ist das so. Ja. Ja. Der Rollstuhl war voller Blut. Ich putzte, aber ich befürchtete nicht, jeden Winkel erreicht zu haben. So brachte ich ihn wieder ins Haus und putzte ihn weiter. Aber Sie wussten, dass Kelly ihn verwundet hatte. Warum haben Sie sie nicht angezeigt? Warum beschuldigten Sie Eddie Frayne? Ich dachte, sie hätte schon genug durchgemacht. Wir hatten eine gute Beziehung, Evan und ich. Aber plötzlich konnte ich den Gedanken nicht ertragen, dass er mich je wieder berühren würde. Hierher! Aufgepasst! Ich krieg ihn! Dankeschön! Ja, es ist so schön zu sehen, dass Eddie wieder herumtollen kann. Lauf weiter, Eddie! Nicht stehen bleiben! Nicht stehen bleiben! Ja! Und? Ja! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Weißt du das schon? Ich hab gehört, dass Pater Malloy daran denkt, in Pension zu gehen. Ja, das wusste ich nicht. Na, und Pater Barnes wird höchstwahrscheinlich sein Amt übernehmen. So? Bist du sicher? Er hat mir gar nichts gesagt. Es kommt gesagt. Jetzt nur noch darauf an, ob die Diözese das alte Pfarrhaus nicht wieder in eine Schule verwandelt. Das ist in alles. In eine Schule? Wo in aller Welt hörst du von all diesen Dingen? Das werde ich dir sagen, meine Liebe. Wenn du hin und wieder was für deine Haare tun würdest, zum Beispiel in Lorettas Frisiersalon, würdest du auch wissen, was in dieser Stadt so los ist. Thank you.
Oh, das Wetter ist so herrlich. Es könnte ein wunderschöner Tag sein. Aber das ist er nicht. Es stand in der Zeitung heute Morgen. Eine bedeutende Persönlichkeit starb vor ein paar Tagen. Ich habe sie sehr geschätzt, obwohl ich sie niemals kennengelernt habe. Man schreibt, sie sei 101 geworden. Sie könnte aber auch älter gewesen sein. Lady Austin war ebenso. Eine einzigartige und geheimnisvolle Person. Vergleichbar mit den Büchern, die sie schrieb. Abigail Austin. Was Kriminalromane betrifft, sie war schlicht und einfach die Beste. Ihre Bücher bleiben Bestseller, wenn die meinen längst vergessen sind. Der Nachruf erinnerte mich an etwas, an das ich lange nicht gedacht hatte. Vor einigen Jahren war sie nämlich selber in einen Kriminalfall verwickelt. Oh ja. Und Sie wissen ja, dass mir das sehr häufig passiert. Aber für Lady Abigail, so scheint mir, war es irgendwie eine sehr peinliche Situation. Es war 2 Jahre nach dem letzten Weltkrieg. Da reiste sie als Passagier an Bord der Queen Mary. Sie erlebte Folgendes. Mr. Daneken, guten Abend, Sir. Was ist los, Mann? Was ist passiert? Es ist nichts. Ich bin eine Treppe heruntergefallen. Das ist alles. Der Captain, wo ist er? Die Abendmahlzeit ist längst vorbei, Sir. Ich kann nicht sagen, wo er sich aufhält. Sie sind verletzt, Mr. Daneken. Sie haben eine Wunde an der Stirn. Wir sollten beide den Sanitätsraum aufsuchen und Sie behandeln. Geben Sie diese Nachricht telegrafisch weiter, und zwar sofort. Ja, Sir. Ja. Meine liebe Lady Austin, ich erhebe mein Glas mit dem Bedürfnis, Ihnen meine Bewunderung auszusprechen. Danke, Sie sind sehr liebenswürdig, Mr. Chancellor. Doch, ich bin ein glühender Verehrer von Ihnen. Ihr wunderbarer Detective Dexter St. James, der Held von 50 Romanen. 55. Übersetzt in ein Dutzend Sprachen. 17, einschließlich Suaheli. Nun, ich kann es kaum erwarten, bis das nächste Abigail Austin-Abenteuer veröffentlicht wird. Danke, aber da müssen Sie Geduld haben. Wissen Sie, der Krieg und alles hat mich bewogen, keine oberflächliche, unterhaltende Lektüre zu schreiben. Ja, aber der Krieg ist vorbei. Und ich hoffe, Sie ziehen mein Angebot in Erwägung und schreiben für mich. Die Regierung und Ihre Hintermänner. Vielen Dank, aber ich verstehe überhaupt nichts vom Medium Radio. Guten Abend. Ah, Herr Captain Olly. Lady Austin, Mr. Chancellor, ich hoffe, Sie sind mit dem Service und der Crew zufrieden. Oh. Das sind wir sogar sehr. Ja. Sobald ich diesen Prachtdampfer betrat, hatte ich das Gefühl, mich wieder auf britischem Boden zu befinden. Wollen Sie sich nicht setzen? Danke, nein, ich... Kennen Sie seinen Namen? Das wird sich herausstellen, Mr. Chancellor. Er lebt nicht mehr. Er ist erstochen worden. Ja, herein, herein. Guten Tag, Mr. Crumhurst. Ausgerechnet Sie. Ich weiß, Sie haben keine Zeit, aber ich brauche nicht mehr als 5 Minuten.
Soll ich Ihnen was sagen? Das sind 5 Minuten zu viel. Die Zeitschriftenabteilung ist am Ende des Flurs, links. Sir, ich weiß, was Sie denken. Ich sei ein komischer Kauz, der nur Kreuzworträtsel schreiben kann. Ein anderes Mal, McGinn. Ich muss die Spätausgabe vorbereiten. Sir, geben Sie mir noch eine Chance. Mein Junge, bitte. Ich weiß über Ihren IQ Bescheid. Sie haben einen klugen Kopf auf Ihren Schultern. Aber verstehen Sie denn nicht? Sie können nicht schreiben. Sie reihen Worte aneinander, als würden Sie Perlen aufziehen. Sie hatten doch Ihre Chance. Zum Beispiel letzten Monat. Zum Beispiel vor 6 Monaten. Wie? 6 Monaten? Habe ich nicht geholfen, den Fall des Autohändlers aufzuklären? Und letzten Monat? Da habe ich den Mord am Leibwächter unseres Bürgermeisters gelöst. Sicher, sicher. Als Detektiv haben Sie eine große Begabung. Ich empfehle Ihnen, machen Sie Karriere wie Ihr Vater. Gehen Sie zur Armee. Ich bin untauglich, Sir. Das sagte ich doch. Ich will weder die Armee noch die Polizei. So ist es leider. Junge, wollen Sie mir einen Gefallen tun? Passen Sie auf. Versuchen Sie es bei der World oder beim Journal. Mr. Krumholz, Sir. Sie möchten in Mr. Barnes' Büro kommen, Sir. Sagen Sie, Mr. Barnes. Es hat einen Mord an Bord der Queen Mary gegeben, Sir. Was? Einen Mord? Keiner darf das Schiff verlassen, bis man den Mord nicht aufgeklärt hat. Eine Anweisung von Lieutenant McGinn. Von Dad? Es darf keiner von der Presse an Bord gehen. Was soll ich nun Mr. Barnes sagen, Sir? Junge, sagen Sie Mr. Barnes, dass wir die Situation gut unter Kontrolle haben. Tut mir leid, Mr. Bishop, aber niemand darf das Schiff verlassen. Befehl des Captains. Hören Sie, Anson, oder wie immer Sie heißen mögen. Weston, Sir, zweiter Offizier. Weston, ich muss unbedingt in mein Büro. Das Material in meiner Tasche muss bearbeitet werden. Tut mir sehr leid, Sir. Die Auflage betrifft uns alle, so ist es leider. Wann können wir denn gehen? Es war ungefähr 20.15 Uhr, als Mr. Daneken auftauchte. Er sah ganz schrecklich aus, Lieutenant. Ungekämmt, die Krawatte schief. Ich musste annehmen, Lieutenant, dass er... Lieutenant, entschuldigen Sie. Da versucht jemand an Bord zu kommen. Er sagt, er sei Ihr Sohn. Christie? Oh, der hat mir gerade noch gefehlt. Sagen Sie ihm... Ach, was soll's. Er darf an Bord. Bitte sehr. Ich sage es ihm selber. Also gut, Daneken suchte den Zahlenmeister auf, fragte nach dem Captain und wurde auf dem 3. Deck zwischen 8:45 und 8:45 erstochen. Frage. Wurde er von jemandem verfolgt? Frage. Wusste er, wer dieser jemand war? Chancellor, ich kenne Ihre Fragen. Was ich brauche, sind Antworten. Dad! Ah, McGinns Nachwuchs. Mein Tag wird verschönert. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich hier auftauche. Ausmachen, es macht mir was aus. Solltest du nicht am Schreibtisch sitzen und das Sonntagsrätsel zusammenstellen? Ist schon gestern geschehen. Dad, kann ich dich unter 4 Augen sprechen? Wenn es unbedingt sein muss. Ich habe einen Job, Dad, einen richtigen Job. Zumindest meint das Mr. Krumholz. Krumholz? Der Typ, der dich schon dreimal gefeuert hat? Aber ich muss ihm eine Geschichte über diesen Mord liefern. Sohn, möchtest du nicht doch Anwalt werden? Ich werde dir auch das Jurastudium bezahlen. Dad, vielleicht kann ich dir dabei helfen. Weißt du noch, was letzten Monat war, was der Bürgermeister gesagt hat? Ja, ich weiß das noch. Ich habe nicht vergessen, dass ich ihm erklären musste, dass ich der Detective war, nicht du. Ach, lass das doch, Dad. Ich darf das genauso wie dieser wichtigtuerische Radiotrottel. Falsch. Wie gewöhnlich, McGinn. Ich war dabei, als das Opfer starb. Ich bin ein wichtiger Zeuge. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihren Sohn bis zur Gangway begleite? Nein, nicht. Aber Sie sagten doch gerade, dass Sie... Ich habe mich anders entschieden, Chancellor. Mein Sohn bleibt da. Also, wo war ich? Ach ja, weiter im Text. Der Name des Opfers ist Peter Daneken. Ein Weinhändler aus Dänemark. Er wurde erstochen. Und Sie haben die Tat beobachtet, Mr. Chancellor? Das konnte ich leider nicht. Nein, aber ich sah, wie er unweit von mir starb. Ich befand mich gerade im Pub, genoss einen 20 Jahre alten Chateau d'Yquem mit Lady Abigail Austin. Was? Ich sagte, ich befand mich gerade... Die Lady Abigail Austin ist hier? Sir, könnten Sie mir Ihre Kabinennummer nennen? 14, junger Mann. Aber ich glaube, sie ist oben auf Deck A. Danke. Christie! Ist dir klar, was das bedeutet, Paul? Wir verpassen den Anschluss nach Baltimore. Es gibt doch bestimmt noch andere Züge, Papa. Genieße die Sonne. Du siehst viel zu blass aus. Ich hab dich beim Frühstück vermisst. Ich war nicht hungrig. Ist sie da, um dich abzuholen? Ich weiß es nicht. Ich hab mir die Leute nicht angesehen. Elena, es tut mir so leid. Nein, du sollst nichts bedauern, Dan. Das war meine Idee. Wir sagten uns schon lebwohl. Ich hätte nicht herkommen sollen. Doch ich musste dich sehen. Ich denke, ich gehe wieder nach unten. Mach's gut, Hannah.
Entschuldigen Sie, Lady Abigail Austin? Ja. Yeah. Lady Abigail, Sie können sich nicht vorstellen, welche große Ehre es ist, Sie persönlich vor mir zu sehen. Ich habe alle Ihre Bücher gelesen, die meisten 3 oder 4 Mal. Was sind Sie für ein netter junger Mann? Möchten Sie ein Autogramm von mir? Sicher. Wie ist Ihr Name, junger Mann? Christy McGinn. McGinn. Christopher McGinn. Eigentlich nenne ich mich nicht so. Derselbe Christopher McGinn, der diese fantastischen Kreuzworträtsel schreibt in den Men's Quarterly. Der bin ich, ja. Und der vor wenigen Monaten der New Yorker Polizei half, einen verschwundenen Autohändler festzunehmen mit nur einem zerbrochenen Manschettenknopf als Anhaltspunkt? Das ist wahr, ja. Oh, junger Mann, die Ehre ist ganz meinerseits. Oh, es wird großen Spaß machen, zusammenzuarbeiten, nicht wahr? Zusammenzuarbeiten? Ja, an diesem Mord natürlich. Wir müssen ihn aufklären, wissen Sie, wir beide. Eigentlich hatte ich nur vor, einen Artikel darüber zu schreiben. Ach, Unsinn. Falls es etwas zu schreiben gibt, tue ich das. Ich war schließlich dabei, als er starb. Ich saß im Pub mit diesem Mr. Chancellor. Er versuchte mich gerade zu überreden, für ein gewisses Radioprogramm zu schreiben, mit dem er zu tun hat. Plötzlich erscheint dieser Daneken. Er sieht den Captain. Er taumelt nach vorn. Er stammelt, Kapitän, Kapitän, und dann pfft. Kapitän, das ist doch Deutsch. Ich dachte, Daneken wäre eigentlich ein Däne. Junger Mann, 2 Jahre nach Hitler waren Sie alle Dänen, all diese überzeugten Nazis. Selbst wenn er ein Deutscher war, heißt das nicht, er war auch ein Nazi. Das ist richtig, aber da war noch etwas anderes. Däniken tauchte im Büro des Zahlmeisters auf gestern, kurz bevor er erstochen wurde. Es sollte eine Nachricht telegrafisch weitergegeben werden. Der Zahlmeister war so nett, mir die Nachricht zu zeigen, und ich schrieb sie ab. Ich habe sie hier bei mir. Ja, hier. Sie besagt sehr viel. Hören Sie zu. An Ilona Däniken, Waldorf Astoria Hotel, New York. Liebling, ankomme morgen um 10. Leide unter dem Wetter. Sikorski lässt dich grüßen. Erinnerst du dich, wir trafen ihn in Wien, September 1936, in Liebe Peter. Das kapiere ich nicht. Sikorski, internationaler Schachspieler. Andrei Sikorski? Ich dachte, er wäre tot. Das ist nicht bewiesen. Als Hitler in Polen einmarschierte, 1939, war er im Kampf um Warschau. Und als die Schlacht beendet war, hat man seine Leiche nie gefunden. Sikorski ist ein häufiger Name in Europa. Mag sein. Aber obwohl unser Mr. Däniken lieber allein war, wurde er beim Schachspiel beobachtet, an Deck. Jetzt fügen Sie dem die Anspielung auf Wien 1936 hinzu, dann wird doch sofort die Frage beantwortet. Hier, sehen Sie sich das bitte mal an. Internationales Schachturnier Wien, Österreich, September 1936. Sikorski schlug von Richter mit einem Zug, der als der berühmte Sikorski-Zug bekannt wurde. Verstehen Sie nicht, Däniken war Sikorski. Oder vielleicht war er von Richter, oder vielleicht war er sonst jemand, der verfolgt wurde von Sikorski oder von Richter. Hm? Entschuldigen Sie, Lady Austin. Ah, Bell. Mr. McGinn, Sir. Ihr Vater bittet Sie, in die zweite Lounge zu kommen, Sir. Es ist ziemlich dringend. Lady Austin? Wie ich Ihnen schon sagte, Captain, niemand verlässt das Schiff, bevor es nicht sorgfältig durchsucht worden ist. Dagegen muss ich leider protestieren. Tut mir leid, ich habe meine Befehle. Bad? Ah, da bist du ja, Sohn. Das Tatmotiv haben wir gefunden. Special Agent Lenny, Herrn Finanzministerium, mein Sohn Christy. Freut mich, Sie kennenzulernen. Inspektor, die Sache ist diskret zu behandeln. Ja, immer beim Mord, Mr. Lenny. Es sieht so aus, dass Mr. Däniken kein Däne war, sondern Deutscher. Mit dem Namen von Richter, glaube ich. Sein Name war Kreitzmann. Er war Ex-Gestapo-Offizier aus dem Saarland. So. Mr. Kreitzmann muss etwas Wertvolles bei sich gehabt haben, als er sich an Bord begab. Und was zum Beispiel? Ich darf diese Frage nicht beantworten. Aber so viel kann ich Ihnen verraten. Es ist Millionen wert. Vielleicht mehr als 10 Millionen. Und niemand darf das Schiff verlassen, bevor ich es gefunden habe. Mr. Lanihan, wenn Däniken oder Kreitzmann, wie immer er auch hieß, etwas Wertvolles an Bord brachte, dann haben wir ein Motiv. Dann muss ich auch wissen, was es ist. Dem stimme ich zu. Ich verbürge mich für meinen Sohn. Was mich betrifft, Mr. Lanihan, ich wurde bei Scotland Yard als Privatdetektiv anerkannt. Und ich habe das Abzeichen, um das zu belegen. Na schön.
Was ich Ihnen mitteilen werde, darf auf keinen Fall weitergegeben werden. Lassen Sie hören. Wie ich sagte, war Kreizmann ein hohes Tier bei der Gestapo. Ungefähr im Januar 1945 wurde er zwangsversetzt vom Saarland nach Berlin, wo er die Verantwortung übernahm für den Plan Operation Geldkrieg. Geldkrieg? Vermögensübernahme? Genau. Einer unserer Graveurexperten hatte Platten nach unserer 5-Dollar-Note angefertigt, gewissermaßen perfekt. Der Plan war, man wollte Millionen von falschen Fünfern drucken. Um die Währung zu schwächen, um das Land in ein ökonomisches Chaos zu verwandeln. Der Krieg wurde vorher beendet, die Platten verschwanden, man gab sie verloren. Vor 2 Monaten erfuhren wir, dass sie in die Staaten geschmuggelt werden sollten durch ehemalige Gestapo-Offiziere. Dazu gehörte auch Däniken. Und Dänikens Frau. Eine der Platten hatten wir bereits bei uns sichergestellt. Und wir waren davon überzeugt, dass Däniken uns die andere bringen würde. Scotland Yard beschattete ihn bis zum Londoner Flughafen. Er merkte, dass man ihm auf den Fersen war und änderte seine Taktik. Däniken buchte bei uns um 6, eine Stunde bevor wir ablegten. Keiner ihrer Leute ist ihm an Bord gefolgt? Nein, wir wussten nicht, wo er war, bis zum nächsten Tag. Dann muss noch jemand nach ihm an Bord gegangen sein. Captain, gab es noch irgendwelche Last-Minute-Passagiere? Ja, bestimmt gab es welche. Wir sehen im Bordbuch nach. Sie sehen, worauf es uns jetzt ankommt. Sie müssen einen Mord aufklären, Inspektor. Aber ich muss eine Platte finden. Solange Däniken sie hatte, mussten wir ihm nur nachgehen, damit er uns zu den anderen führte. Aber nun kann die Platte im Besitz von irgendeinem der 1100 Passagiere sein. Doch wenn jemand mit ihr das Schiff verlässt, könnte es zu einer ökonomischen Katastrophe kommen. Was suchen Sie in meiner Kabine? Bitte, was haben Sie gesucht? Beweise, Lieutenant, Beweise. Beweise für was? Peter Däniken kam auf dieses Schiff ohne Begleitung. Er sprach mit niemandem, außer mit Mr. Nicholas Crane. Ich habe beobachtet, dass die beiden gleich nach dem Auslaufen zusammen Schach spielten. Ja. Ja, und als ihm die Sonne zu viel wurde, spielten wir in seiner Kabine weiter. Aber das Schachspiel ist doch wohl kaum eine kriminelle Handlung. Sie ist es, wenn man zufällig Sikorsky oder von Richter heißt. Sprechen Sie Deutsch, Mr. Crane? Oder sind Sie vielleicht Pulle? Weder noch. Captain, ich kannte den Mann ja kaum. Wann sahen Sie ihn zum letzten Mal? So gegen 8. Er sagte, er wolle spazieren gehen. Nachdem er sich nur in der Kabine aufgehalten hatte, wollte er noch etwas an die frische Luft gehen. Captain, bin ich jetzt entlassen? Lieutenant? Ja, ja, Sie können gehen. Falls wir Sie brauchen, rufen wir Sie. Sie machen einen schrecklichen Fehler, Lieutenant. Däniken hat eine Nachricht verschickt. Einen Hinweis auf seinen Verfolger. Vielleicht haben sich die beiden Männer gestritten während ihres Schachspiels. Mr. Chancellor, Däniken ist ein ehemaliger Gestapo-Agent namens Otto Kreizmann und das Motiv ist... Das geht Sie überhaupt nichts an, Chancellor. Jetzt raus hier. Mischen Sie sich nicht mehr ein. Aber natürlich. Otto Kreizmann, sagten Sie. Wie interessant. Tut mir leid, Inspektor. Ich hätte mich besser zurückhalten sollen, aber dieser Mann ist einfach unmöglich. Ganz meine Meinung. Sir, ich habe das Bordbuch. Das sind die Passagiere, die an Bord kamen, nachdem Mr. Däniken die Passage buchte. Das sind wohl 4 insgesamt, aha. Was ist? Einer der 4 ist der Gentleman von eben, Mr. Nicholas Crane. Arthur Bishop, Kabine 9. Sie kommen gerade von einem 3-wöchigen Aufenthalt in Paris, Mr. Bishop. So ist es. Ich bin Modedesigner für Majesty Fashions, wo ich längst sein sollte. Es ist nicht erlaubt, an Land zu gehen. Captain, darf ich Ihnen vielleicht etwas aus meiner Branche verraten? Ein Tag, sogar ein paar Stunden bedeuten für ein Modehaus entweder Erfolg oder Bankrott. Zufällig trage ich Entwürfe bei mir. Man nennt sie Trend des Jahres. Trend des Jahres? Was war der Trend des letzten Jahres? Ich muss unbedingt das Schiff verlassen. Sie betraten das Schiff eine halbe Stunde, bevor es ausgelaufen ist. Und wieso nicht? Es ist doch merkwürdig. Sie wollten so schnell wie möglich in New York sein. Warum sind Sie nicht geflogen? Reine Privatsache. Vielleicht waren Sie doch nicht in solcher Eile.
Und was heißt das denn nun wieder? Sie wissen was von dem Mord an Peter Daniken. Was hat denn das nun mit mir zu tun? Mein Sohn hat Sie etwas gefragt. Warum sind Sie nicht geflogen? Möglicherweise mag ich mich irren, doch bin ich einfach misstrauisch geworden, dass mich meine Konkurrenz kopiert. Nennen Sie mich einen skeptischen Feigling. Wir hören zu. Von Calais bestieg ich zunächst die Fähre nach Dover. Ich war in Southampton um 7.30 Uhr und war kurz vor dem Auslaufen an Bord. Also, darf ich gehen? Ja, Mr. Bischof, Sie dürfen gehen, aber ehe man Ihnen nicht etwas anderes sagt, müssen Sie auf dem Schiff bleiben. Wenn mich das meine Saison kostet, Captain, werden Sie von meinen Anwälten hören. Ich verehre amerikanische Geschäftsleute. Sie sind so affektiert. Und dann gab es noch zwei Lieutenant. Eleanor Cantrell, Militärschwester, und Paul Viscard, der seinen Vater nach Baltimore begleitet. Captain Oliver? Ja, Mr. Weston? Es geht um Mr. Viscard und seinen Sohn, Sir. Wir haben beobachtet, beide hatten einen heftigen Streit mit Mr. Lanihan. Wenn Mr. Viscard sich einbildet, er könnte dieses Schiff verlassen, hat er sich geschnitten. So? Alles klar, Dad. Lady Austin? Nein, Christopher, gehen Sie nur. Ich denke, ich kümmere mich ein bisschen um diese gewisse Militärschwester. Von Frau zu Frau, mein Lieber, Sie wissen schon. Nicholas Crane, Eleanor Cantrell. Paul Viscard, Arthur Bishop. Das sind die vier Hauptverdächtigen? Ja, Sir. Diese Personen buchten nach Mr. Daniken. Doch fragen Sie mich nicht, wieso. Na gut. Falls Sie noch etwas hören, lassen Sie es mich sofort wissen. Gern, Sir. Ihr Benehmen ist unverzeihlich, Monsieur. Wir werden wie gewöhnliche Verbrecher behandelt. Tut mir leid, Sir, aber es ist notwendig. Sie haben offensichtlich kein Gepäck, Mr. Viscard. Nein, ich hatte nicht vor, mitzufahren. Mein Vater will weiter nach Baltimore. Um meine Tochter zu besuchen, die in Baltimore lebt. Mein Vater erlitt einen Schwächeanfall, als wir an Bord gingen. Unsinn. Also beschloss ich im allerletzten Moment, ihn zu begleiten. Natürlich hatte ich keine Sachen mit, deshalb kaufte ich mir das Nötigste an Bord. Darf ich Sie etwas fragen, Mr. Viscard? Ja. Sie bekamen die Kabine B-255 auf dem vierten Deck? Das ist korrekt. Normalerweise nehme ich immer die erste Klasse, aber wie Sie wissen, war das Schiff fast ausgebucht. Ich hatte keine Wahl. Es ist etwas unbequem. Ich fürchte, wir benötigen eine Aussage von Ihnen. Eine Aussage? Worüber? Wo Sie sich gestern Abend befanden. Sagen wir zwischen 8.30 Uhr und 9. Ich war in meiner Kabine. Wir haben zu Abend gegessen. So ist es. Wir werden Ihre Aussage protokollieren müssen. Und wenn ich zustimme, ist mir dann erlaubt zu gehen? Das kann aber noch eine Weile dauern. Es wird eine sorgfältige Durchsuchung bei allen Passagieren geben, Deck für Deck, in alphabetischer Reihenfolge, Mr. Viscard. Das ist doch lächerlich. Tut mir leid. Ich muss Sie warnen, Sir. Ich bin nicht ohne Einfluss. Paul, bring mich in meine Kabine. Etwas gefunden? Nein, nichts. Guten Morgen. Guten Morgen. Man braucht ja fast einen Tag, um auf dieses Deck zu gelangen. Das sagt mir, ich werde alt. Und diese Schuhe drücken mich furchtbar. Ich glaube, wir haben uns noch nicht kennengelernt. Ich bin Abigail Austin.
Eleanor Cantrell. Eleanor, so ein hübscher Name. Sind Sie Amerikanerin? Sieht man das sofort? Doch, ja. Und es ist erfreulich. Ach, aber ich bin höchst ungehalten über diese schreckliche Verspätung. Sie nicht? Ich habe es nicht eilig. Wirklich? Ich hätte geglaubt, eine junge Frau würde tausend Dinge unternehmen in so einer aufregenden Stadt. Ehrlich gesagt, ich gehe wahrscheinlich überhaupt nicht an Land. Ich habe bereits die Rückfahrt reserviert. Oh, wie sonderbar. Ich bin für eine Woche beurlaubt. Beurlaubt? Aha, Sie sind beim Militär. Ich wurde als Krankenschwester vom Militär angeworben. Ich bin in Lancaster stationiert. Ich mag Lancaster, mein erster Mann starb dort. Aber sicher reisen Sie doch nicht allein, oder? Doch, ja. Komisch, ich habe Sie nie beim Essen gesehen. Weil ich habe die meisten Mahlzeiten in meiner Kabine eingenommen. Wieso stellen Sie mir all diese Fragen? Mach ich das? Oh, das war mir gar nicht bewusst. Das tut mir so leid. Würden Sie mich bitte entschuldigen? Ach, laufen Sie doch nicht weg. Ein nutzloses, uninformatives Verhör, Lady Austin. Ich habe es mitgehört. Interessant, dass die junge Dame ohne Begleitung reist, obwohl ich sie jetzt schon zum dritten Mal mit diesem Major sehe. Ein Steward brachte mir dies in meine Kabine. Es sind $600. Soll das eine Art Bezahlung sein? Du weißt doch besser als ich. Die Passage ist viel zu teuer. Mach mich nicht armseliger, als ich bin, Ben. Bleiben Sie stehen! Wie sieht das aus, Doc? Der Blutdruck ist etwas hoch. Ebenso der Puls. Ihre Kondition scheint nicht sehr gut zu sein, Major. Wenn Sie sich 18 Monate in einem Krankenhaus aufgehalten hätten, ging es Ihnen nicht besser. Dann war es doch sehr unvorsichtig, ins Wasser zu springen. Warum sind Sie Mr. Bishop nachgesprungen, Major? Sie suchen nach dem Mörder eines Mannes. Ich habe mitbekommen, wie Sie Bishop vorhin verhörten und ich dachte, er wollte fliehen. Das ist der einzige Grund? Ich bin Provost Marshal, Lieutenant. Aber ich bin auch ein Polizist. Was passierte mit der Aktentasche, die er bei sich trug? Untergegangen. Was ist mit ihm? Ist Bishop gerettet? Leider nicht. Er ist noch nicht aufgetaucht. Was bedeutet, dass er entweder fortgeschwommen? Oder ertrunken ist. Der arme Mr. Bishop mit seiner Aktentasche. Hoffentlich ist der Major wohl auf. Das war eine sehr mutige Tat. Mutig? Das bezweifle ich. Was soll das denn bedeuten? Meine liebe Lady Abigail, Sie sahen genauso wie ich die Übergabe des Umschlags von Miss Cantrell an Major McGuire. Ich frage mich nun, was... Entschuldigen Sie, ich wollte mich erkundigen, wie es Major McGuire geht. Ach, sind Sie Mrs. McGuire? Nein. Ich bin Krankenschwester. Ich dachte, ich könnte vielleicht aushelfen. Das ist wirklich nett von Ihnen, aber ich glaube, dem Major geht es gut. Oh, das ist gut zu hören. Danke, vielen Dank. Möchten Sie ihn sehen, Miss Cantrell? Oh, nein, das wird nicht nötig sein. Aber vielleicht möchte er Sie sehen. Ich kenne ihn ja gar nicht persönlich. Eigenartig, Sie haben doch mit ihm gesprochen, wenige Minuten bevor er von Bord sprang. Und Sie ihm einen Umschlag gaben. Entschuldigen Sie, Lady Abigail, es gibt etwas, das ich sofort überprüfen muss. Wir kommen keine Spur weiter, wenn wir nicht Mr. Bishop und seine Aktentasche finden. Glaubst du, dass Bishop die fehlende Geldplatte bei sich gehabt hat? Das ging mir durch den Kopf. Gentlemen, wie fühlt sich der Major? Etwas müde, aber es geht ihm ganz gut. Wo ist Chancellor? Er verschwand plötzlich. Ihn hat wohl die Muse geküsst, glaube ich. Ich spreche jetzt mit Lanahan. Kommst du mit? Nein, Dad. Ich unterhalte mich nochmal mit Henri Viscard. Gut, bis später. Christopher, hat der Major davon gesprochen, dass er im Krankenhaus war? Davon hat er gesprochen. Wieso? Das habe ich mir gedacht. Und Eleanor Cantrell ist Militärkrankenschwester. Ja, und? Sehen Sie darin keinen Zusammenhang, lieber Junge? L'affaire d'amour. Ja, sicher. Das kann gut sein, ja. Was meinen Sie also? Behalten wir sie im Auge? Einem Turteltaubenpaar nachspionieren, aber natürlich nicht. Aber wenn es eine Verbindung gibt? Kommen Sie mir nicht mit aber, Christopher. Unser Wild jagen wir beide woanders.
Papa, keine Sorge, es wird alles in Ordnung. Verzeihen Sie, Mr. Viscard. Ah, Monsieur McGinn. Gibt es eine Nachricht, dass wir an Land gehen dürfen? Nein, tut mir leid, Sir. Ich hasse es, Sie zu stören, aber ich muss Sie unbedingt etwas fragen. Finden Sie nicht, dass Sie meinen Vater schon genug ausgefragt haben, Monsieur? Wir werden sehr stark an Nazi-Methoden erinnert. Paul, bitte. Wie lautet Ihre Frage, Mr. McGinn? Sir, im Bordbuch wurde festgehalten, dass Sie die Passage gebucht haben, 2 Tage bevor das Schiff auslaufen sollte. Das ist richtig. Für mich. Wie Sie wissen, hat mein Sohn erst im letzten Moment beschlossen, mich zu begleiten. Ja, aber Sie sagten doch, dass Sie nicht die erste Klasse genommen haben, weil es keine Kabinen mehr gab. Was mich wundert, Sir, Nicholas Crane und das Opfer kamen 1 Stunde vor Auslaufen an Bord und Sie konnten problemlos die erste Klasse bekommen. Du musst ihm überhaupt nichts sagen, Papa. Falzmanns Tod hat mit uns nichts zu tun. Paul, bitte. Der junge Mann hat bemerkt, das war eine Lüge. Wenn es auch nur eine kleine war, dann doch eine Lüge. Papa, bitte. Ich habe so getan, als sei ich ein Bankier. Eine Lüge. Ich sagte, ich wolle meine Tochter besuchen. Noch eine Lüge. Der Krieg hat mir grausam mitgespielt, junger Mann. Ich verlor einen Sohn, ermordet von den Nazis. Und mein anderer Sohn lernte töten, bevor er zu lieben lernte. Nein, ich werde meine Tochter nicht besuchen. Ich werde bei ihr leben, weil mir sonst nichts geblieben ist. Das tut mir leid. Sind Sie nun zufrieden? Ja, Sir. Im Grunde meine ich nein, Sir. Sir, heute Morgen, als man Sie bat, eine Aussage zu machen, haben Sie danach eilig Ihre Kabine aufgesucht. Es sah fast so aus, als versuchten Sie, etwas zu verbergen. Das ist doch Schwachsinn. Nein, lass nur. Gut beobachtet. Ihnen entgeht fast nichts, Mr. McGinn. Papa, du solltest nicht darauf eingehen. Paul, die Gefahr ist jetzt vorbei. Ich kann meine Beine nicht benutzen und ich habe ständig Schmerzen. Als ich meine Reise vorbereitete, habe ich mir einen Vorrat an Morphium besorgt. Was natürlich verboten ist, deshalb habe ich es hier versteckt. Und da war es auch vorher drin? Ja, wenn auch nicht mehr viel übrig war. Gestern wurden die Schmerzen unerträglich, nach dem Abendessen. Und Schlaf kann das einzige Mittel sein, um Schmerzen zu überstehen. Christopher! Entschuldigen Sie. Sie müssen sofort mit mir kommen. Auf der Stelle. Aber ich habe gerade... Junger Mann, stehen Sie nicht so da. Ich habe herausgefunden, wer Denniken getötet hat. Christopher, Sie erinnern sich bestimmt an die Nachricht, die Denniken seiner Frau an Land schickte. Sie wissen, es ging um Sikorsky, Wien 1936. Sicher. Das brachte mich zu der Annahme, dass womöglich Denniken identisch mit Sikorsky war. Was natürlich nicht stimmte. Er war der verabscheuungswürdige, miese Gestapo. Dann gab es immer noch die Möglichkeit, dass Dänikens Mörder Sikorsky war. Oder von Richter. Aber ich glaube, die Nachricht wollte etwas anderes ausdrücken. Es ist ein großes Glück, dass sich Mr. Crane noch an das Schachturnier erinnert. Oh, lebhaft. Sikorsky war minutenlang wie abwesend, was blitzschnell von Richter benutzte, um den Läufer des Königs wegzunehmen. In Wahrheit war es eine brillante Taktik von Sikorsky, der den Läufer seines Königs opferte, um von Richter in die Enge zu treiben. Und er war matt in 7. Was? Matt in 7. Das ist ein Fachausdruck. Von Richter war in 7 Zügen schachmatt. Hier, ich kann Ihnen das mal vorführen. Jetzt sehen Sie. Sehen Sie, was das bedeutet, nicht wahr? Ja, ich denke schon. Lieber Himmel. Entschuldigen Sie, Mr. McGinn. Kommen Sie zum Achterdeck. Was ist denn? Ich glaube, Sie haben Mr. Bishop gefunden, Sir. Ich komme sofort. Keine äußeren Verletzungen. Dann ist er wohl ertrunken. Ich warte auf die Autopsie. Keine Spur von der Aktentasche? Leider nein, Sir. Aber meine Taucher suchen weiter. Naja, so viel zu Mr. Arthur Bishop. Dad? Ja. Ich glaube, Lady Abigail hat den Fall gelöst. Hat sie? Nun, wer war es? Wäre es möglich, alle Passagiere zusammenzurufen? Oh, hör mal zu, Sohn. Keine Eigenmächtigkeiten. Wie stehe ich denn da doch nur lächerlich? Bitte, Dad. Tu mir den Gefallen. Es ist wichtig. Na gut, nur weil ich dir noch etwas schuldig bin. Wo ist Chancellor? Wen interessiert das? Captain? Edwin Chancellor. Er hat die Kabine 7, oder nicht? So ist es. Ich werde ihn holen. Geh du schon vor. Sag, dass es wahr ist. Chancellor hat es getan. Leider eine Niete, Dad. Du wirst dich auf jemand anderen einrichten müssen. Nur herein. Ja. Wann war das? Haben Sie vielen Dank. Mr. Chancellor, lassen Sie Ihre Tür immer unverschlossen? Wieso nicht?
Ich habe hier nichts, was stehlenswert wäre. Lady Austin und ich sind der Meinung, die Identität von Mr. Dannikens Mörder gefunden zu haben. Habe ich auch, McGinn. Die Leute in meinem Büro waren fleißig. Ich habe alles in Erfahrung gebracht, was ich über den Mörder wissen muss. Wirklich? Dann wissen Sie es auch? Die Lösung war nicht schwer zu finden, nein, wirklich nicht. Kommen Sie mit, ich möchte das Ergebnis dem Captain präsentieren. Ja, aber sollten wir nicht... Rödeln Sie nicht, McGinn. Je schneller wir die Sache aus der Welt schaffen, desto schneller können wir das Schiff verlassen. Miss Abigail, sprechen Sie. Was haben Sie uns mitzuteilen? Geduld, Mr. Lanier. Ach, da sind Sie ja, Christopher. Ich wollte nicht ohne Sie anfangen. Ohne mich, Lady Austin. Lieutenant McGinn, glücklicherweise werden wir dieses Schiff bald verlassen können. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wer die Tat an Dannikin begangen hat. Sie auch? Das ist erstaunlich. Das bedeutet, dass wir alle in der Lage waren, die Bedeutung von Mr. Dannikins Nachricht zu entschlüsseln. Aber Lady Austin, das Telegramm hat damit nichts zu tun. Wirklich? Oh, ich denke, da müssen Sie sich irren, Mr. Chancellor. Meinen Sie? Betrachten Sie die Fakten. Zunächst die Uhrzeit. Eine Spanne von 10 Minuten zwischen 8:45 und 9:05 gestern Abend. Peter Dannikin. Oder, wenn Sie wollen, der Ex-Gestapo-Offizier mit dem Namen Kreitzmann, rennt aus dem Büro des Zahlmeisters aus Angst um sein Leben. Irgendwo auf dem dritten Deck wird er erstochen. Er taumelt in den Pub, kommt durch die Tür und stammelt das Wort Kapitän. Captain Oliver stand ganz in der Nähe. Er hat mit Captain Oliver gesprochen. Aber warum? Wieso kam er eigentlich zum Captain? Wollte er Schutz? Er war tödlich verwundet. Dafür war es zu spät. Nein, ich denke, das Wort Kapitän hatte für ihn eine ganz andere Bedeutung. Er versuchte auszudrücken, dass er von einem Captain erstochen worden war. Nicht von Captain Oliver, von Captain McGuire. Sie sind verrückt. Das denke ich nicht. Mr. Chancellor, es mag Ihnen wohl entfallen sein, aber Major McGuire ist kein Captain. Sondern Hauptmann. Das war nämlich sein Rang vor 2 Jahren in Berlin. Damals gehörte er zu einer Spezialeinheit, die das Gestapo-Hauptquartier einnahm und wo er die erste Begegnung mit Otto Kreitzmann hatte. Ich bin diesem Mann früher niemals begegnet. Wo waren Sie gestern Abend, zum Zeitpunkt des Mordes? Ich habe in der Kabine gelesen. Ich habe einen Steward gesprochen, der bereit ist zu schwören, dass er um 8:40 Wäsche in Ihre Kabine brachte. Und Ihre Kabine war leer. Natürlich war sie leer, Sie Oberschlauer. Denn... Ruhig, Ellie. Ich behaupte, Major McGuire erkannte diesen Mann und versuchte, ihn festzunehmen. Sie kämpften. Das erklärt Dannikins ramponierte Erscheinung im Büro des Zahlmeisters. Er erwischte ihn wieder auf dem Weg zum Pub. Und sie schlugen sich wieder. Nein, das ist nicht wahr. Ellie, nicht doch. Nein, er kann den Mann nicht umgebracht haben, weil er sich bei mir aufhielt. In meiner Kabine. Und das beschwöre ich. In allem Ernst, Mr. Chancellor. Warum können Sie nicht etwas sehen, was für die anderen Personen hier im Raum völlig klar ist? Diese beiden jungen Menschen sind verliebt. Ich war seine Pflegerin in einem Krankenhaus in Lancaster. Ich wusste, er war verheiratet, aber ich ignorierte das. Als er entlassen wurde... konnte ich nicht einfach sagen, leb wohl, also buchte ich eine Passage. Vor 2 Jahren hat man das Hauptquartier in Berlin gestürmt. Das war Ende April oder Anfang Mai. Und Kreitzmann war in Köln zwischen April und Mai. Vielleicht bin ich nicht ganz chronologisch vorgegangen. Vielleicht. Das ist nicht alles, Mr. Chancellor. In Deutschland nennt man einen Captain in der Armee einen Hauptmann und nicht Kapitän. Ich glaube, das dürfte reichen, Sir. Sie klagen einen jungen Mann an und setzen eine arme Frau dieser Tortur aus. Ich denke, der Fall liegt völlig klar. Es spricht alles dafür, der wahre Mörder von Mr. Dannikin war Arthur Bishop. Bishop, ja? Ja, das dachte ich auch, so wie er davon rannte. Es ist nur außerordentlich schade, dass er nicht mehr lebt, um für seine Tat zu büßen. Oh. Es war Mr. Bishop. Na schön, das sagt uns doch das Funktelegramm, das er verschickte. Ist das nicht so, Christopher? Vielleicht sollten wir eine etwas deutlichere Erklärung abgeben. Es war die Anspielung auf ein Schachturnier 1936. Sikorski schlug den amtierenden Weltmeister mit einem Trick, der beinhaltete, dass er seinen Läufer einfach opferte. Erinnern Sie sich? Mr. Bishop war Chefdesigner für Majesty Fashions. Schlussfolgerung?
Denniken signalisierte seiner Frau, dass Bishop die Platte wollte. Alles sah danach aus, dass er sie bekommen hat. Zwangsläufig musste er mit der Aktentasche über Bord springen. Und wenn wir diese Aktentasche herausfischen, haben wir die Platte. Christy, was sagst du dazu? Wirklich, das kann mich wirklich überzeugen. Ich gratuliere Ihnen, Lady Austin. Ach, ich danke Ihnen. Sie haben viel dazu beigetragen. Ohne Sie hätte ich bestimmt nicht gewagt, dieses Puzzle zusammenzusetzen. Sie haben mir das Gefühl gegeben, wieder jung zu sein. Inspektor, darf ich davon ausgehen, dass wir endlich gehen dürfen? Aber gern, ich bedanke mich für Ihre Geduld. Captain, alle Passagiere dürfen das Schiff verlassen. Ja, gut. Dad? Hm? Mr. Lanahan? Dürfte ich Sie beide kurz sprechen? Natürlich werde ich die Beweggründe klarer beschreiben und die Verdächtigen etwas schärfer zeichnen. Es dreht sich alles um einen Mord, der sich auf einem Schiff während einer Kreuzfahrt ereignet. Dan! Dan! Was willst du uns eigentlich zeigen? Wirst du schon sehen, Beth. Nicht abgeschlossen hier, was? Chancellor sagte mir, er schließt nie ab. Und das ist wichtig, weil gestern Abend nicht abgeschlossen war. Ich verstehe nicht. Das ist es ja gerade, Mr. Lanahan. Wenn ich recht habe, müssten Sie sich darüber freuen. Das ist unser Baby. Wie haben Sie es entdeckt? Als Crane dieses Schachspiel beschrieben hat, hatte ich eine Eingebung. Das Telegramm wurde mir klar. Daneken wurde verfolgt. Er musste dafür sorgen, dass die Platte nicht in falsche Hände fiel. Unmöglich konnte er sie in der Kabine verstecken. Und er beobachtete, dass Chancellor seine Tür nicht verriegelte. Also versteckte er die Platte woanders. Aber woher wussten Sie, dass sie hier ist? Durch zwei Dinge. Das Turnier wurde in 7 Zügen abgeschlossen. Oder wie Nicholas Crane in der Schachsprache sagt, matt in 7. Woraus ich schloss, dass das Gegenstück zur falschen Platte nur in der Kabine 7 zu finden war. Außerdem litt er wohl sehr unter dem Wetter. Den Rest habe ich mir dann einfach zusammengereimt. Dann hat man uns also mit diesem Läuferopfer auf eine falsche Spur geführt. Wieso haben Sie nichts gesagt? Vielleicht, um bestimmte Gefühle nicht zu verletzen. Das ist richtig. Aber wenn Bishop nicht der Mörder von dem Agenten war, wer dann? Sag mir nicht, dass du das nicht weißt. Ich weiß es allerdings. Aber ich kann es nicht beweisen. Das müssen Sie auch nicht. Tot oder nicht, ich will nicht, dass Mr. Bishop für etwas beschuldigt wird, das ich getan habe. Mr. Viscar, ich sollte Sie warnen. Nichts zu sagen, bevor ich mich nicht mit meinem Anwalt abspreche. Es ist nicht notwendig. Kreizmann war Dreck. Verantwortlich für den Mord an Dutzenden meiner Landsleute, zu denen auch mein Bruder gehörte. Als ich meinen Vater an Bord brachte, sah ich ihn plötzlich am oberen Deck. Ich versuchte, ihn zu finden, aber ohne Erfolg. Deshalb beschloss ich mitzufahren. Weil er einen anderen Namen benutzte, brauchte ich fast die ganze Reise dazu. Monsieur Viscar hat eingewilligt, nach England zurückzukehren, Lieutenant. Britisches Schiff im fremden Hoheitsgewässer. Ich glaube, dass die Krone dafür zuständig ist. Ich bin einverstanden. Ich freue mich, dass Sie das so betrachten. Da man Kreizmann schon den Prozess gemacht hatte, er schuldig gesprochen und in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde, könnte es ein interessantes und abgekürztes Verfahren geben. Danke. War mir ein Vergnügen. Deine Herren? Na schön, schieß los. Womit denn, Dad? Womit? Du platzt doch fast, um mir zu sagen, wie du auf Paul Viscar gekommen bist. Nein, überhaupt nicht. Wirklich nicht. Hey! Wenn es dir nichts ausmacht, Sohn, ich hätte es gern gewusst. Bist du sicher? Ja. Du bist immer beleidigt, wenn ich es dir sage. Ach, das stimmt nicht. Ich bin nicht beleidigt. Ich bin Polizist und bin nur neugierig. Komm schon, erzähl es mir. Na gut. Der alte Mann sagte, er habe mit Paul in seiner Kabine zu Abend gegessen. Aber als er hinzufügte, dass er Morphium gegen die Schmerzen nahm, sagte er auch, er wäre fest eingeschlafen. Was bedeutet, dass Pauls Alibi gar kein Alibi war. Und dann fiel mir auf, Paul nannte das Opfer bei seinem wahren Namen, Kreizmann, während alle anderen an Bord ihn nur als Daneken kannten. Das ist alles. Naja, ich weiß, das ist nicht viel. Viel? Nennst du das Ermittlung? Weißt du, was das war? So ein Ratespiel, ein Tappen im Dunkeln. Ich werde dir sagen, wie ein Polizist vorgeht. Es ist eine zähe Sache. Es ist mühselig. Hey! Lieutenant! Major!
Sie sehen irgendwie glücklicher aus als zu der Zeit, wo wir uns das letzte Mal sahen. Glücklicher für einen Mann, dessen Ehe gerade in die Brüche gegangen ist. Ist das nicht wunderbar? Seine Frau wollte nicht mehr. Ihr war unser Postbote lieber. Meine Schwester hat mich eben angerufen. Sie wollte es nicht schreiben. Sie dachte, es würde mich zu hart treffen wegen des Krankenhausaufenthaltes. Wir bleiben in Europa, bis ich aus dem Dienst ausscheiden kann. Oh, na dann. Viel Glück für Sie beide. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Alles gut. Danke. Danke. Was ist denn, Dad? Hast du plötzlich Heuschnupfen? Sohn, deine Abstammung ist zwar irisch, aber ich habe da meine Zweifel. Ernsthafte Zweifel. Meines Wissens nach haben der Major und die Krankenschwester geheiratet und ein glückliches Leben geführt. Aber das wirkliche Happy End gehörte Abigail Austin. Sie hat nie erfahren, dass ihre Schlussfolgerung bezüglich des Mörders falsch war. Obwohl er die Wahrheit kannte, hat der junge Christy McGinn die Story niemals geschrieben. Er wusste, dass es Lady Austin ganz bestimmt das Herz gebrochen hätte. Sie hat noch 12 weitere Bücher verfasst, bevor sie sich schließlich in ihren Rosengarten in Brighton zurückzog. Für die von uns, die sie bewunderten, war sie wahrlich eine große alte Dame. Hier ist Officer Kruger. Officer Kruger, wo ist Lieutenant Tanner? Der Chief möchte ihn sprechen. Bedauere, er ist gerade im Randall-Haus, er und Mrs. Fletcher. Er verhört zurzeit Mrs. Randall. Bitte richten Sie ihm aus, er möchte sofort den Chief anrufen. Tut mir leid, Ma'am. Er hat ausdrücklich gesagt, dass er nicht gestört werden möchte. Hören Sie, Kruger, das ist ein Befehl direkt vom Chief, ist das klar? Ja, Ma'am. Also dann, will ich mal sehen, was ich tun kann. Ich fürchte nur, er wird nicht allzu froh darüber sein. Ich verstehe Sie nicht. Der Funkkontakt ist gestört. Wiederholen Sie bitte. Sind Sie noch da? Officer Kruger, antworten Sie. Das ist nicht wahr. Ich habe meinen Mann nicht ermordet. Ich bedauere, Marion, aber ich bin sicher, Sie waren es. Ich habe Clark geliebt. Wir hatten 10 wundervolle Jahre zusammen. Warum hätte ich ihn umbringen sollen? Gute Frage, Miss Randall. Sagen Sie es mir. Lieutenant, der Einbrecher hat Marians Mann erschossen. Und Sie, Sie wollen meine Schwester des Mordes beschuldigen, nur aufgrund einer Hypothese dieser aufdringlichen Kriminalschriftstellerin? Wenn Sie recht haben, Ma'am, wissen wir es bald. Mrs. Fletcher? Marion, Sie erinnern sich bestimmt. Am vergangenen Sonnabend hatte Cale Weber uns auf einen Drink zu sich eingeladen. Sie haben Clark von dort aus angerufen. Und Sie sagten, dass er uns ein paar gegrillte Steaks anbieten würde. Wir fuhren zu Ihnen und stellten entsetzt fest, dass Clark tot war. Es sah nach einem Raub aus. Unter anderem fehlte Clarks Uhr. Mir fiel auf, dass Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet war. Das Lämpchen blinkte. Das hieß, eine Nachricht war aufgezeichnet worden. Als ich kurz darauf mit einem Glas Wasser für Sie zurückkam, war das Lämpchen aus. Zu der Zeit begriff ich noch nicht die Bedeutung. Gut, dann war es eben aus. Und weiter? Es war aus, weil eine Aufnahme von Ihnen gelöscht worden war. Wieso denn nun das? Weil es sich bei der gelöschten Aufnahme meiner Meinung nach um Ihr angebliches Gespräch mit Clark handelte. Sie haben nämlich nicht mit Ihrem Mann gesprochen, sondern mit dem Anrufbeantworter. Nein, es war nicht der Anrufbeantworter, sondern es war Clark! Marianne, ich werde deinen Anwalt verständigen. Sie sollten vielleicht wissen, Mrs. Randall, dass Mrs. Fletchers Anlagenberater hier angerufen hat, auch ungefähr um dieselbe Zeit. Er hat nur den Anrufbeantworter gehört, was eine interessante Frage aufwirft. Wenn Randall lebendig genug gewesen ist, um mit Ihnen zu sprechen, warum ist er danach nicht wieder ans Telefon gegangen? Sie raten das doch alles nur, Sie haben keinen Beweis. Ich fürchte doch, wir haben die Kugel aus seinem Leichnam als Beweis.
Und obwohl wir zurzeit noch nicht die Waffe gefunden haben, wissen wir doch etwas sehr Aussagekräftiges. Letztes Jahr haben sie auf einen Eindringling geschossen, und zwar mit einer Waffe, die auf ihren Namen registriert war. Ja, und? Wo ist sie jetzt, Mrs. Randall? Ich sagte es Ihnen bereits, sie ist verschwunden, schon seit Monaten. Das ist sehr interessant. Mein ballistisches Labor verfügt über eine Akte mit der Beschreibung der Kugel, die aus der Schusswunde des Einbrechers herausgenommen wurde. Diese Kugel stammt aus derselben Waffe, mit der auch Clark Randall erschossen worden ist. Nein, nein, Sie müssen sich irren, es kann nicht sein. Marion Randall, ich verhafte Sie wegen des Mordes an Ihrem Ehemann. Verständigen Sie bitte Ihren Anwalt. Wussten Sie, dass ich 15 Jahre lang in L.A. war? Ja, ja, ich weiß. Für die Arbeit wurde ich bezahlt, aber nicht für den Smog und den Verkehr. Ich hatte da auch immer einen Partner. Hier bin ich auf mich allein gestellt und muss die Fälle alleine lösen. So war es, bis Sie auftauchten. Was, ich? Ich höre Ihnen zu. Ganz genauso, wie ich früher Murray zugehört habe. Mein Kollege Murray war sehr clever. Ihm sind Dinge aufgefallen, die ich vielleicht nie wahrgenommen hätte. Nichts ist ihm entgangen. Er war wie Sie. Oh. Ja, der Anrufbeantworter. Das war wirklich gut. Ich werde mal eins Ihrer Bücher lesen. Würde mich nicht wundern, wenn die genauso scharfsinnig sind. Danke, das ist sehr nett. Was wird mit ihr passieren? Leute wie die haben gute Beziehungen. Die kommen meistens davon. Einer ihrer Freunde ist der Chef der Polizei. Ich denke, der Staatsanwalt wird auf Totschlag plädieren. Mhm. Bevor Sie nach Hause fliegen, würde ich gerne Ihre Aussage ins Protokoll aufnehmen. Das erspart Ihnen alles weitere. Kein Problem. Mein Anlageberater und ich planen nicht, so bald schon wieder wegzufliegen. Clark war hier Bankkunde. Und sein Gesamtvermögen beläuft sich genau auf $312. Ich habe 5 Jahre lang für Clark gearbeitet. Er ist sicher kein Dieb. Die $3 Millionen haben sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst. 1 Million davon wurde zufällig von meinen Klienten investiert. Wessen Geld das ist, spielt doch wohl keine Rolle. Das sehe ich etwas anders, denn ich habe einen guten Ruf. Ach so, und ich wohl nicht. Ich kann doch nicht zu meinen Klienten wie J.B. Fletcher gehen und sagen, es tut mir leid, aber das Geld, das Sie mir zur Investition anvertrauten, ist leider verschwunden. Ich habe 15 Grundstücke verkauft. Von mir erwarten meine Kunden, dass sie in einem Jahr in Eigenheimen wohnen, in Häusern am Golfplatz. Daraus wird nichts werden. Kann man mich haftbar machen? Nur wenn Sie wissen, wo das Geld ist. Soll das ein Witz sein? Wirklich komisch. Hören Sie auf damit. Diese Bank hat $3 Millionen in das Projekt investiert aufgrund meiner Empfehlung. Wir sollten kooperieren, schlage ich vor, und versuchen, diesem Geld auf die Spur zu kommen, wenn wir uns nicht gute Anwälte und neue Arbeitsplätze suchen wollen. Ich hoffe sehr, dass Ihnen das klar ist, Gentlemen. Soweit wir wissen, ist Clarks Frau wegen Mordverdachts festgenommen worden. Vielleicht weiß sie, wo das Geld ist. Vielleicht hat sie ihn deswegen erschossen. Ja? Was? Warten Sie. Sagen Sie ihm, ich bin gleich bei ihm. Meine Herren, das war's also. Es ist soweit. Externe Wirtschaftsprüfer. Wer hat die bestellt? Der Präsident dieser Bank. Es war ganz furchtbar. Ich habe keine Sekunde geschlafen in dieser schrecklichen Zelle voller Nutten und Drogenabhängiger. Marianne, es tut mir leid. Anwalt? Was ist mit meiner Kaution? Jetzt hör mir doch bitte mal zu. Der Richter hat eine Kaution von $250.000 festgesetzt. Hat er seine Meinung geändert? Was ist passiert? Setz dich hin. Hör zu. Scheiße. Auf Clarks Konto ist kaum noch Geld. Die Kaution können wir nicht damit bezahlen. Unmöglich, das kann nicht wahr sein. Ich weiß, ich konnte es auch zuerst nicht glauben. Aber wenn dein Mann ein Millionär war, dann hat er das Geld mitgenommen. Ich will jetzt, dass du nachdenkst. Was besitzt du selber? Was ich selbst besitze, weißt du. Ich habe in einem Parfümerieladen gearbeitet, als ich Clark kennengelernt habe. Ihm hat alles gehört. Du hast Schmuck, du hast auch ein teures Auto. Denk doch zuerst ganz gründlich nach. Es ist so, du brauchst 250.000, sonst bist du bis zur Verhandlung hier drin. Ich halte das nicht aus. Das bringt mich alles um. Hilf mir, ich habe Clark nicht ermordet, ich weiß nicht. Ist ja gut. Bitte unterschreiben Sie hier und geben Sie an, wie viel Geld Sie verloren haben. Wir werden in Ihrem Namen Ansprüche an das Vermögen des unlängst verstorbenen Clark Randall und an das der Firma Palm Estates Development geltend machen.
Mr. Alden, meine Firma hat das Land für die Bebauung erst vorbereitet. Ich habe zwar kein Geld verloren, aber Arbeitsstunden und Materialien. Ich habe dafür einen ungedeckten Scheck über $800,000 bekommen. Ich kann Ihnen versichern, dass, falls aus dem Vermögen des Schuldners Verbindlichkeiten beglichen werden können, Sie bestimmt Ihr Geld eher erhalten als die Investoren oder Käufer. Bitte, wie meinen Sie? Ich habe die Anzahlung von $100,000 für mein Haus verloren. Wieso werden eigentlich in solchen Verfahren vorrangig bestimmte Leute bevorzugt? Tja, Miss Byrne, ich fürchte, dass in solchen Fällen manche Menschen gleicher sind als andere. Ich würde eigentlich gern da wohnen. Vermute ich richtig, dass niemand weiß, wo das Geld geblieben ist? Lieutenant Hannah? Bis jetzt fehlt von dem Geld jede Spur. Lieutenant, ich habe das Geld aus der Lebensversicherung meines Mannes investiert. Es kann nicht sein, dass ein Mann wie Clarksie, wissen Sie, ich nannte ihn immer Clarksie, Sie können sich nicht vorstellen, er war so ein entzückender Mann, dass Clarksie nichts weiter als ein Dieb war. Ungeheuerlich, als ich in den Nachrichten hörte, dass Sie seine Frau des Mordes beschuldigen. Bitte? Oh nein. Ich glaube, sie hat das Geld hinten im Garten vergraben, ganz sicher. Nein, da haben wir nachgesehen. Madam, Sie wissen es vielleicht nicht, aber Sie sind nicht die Einzige auf der Liste der Investoren, die ihn Clarksie nannten. Woher wissen Sie das? Oh. Danke, meine Damen und Herren, die Fakten sind jetzt klar. Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Jessica, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie schrecklich leid es mir tut und wie unangenehm mir das ist. Wort, es ist nicht Ihre Schuld. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns in Geduld zu fassen und zu hoffen, dass alles gut geht. Glauben Sie eigentlich wirklich daran? Oh, Miss Byrne, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, würde ich das gerne tun. Die Hilfe eines Anlagenberaters? Nein, danke, Mr. Silloway, darauf verzichte ich. Sie scheint ja außerordentlich verärgert zu sein. Ja, aber ich fürchte, sie hat recht, jedenfalls was mich betrifft, Jessica. Oh, Ward, wir kennen uns schon viel zu lange, als dass so etwas unsere Freundschaft trüben könnte. Wenn Sie Neuigkeiten haben, dann rufen Sie mich einfach an. Das werde ich tun. Sie wollen nach Hause, ma'am? Ja, ich werde übermorgen zurück nach Boston fliegen. Fliegen kann ich nicht, aber ich kann Sie dahin bringen, wo Sie jetzt hinwollen. Ja, danke. Marion Randall ist gestern Nachmittag freigelassen worden. Das Haus ihrer Schwester dient als Kaution. Wirklich? Der Staatsanwalt hat auch gestaunt. Er wollte auf Totschlag plädieren, aber sie lehnte das ab. Sie hat nicht nur beteuert, dass sie unschuldig ist, sie will ein Verfahren. In ihrer Lage ist das merkwürdig. Es ist bloß ein Indizienprozess. Sie stehen doch zu Ihrer Aussage. Oh ja, natürlich. Ich bin ganz sicher, dass sie schuldig ist. Es wundert mich aber, dass sie lebenslänglich Gefängnis riskiert. Das ist doch merkwürdig. Bestimmt ist das sehr anstrengend für Sie. Ich frage mich, wie Sie das alles verkraften. Ich werde es gewiss überleben. Hannah? Was sagst du? Ja, ich weiß, wo das ist. Ich fahre sofort hin. Was ist denn? Probleme. Marion Randall hat sich in der Garage eingeschlossen, ihren Wagen angelassen und sich mit Kohlenmonoxid vergiftet. Es muss so gegen 9 oder 10 gestern Abend passiert sein. Motor an, Wagen, Fenster offen, Garagentür zu. Ich gehe noch mal da rein. Bedauere, junge Frau. Sie ist meine Schwester. Ich will zu ihr. Miss Dixon, es tut mir leid. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ach ja, wirklich? Sie wissen das? Sie war unschuldig. Sie war bereit, sogar vor Gericht zu gehen. Sie hat auch einen Privatdetektiv angeheuert. Er sollte den Dieb finden, den es Ihrer Ansicht nach gar nicht gibt. Miss Dixon, Sie haben das Recht, wütend und aufgebracht zu sein. Das habe ich allerdings. Meine Schwester war in ihrem Leben nie besonders mutig. Und es ist ihr wohl klar geworden, was ihr bevorstand. Jahre im Gefängnis und das für ein Verbrechen, das sie doch gar nicht begangen hat. Alles dank Mrs. Fletcher. Mrs. Fletcher hat ihre Schwester nicht verhaftet. Ich war es und es gab dafür gute Gründe. Oh, sie hatten nichts in der Hand. Sie und ihre Expertin hatten gar nichts in der Hand. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich mir das gefallen lasse. Mrs. Fletcher, machen Sie sich keine Vorwürfe, bitte. Marion Randall war sehr nervös. Sie konnte einfach die Schuld nicht mehr ertragen. Ich wünschte nur, das wäre alles nicht passiert, Lieutenant. Es sieht so aus, als wäre die Sache für uns jetzt erledigt. Ja, aber da wäre noch die Frage zu klären, wo sind die 3 Millionen? Lieutenant, der Doktor würde Ihnen gern was zeigen. Das hier habe ich gerade im Badezimmer gefunden, Amylbarbitol.
Ein bekanntes verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel. Wieso ist nichts mehr drin? Bei der Autopsie von Mrs. Randall werde ich wahrscheinlich den Inhalt finden. Kommt Ihnen das seltsam vor, Mrs. Fletcher? Wieso hätte sie eigentlich Tabletten schlucken sollen, wenn sie sich doch auf andere Art das Leben nehmen wollte? Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Viele Selbstmörder fürchten, sie könnten vielleicht den Mut verlieren. Und die Tabletten sind dann sowas wie eine Versicherung. Miss Dixon? Er ist Emmett Derry. Wer? Der Privatdetektiv Ihrer Schwester. Ich habe gehört, was Ihrer Schwester passiert ist, mein Bauleiter. Sie rufen vermutlich an, weil Sie wissen wollen, wer sie bezahlt. Nein, das ist schon erledigt. Sie hat im Voraus bezahlt. Für 3 Tage plus spätestens. Tut mir leid, ich... Ich war bei Pfandleihern und in Juwelierläden. Und ich habe die Uhr gefunden. Eingraviert sind folgende Worte für Clark in Liebe Marian. Das ist sie. Wo sind Sie? Wo war sie? Ich bin in der Alvarez Avenue. Der Mann, der Sie versetzt hat, war ein Stadtstreicher ohne Ausweis. Lieutenant, wir waren gerade beim Essen und haben Ihre Nachricht erhalten. Was gibt es denn? Es gibt so einiges. Erkennen Sie die Mrs. Fletcher? Ja, ich denke doch. Die Uhr gehörte Clark Randall. Sie wurde vor ein paar Tagen versetzt. Wir kennen zwar die Person nicht, allerdings haben wir eine brauchbare Beschreibung. Aber ich kann Ihnen sagen, Mrs. Fletcher, wer dieser Mann gewesen ist. Ein Dieb, der letzte Woche in Clarks Haus eingebrochen ist und ihn beraubt und umgebracht hat. Ich bin sicher, dass es für Sie so aussieht, Miss Dick. Wissen Sie überhaupt, was Sie getan haben? Können Sie das auch nur ahnen? Sie haben eine unschuldige Frau ermordet, die niemandem etwas zuleide getan hat. Sie haben sie in den Selbstmord getrieben. Ich habe Lieutenant Hanna schon gesagt, dass ich ihn wegen fahrlässiger Tötung verklagen werde. Ihn und seine ganze Abteilung. Und Sie auch, Mrs. Fletcher. Aber Lieutenant, sie irrt sich. Sie muss sich irren. Sie sehen besorgt aus, Lieutenant. Worüber denken Sie nach? Ich denke nicht nach, Mrs. Fletcher. Ich höre. Ich höre Murray schon, der mich fragt, Sie Idiot, wieso haben Sie nicht erst die Tatwaffe gefunden? Aber die Ballistiker haben bewiesen, dass die Mordwaffe die war, mit der sie letztes Jahr auf den Einbrecher geschossen hat. Aber sie sagte, sie hätte sie verloren, vor Monaten, und möglicherweise stimmt das, vielleicht war es ja auch so. Einen Augenblick, Lieutenant, Sie haben da etwas vergessen. Zu der Zeit, als ich Clark anrief, wollte Marion ihn auch angerufen haben. Ich hörte nur den Anrufbeantworter. Das bedeutet, dass er schon tot war, oder nicht, Jessica? Ich habe lediglich gesagt, das könnte es bedeuten. Das heißt, Sie haben in dem Punkt Ihre Meinung geändert? Nein, nein, ich bin noch immer davon überzeugt, dass Marion dieses Band absichtlich gelöscht hat, um behaupten zu können, dass sie damals mit Clark Randall gesprochen hat. Ja, und dabei ist mein Anruf auch gelöscht worden. Aber wie Sie sagten, haben Sie diesen Vorgang doch nicht selber beobachtet. Marion stand neben dem Anrufbeantworter, das weiß ich. Sie haben nicht zugesehen, als sie die Löschtaste drückte, das ist der Punkt. Ja, das ist richtig. Die ganze Geschichte fällt in sich zusammen wie eine Papierschwalbe im Schneesturm. Ich habe schon eine Vision von mir im Zeugenstand. Linda Dixons Rechtsanwalt wird mir die gesamte Haut abziehen, nämlich Schicht für Schicht. Sie hat ihren Mann ermordet, Lieutenant. Gut, wenn Sie wollen, glauben Sie von mir aus daran, Madam, denn nach mir sind Sie erstmal dran. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich habe einiges zu tun. Ich suche den Mann, der die Uhr versetzt hat. Und mit viel Glück finde ich sogar die Waffe. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Danke, Mrs. Fletcher. Ich finde es nicht. Danke, dass ich kommen durfte, Kay. Guten Tag. Guten Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich fürchte, dass ich nicht in der Lage bin, Ihnen weiterzuhelfen, Pauline. Sehen Sie, die 100.000 Dollar, die ich verloren habe, sind ein großer Betrag. Da haben Sie recht. Das bedeutet, ich habe alles verloren, was ich jemals besessen habe, das meiste davon, um genau zu sein. Ich habe einen Antrag auf ein Darlehen gestellt, Pauline, und ich dachte... Ich habe gerade das Büro des Direktors verlassen. Er hat mich aufmerksam gemacht, dass ich das Darlehen über 3 Millionen für Clark Randall autorisiert hatte. Dann hat er mich gefeuert. Okay, das ist ja furchtbar. Es tut mir leid. Mir auch. Wenn das so ist, habe ich Pech gehabt. Danke jedenfalls. Ich weiß, Sie hätten mir geholfen. Stimmt. Entschuldigen Sie bitte. Die Sekretärin ist zu Tisch. Auf Wiedersehen, Lieutenant.
Lieutenant, ich bin überrascht, Sie zu sehen. Ich dachte, mit dem Selbstmord wäre der Fall erledigt. Das dachte ich auch. Es ist nur so, ein paar Dinge sind mir einfach immer noch nicht klar. Schildern Sie mir doch alles noch einmal ganz genau. Wie verbrachte Mrs. Randall den bewussten Tag? Alles. Sicher, wieso nicht? Also, es war so, unmittelbar nach dem Ende der Feierlichkeiten zum Baubeginn gab ich bei mir eine kleine Cocktailparty. Es war ungefähr 6 oder 6:30. Clark konnte nicht dabei sein, aber Marian kam so gegen 7. Sie rief Clark an. Er sagte, er hätte für uns ein paar Steaks auf den Grill gelegt. Also fuhren wir alle zu ihnen nach Hause. 20 Minuten danach entdeckten wir seine Leiche. Und weiter? Marian wurde ohnmächtig, so schien es jedenfalls, und Mrs. Fletcher brachte ihr ein Glas Wasser. Ist Marian irgendwann in die Nähe des Anrufbeantworters gegangen? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass Sie wüssten. Ich meine, ich weiß es nicht mehr. Ich habe nicht darauf geachtet. Sie können also nicht sagen, ob das Signallicht blinkte? Nein, Lieutenant, das kann ich nicht sagen. Jetzt sofort, Clark? Das ist eine tolle Idee. Ich frage mal. Alle herhören! Clark ist gerade von seiner Besprechung zurück. Er möchte uns ein paar Steaks grillen. Kann ich Ihnen behilflich sein, Mrs. Fletcher? Lieutenant. Möchten Sie ein Bier? Einen Eistee? Oder vielleicht ein Sandwich? Eigentlich versuche ich, die Steaks zu finden. Steaks um diese Zeit? Ich staune über Ihren Appetit. Als Officer Kruger mir erzählte, dass Sie hier drin sind, hätte ich Ihnen am liebsten in den Hintern getreten. Aber ich hatte vergessen, Ihnen zu sagen, dass Sie, Mrs. Fletcher, in dieser Untersuchung unerwünscht sind. Lieutenant, es liegen keine Steaks im Tiefkühlschrank und auch keine im Kühlschrank. Wenn Clark Randall vorhatte, Steaks für uns zu grillen, wo sind sie? Vielleicht wollte er sie noch schnell holen. Er wollte das? Wieso hat er es dann nicht getan? Ich meine, ist dieser Eindringling etwa ganz zufällig aufgetaucht, als er gehen wollte? Das glaube ich nicht. Entschuldigen Sie, Lieutenant. Doc Melville hat angerufen. Er hat was für Sie. Danke. Doc, Lieutenant Hanna, was gibt es? Ja. Aha. Danke. Mrs. Fletcher, wir hatten recht mit den Beruhigungsmitteln. In Ihrem Blut ist genug Nardin, um einen Elefanten umzuhauen. Dann setzte sie sich in ihren Wagen und wartete ab, was zuerst wirkt. Die Tabletten oder das Kohlenmonoxid? Soll das etwa heißen, sie hatte Nardin eingenommen? Ja, ein Beruhigungsmittel, nicht rezeptfrei. Doc Melville hat es gefunden, in Marians Hausapotheke. Nein, Lieutenant. Was er in ihrem Medizinschränkchen gefunden hat, war Amylbarbitol, nicht Nardin. Vielen Dank, Jerry. Danke für deine Hilfe. Was ist los? Das war Marians Hausarzt. Er sagt, er kann sich nicht vorstellen, dass sie Nardin genommen hätte. Wahrscheinlich hatte sie es noch nicht einmal im Haus. Sie konnte es nicht vertragen. Können Sie das bitte wiederholen, Doc? Nardin kann schwere Nebenwirkungen hervorrufen. Marian Randall hatte vor Jahren einmal Hautausschlag davon bekommen. Oh nein. Das bedeutet, dass jemand Marian Nardin eingegeben hat, um sie zu betäuben. Jemand, der von dieser Unverträglichkeit nichts wusste. Jemand, der sie dann ins Auto gesetzt und den Motor angelassen hat. Es handelt sich hier um einen Mord, Miss Fletcher. Ja, das weiß ich, Lieutenant. Aber die Frage ist, wieso? Das fragen Sie? Wenn Ihnen kein Grund einfällt, Ma'am, kann ich Ihnen gleich mehrere nennen. Marian Randall hat Clark nicht erschossen, aber sie wusste, wer es war, und der Mörder hat sie zum Schweigen gebracht. Nein, Lieutenant, ich glaube einfach nicht... Oder was noch wahrscheinlicher ist, der wirkliche Täter wollte uns an Selbstmord glauben lassen, denn dann wäre dieser Fall für alle erledigt. Wie dem auch sei, Ma'am. Ich verdanke Ihnen ein beachtliches Problem. Lieutenant, ich bin über diese Sache genauso bestürzt wie Sie. Daran zweifle ich sehr, Ma'am. Ich gebe zu, dass noch viele Fragen offen sind, aber es muss doch für alles eine vernünftige Erklärung geben.
Fangen wir zum Beispiel mit der Armbanduhr an. Mrs. Fletcher, hören Sie bitte endlich auf, immer wir zu sagen. Es reicht. Randall ist tot. $3 Millionen sind verschwunden. Eine der Hauptinvestorinnen sind Sie. Das macht Sie verdächtig. Aber Sie glauben doch nicht, dass ich... Was ich glaube und was ich in meinem Bericht aufnehme, sind zwei Paar Stiefel. Aber das ist doch lächerlich. Ma'am, tun Sie uns beiden einen Gefallen. Fahren Sie zurück in Ihr Hotel, entspannen Sie ein oder zwei Tage am Pool und lassen Sie mich den Fall lösen. Mit anderen Worten, Sie wünschen, dass ich hier bleibe. Ja, Sie müssen sogar hier bleiben. Machen Sie den Laden zu, Mr. Bose? Ja, ein Schritt dem Gesetz voraus. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Egal, wo ich hinkomme, es löst sich gerade alles auf. Ich wollte Sie um was bitten. Ich hätte gern eine Liste von allen Käufern, die eine Anzahlung geleistet haben. Ah, ja. Hier, kein Problem. Die können Sie behalten. Oh, danke. Ich habe gehört, Marion Randall hat sich vielleicht gar nicht das Leben genommen. Möglicherweise war es Mord. Ach wirklich? Wer hat das gesagt? Wir leben nun einmal in einer Kleinstadt, Lieutenant. Ach, wissen Sie auch zufällig etwas über die vermissten Millionen? Das würde ich gerne. Etwas von dem Geld gehört mir. Sie wussten also nicht, dass Clark Geld unterschlagen hat? Ja, woher denn natürlich nicht? Ich verkaufe doch bloß. Er hat mich immer bezahlt, termingerecht und vollständig. Ich habe ihn nie gefragt. Ich hatte dazu keine Veranlassung. Sie wollen doch nicht die Stadt verlassen, Mr. Bose. Oh nein, nein, nein. Ich habe einen neuen Job. Am Palm Canyon Drive. Dort verkaufe ich neue Eigenheime, Oasis Vista. Die Häuser sind ihren Preis wert. Es sind die besten, die ich jemals verkauft habe. Ehrenwort. Sie glauben es kaum. Hier, nehmen Sie einen Prospekt. Ah, danke, die sind außerhalb meiner Preisvorstellungen. Kennen Sie den Twin Palms Pfandleiher? Waren Sie vielleicht schon mal da? Nein, das kann ich nicht behaupten. Nein. Nein? Jemand, auf den exakt Ihre Beschreibung passt, war dort und hat Clark Randalls Uhr versetzt. Das war ich bestimmt nicht. Wollen Sie mich dem Zeugen gegenüberstellen? Das kann gut sein. Danke für die Liste. Ist nicht der Rede wert, gern geschehen. Ja, Bose hier. Oh, guten Tag, Miss Byrne. Wie geht's? Sie haben mich doch kürzlich zum Essen eingeladen. Wie wär's mit heute Abend? Sogar sehr gern, sicher, ja. Gut, das passt mir ausgezeichnet. Ich habe da noch einige Fragen zu Immobilien. Aha. Warten Sie, wie wär's mit Ernestos? Um 7:30 bin ich bei Ihnen. Ich freue mich. Jetzt muss ich heute Abend nur noch seine aufdringlichen Hände abwehren. Das würde ich auch tun. Mich hat er ja mit sowas bisher nicht behelligt. Der Allerhellste ist er nicht gerade. Ich frage mich, hat das Sinn? Irgendwo sollte ich anfangen. Ich möchte nicht, dass über meine Schwester heimlich und vor allem schlecht gesprochen wird. Ich werde jeden Verdacht entkräften. Ich werde beweisen, dass sie nichts mit dem Diebstahl zu tun hat und auch nichts mit Clarks Tod. Sie sollten sich das nicht derart zu Herzen nehmen. Ward, wenn ich an der Schreibmaschine einen Fehler mache, kann ich ihn verbessern. Wenn ein ganzes Kapitel schlecht ist, kann ich es wegwerfen. Ja. Aber das hier ist nicht wieder gut zu machen. Jessica, Sie sind keinesfalls verantwortlich für den Tod dieser Frau. Sie haben vielleicht einen Fehler gemacht. Aber das ist auch alles. Und mir geht es doch auch nicht besser. Ich habe Ihnen diese Investition eingebrockt. Ohne mich werden Sie gar nicht hier. Fliegen Sie am besten morgen einfach mit mir zurück. Na, wie wär's? Also, ich fürchte, Lieutenant Hanner wäre darüber nicht sehr glücklich. Offen gesagt, es interessiert mich nicht, was ihn glücklich macht und was nicht. Ward? Sehen Sie mal da. Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Oh, hallo, Mr. Boss. So was. Schönen guten Abend, Mrs. Fletcher. Guten Abend. Mr. Soloway. Hallo. Wenn wir gewusst hätten, dass Sie hier sind, hätten Sie uns Gesellschaft leisten können. Ja, das war allerdings Pech. Ich finde, Miss Byrne sieht schon wieder wesentlich fröhlicher aus, Mr. Boss. Ich würde sagen, das ist das Resultat von gutem Wein und guter Gesellschaft. Und einem sonnigen Gemüt. Wenn ich mich recht entsinne, sind Sie doch derjenige, der ihr das Haus verkauft hat. Ja, aber sie ist nicht nachtragend. Die Wahrheit ist, ich denke, sie vermutet, dass ich ihr vielleicht helfen könnte, ihr Geld wiederzubekommen. Aber bitte sagen Sie ihr nicht, dass ich es nicht kann. Mr. Bose, Lieutenant Hanner meinte, dass Sie die letzte Person sind, die Clark Randall an dem Tag seiner Ermordung noch lebend gesehen hat.
Abgesehen von dem Mörder natürlich. Ja, ich habe ihn an dem Tag so ungefähr um 3 Uhr nachmittags nach Hause gefahren. Wir waren mit der Arbeit gerade fertig und er sagte, sein Wagen sei in der Werkstatt und seine Frau hätte das andere Auto. Aber jetzt entschuldigen Sie bitte, eine Dame wartet auf mich. Einen schönen Abend noch. Ich weiß ja nicht, was Sie denken, aber ich denke, wir sollten Lieutenant Hannah anrufen. Warum? Weil zwei Menschen miteinander ins Restaurant gegangen sind? Außerdem hat mir Lieutenant Hannah bereits zu verstehen gegeben, dass mich der Fall nichts mehr angeht. Ach, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Arm, Polly? Wie wär's mit einem kleinen Tänzchen, Cocktails? Ehrlich gesagt, Sterling, ich bin zu müde. Ach, kommen Sie schon. Es ist erst 9:30. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Danke sehr, bis bald. Na gut, ein Tänzchen, einen Cocktail. Und wo, Sterling? Bei mir. Ich bin nicht zu Hause, aber wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlassen, rufe ich Sie zurück. Ciao. Sterling, hier ist Kay Webber. Ich muss mit Ihnen über die Kaufverträge reden, die Sie bei der Bank hinterlegt haben. Die Wirtschaftsprüfer rücken mir auf den Pelz wegen der Leute, denen ich auf Ihre Empfehlung hin Darlehen gewährt habe. Rufen Sie mich so schnell wie möglich an. Sie haben ja meine Privatnummer. Das ist aber ein tolles Office. Sie lecken ja die ganze Nachbarschaft. Warum nicht? Wir feiern doch jetzt eine Party. Wollen wir die Party in der Einfahrt feiern? Ich schlage vor, wir gehen jetzt rein. Gute Idee. Diese Nacht wird uns bestimmt in der Erinnerung bleiben. Sterling, du hast ja so recht. Polly, was tust du da? Was soll das, Polly? Komm sofort zurück! Polly! Mrs. Fletcher, was suchen Sie hier? Ich warte, Lieutenant. Ich dachte, Officer Kruger hätte Ihnen Bescheid gesagt. Officer Kruger? Officer ist er gewesen, wenn ich dazu was zu sagen habe. Und jetzt fahren Sie schleunigst wieder in Ihr Hotel. Warum werde ich Sie bloß nicht los? Ich habe dem Officer gesagt, dass ich etwas Wichtiges mit Ihnen besprechen müsste und dass er, falls er mich loswerden will, mich gewaltsam entfernen muss. Ja, so in etwa war das. Und wer bitte hat Ihnen den Kaffee gemacht? Oh, niemand. Der Kaffee ist vom Hotel. Lieutenant, wollen Sie weiterschreien oder wollen Sie zuhören? Als ich Ihnen das letzte Mal zugehört habe, hätte es mich fast meinen Job gekostet. Kruger, bringen Sie mir einen Kaffee! Dieser verrückte Wüste. In den Nächten hier kann man erfrieren und kurz danach am Hitzschlag sterben. Was wollen Sie, Mrs. Fletcher? Ein Gedanke verfolgt mich noch. Ich ließ den Mord heute Nacht Revue passieren. Ich musste immer wieder daran denken, wie Sie Clark Randalls Taschen durchsucht haben. Was meinen Sie? Nur zunächst habe ich nicht darüber nachgedacht. Aber ich erinnere mich, Sie haben irgendetwas aus seiner Innentasche genommen. Sie meinen wohl den Pass? Ja, ich war beinahe sicher, dass es ein Reisepass war. Entschuldigen Sie, Lieutenant, die Kaffeemaschine ist kaputt. Wir müssen den Reparaturdienst rufen. Kein Kaffee? Dieses Loch hier ist langsam kaum noch auszuhalten. Sie dürfen herzlich gerne ein bisschen von meinem abhaben. Nein, danke. Der Kaffee ist gut und noch heiß. Vielleicht einen kleinen Schluck. Danke, Ma'am. Was ist denn nun mit Clark Randalls Reisepass? Wissen Sie, ich habe gedacht, Sie haben also den Reisepass in der Innentasche seines Mantels gefunden. Niemandem ist etwas dabei aufgefallen. Damals wussten wir noch nicht, dass 3 Millionen Dollar verschwunden sind. Er wollte sich mit dem Geld absetzen. Wenn er es nicht schon vorausgeschickt hatte. Auf ein Schweizer Bankkonto oder sowas ähnliches. Jedenfalls wollte er weg. Vielleicht sogar an dem Abend. Leider hat jemand seine schönen Pläne auf einmal durchkreuzt. Das ist leicht herauszubekommen, Mrs. Fletcher. Ich werde die eine Hälfte der Flughäfen anrufen und Sie die andere. Da drüben steht ein Telefon. Das mache ich gern, Lieutenant.
Richtig, Randall. Clark Randall. Abflug von Los Angeles. Ja, ich verstehe. Okay, richtig. Ja, ich hab's. Danke, Miss Peabody. Für den Tag des Mordes war ein gewisser Mr. Clark Randall auf der Maschine nach Buenos Aires gebucht. Die Tickets wurden nie abgeholt. Tickets? Auf den Namen Mr. und Mrs. Clark Randall. Oh nein. Oh doch. Die Dame hatte die nicht abgeholten Tickets vor sich auf dem Tisch. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin sicher, dass Marion nicht die geringste Ahnung hatte, dass ihr Mann dabei war, das Land zu verlassen. Sie war den ganzen Tag unterwegs, Einkäufe machen, Freunde besuchen. Wer war dann bitte die Reisegefährtin, die angebliche Mrs. Randall? Vermutlich eine Frau, die zu ihm Clark sie sagte. Das sagt beinahe die ganze weibliche Bevölkerung von Palm Springs. Ja, Hannah? Oh, ja, ja. Hallo, Miss Peabody, die Fluggesellschaft. Was? Wie war das? Und ob mich das interessiert? Nein, 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 das tun Sie nicht. Sie behalten sie und ich schicke jemanden nach L.A., damit er sie holt. Vielen herzlichen Dank. Was ist denn jetzt passiert? Miss Peabody fragt, ob sie die Bezahlung für die Tickets dem Kreditkartenkonto des Käufers gutschreiben lassen soll. In Anbetracht Clark Randalls finanzieller Situation, tot oder nicht, ändert das die Lage auch nicht besonders maßgeblich. Nicht, wenn die Tickets mit Clark Randalls Kreditkarte bezahlt worden wären. Aber wissen Sie, wer sie gekauft hat? Die Ex-Bank-Vizepräsidentin Kay Weber. Entschuldigen Sie, Lieutenant. Die Stunde ist noch nicht zu Ende. Sie ist zu Ende. Mrs. Fletcher und ich wollen mit Ihnen reden. Wir treffen uns in 15 Minuten auf der Terrasse. Mrs. Fletcher, ich wollte mit Clark nicht ins Ausland gehen. Verstehe. Sie haben ihm und seiner Frau ein paar Flugtickets gekauft, weil Ihnen sein Rasierwasser gefallen hatte. Ma'am. Was ist Ihre Unterschrift auf der Kreditkartenquittung? Ich weiß nicht, wieso ich mich mit ihm eingelassen habe. Hören Sie, Lieutenant, ich habe das alles gewusst. Diese Heimlichtuerei, wir mussten ständig lügen und am schrecklichsten war, dass ich nicht die Einzige gewesen bin. Also, Sie haben die Randalls ermordet, dann haben Sie sich das Geld angeeignet, das Clark gestohlen. Das glauben Sie doch selbst nicht. Nichts davon ist wahr. Es war ganz anders. Ich habe mich in Clark verliebt, als er Geschäfte mit der Bank machte. Er hatte mir versprochen, mich auf eine Ferienreise nach Buenos Aires mitzunehmen und am Vorabend wollte er von Marion die Scheidung verlangen. Aber Kay, diese Tickets galten nur für den Hinflug. Ich meine, haben Sie Clark nie gefragt, wann und wie er wieder nach Hause fliegt? Oder Sie? Ich dachte, wir würden mit dem Schiff zurückkommen. Er wollte an dem Abend pünktlich um 9 Uhr bei mir sein und dann mit mir zum Flughafen fahren. Ich war vorher sogar in Clarks Haus. Marion kam vom Einkaufen, kurz nachdem wir aus der Badewanne gestiegen waren. Ich war sicher, dass sie etwas ahnte, aber sie ließ sich nichts anmerken. Sie war ziemlich blöd. Vielleicht aber auch nicht. Also, ich stelle mir das so vor. Ich glaube, Clark hat ihr von uns erzählt. Vielleicht hat sie sogar selbst herausgefunden. Jedenfalls hat Marion ihn erschossen. Das ist wohl alles. Und Sie waren immer davon ausgegangen, dass Marion Clark ermordet hat? Ich habe die zwei gegen 5 Uhr nachmittags verlassen. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Und das wollten Sie verschweigen? Lieutenant, können Sie das nicht begreifen? Ich hatte Angst. Ich war starr vor Entsetzen. Das Verhältnis mit ihm macht mich zur Hauptverdächtigen. Es hätte mich sicher meine Karriere gekostet, Lieutenant. Das Dumme dabei ist, ich habe ihn wirklich geliebt. Das können Sie mir glauben, ich habe ihn wirklich geliebt. Alles war so gut für diese Ferien vorbereitet. Clark hatte auch für einen Mietwagen gesorgt, mit dem wir nach L.A. fahren wollten. Er stand schon vor seinem Haus bereit. Wissen Sie das bestimmt? Ganz bestimmt. Pags Leihwagen stand auf dem Schild. Aber das ergibt keinen Sinn. Was ergibt keinen Sinn? Sterling Bowes hat mir gesagt,
dass er Clark nach Feierabend selbst nach Hause gefahren hat, weil sein Auto in der Werkstatt war. Wenn er einen Leihwagen hatte, wieso sollte Bose ihn nach Hause bringen? Und nicht nur das. Warum sollte er ein gemietetes Auto in der Sonne stehen lassen, wenn in der Garage genügend Platz vorhanden war? Bitte, Lieutenant, die Liste aller Wagen, die wir am Wochenende hier verliehen haben. Danke. Hier ist einer, der in Los Angeles am Flughafen abgegeben werden sollte. Er wurde aber nur 30 Meilen gefahren und es sind beinahe 100 von Palm Springs nach L.A. Zeigen Sie mal her. Oh, ja, ich weiß Bescheid. Der Kunde ist nicht nach L.A. gefahren. Er hat das Auto nur kurz behalten und dann wieder zu uns zurückgebracht. Wer war der Kunde? Rechnungsnummer 6475. Ich werde mal nachsehen. Hier ist der Vertrag. Ich hoffe, es ist Ihnen beiden klar, dass es ein langwieriger Prozess ist. Ja, ich habe meine Klienten schon darauf vorbereitet, dass sie sich mindestens 6 Monate gedulden müssen. Sagen Sie mir, wann die nächste Sitzung ist. Ich werde da sein. Das tue ich. Jessica, da sind Sie ja. Ich war schon in Sorge um Sie. Lieutenant Hanna und ich waren mit dem Mordfall beschäftigt. Oh, mit welchem? Mit beiden Fällen. Entschuldigen Sie bitte, Miss Byrne. Würden Sie in mein Büro mitkommen? Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Darf ich zuerst fragen, wieso? Worum geht es? Es geht um die Morde an Clark Randall und seiner Frau Marian. Dies ist eigentlich keine Bitte, Ma'am. Ich bin bereit, Sie zu verhaften, falls das nötig sein sollte. Ich habe Clark an dem fraglichen Tag gar nicht gesehen. Und was für eine Reise nach Buenos Aires, Miss Byrne. Obwohl zweifellos Kay Webber die Tickets gekauft hat, sind der Lieutenant und ich davon überzeugt, dass Clark Sie mitnehmen und das Land mit den $3 Millionen verlassen wollte. Mich mitnehmen? Wieso das? Weil Ihr Name auf dem Vertrag für einen Leihwagen steht, Ma'am. Dieser Kerl hatte es wirklich drauf. Er hat gründlichst alle Spuren verwischt. Kay Webber musste die Tickets kaufen und Sie das Auto mieten. Er hat mich um $100,000 betrogen. Ja, und Sie haben keine Gelegenheit versäumt, uns ständig darauf hinzuweisen. Die betrogene Investorin. Man würde kaum darauf kommen, dass Sie mit dem Mord und dem Diebstahl etwas zu tun haben. Interessant. Jetzt habe ich gestohlen und gemordet. Mrs. Fletcher, ich hoffe, Sie haben einen sehr guten Anwalt. Miss Byrne, wir haben mit Ihrem Arzt gesprochen und er sagte, Sie schlucken seit ungefähr 7 Jahren Nardin. Ja, ich nehme Nardin. Na und, das nehmen hier sehr viele Frauen. Wussten Sie, dass Marian Randall allergisch dagegen war? Nein, woher auch? Das war's, Lieutenant. Diese Tasche haben wir in Ihrer Garage gefunden, hinter der Werkzeugkiste. Und hier ist der Durchsuchungsbefehl von Richter Daly. Nur fürs Protokoll, Ma'am. Ich glaubte tatsächlich, dass ich damit durchkommen würde. Das erste Mal in meinem Leben dachte ich, diesmal gewinne ich. Und jetzt erzählen Sie, was passiert ist. Bevor ich ankam, da kann ich nur raten. So gegen 17.30 Uhr fuhr ich auf Clarks Haus zu. Ich musste am Stoppschild halten, als Kay Webber vorbeifuhr. Sie hat mich gar nicht gesehen. Ich wusste, sie kam von Clark. Das Auto, das ich für die Fahrt nach L.A. gemietet hatte, stand auf der Straße. Ich hatte gedacht, dass Clark allein wäre und war überrascht, als ich Marians Stimme hörte. Er erklärte ihr, dass er sie wegen einer anderen Frau verlassen würde. Sie wollte wissen, wer diese andere Frau wäre, aber Clark antwortete, er habe zu packen. Er hätte einen Flug für den Abend gebucht. Plötzlich griff Marian nach seiner Aktentasche. Sie fragte, ob er sie mitnehmen wolle. Er wurde wütend und entriss ihr die Tasche. Als er in das Nebenzimmer gehen wollte, zog sie eine Waffe und schoss ihn in den Rücken. Dann fiel sie in Ohnmacht. Ich traute meinen Augen nicht. Ich lief zur Hintertür und betrat das Haus. Clark rührte sich nicht. Ich dachte, er wäre tot. Dann sah ich das Geld, das aus der Aktentasche gefallen war. In dem Moment bewegte er sich. Er sagte, ich solle schnell einen Arzt rufen. Ich fragte ihn, woher er das Geld hätte. Clark sagte, es sei von Golden Palms und er wolle vorzeitig aussteigen. Er sagte, es sei unser Geld, seins und meins. Komisch. Wir hatten gemeinsame Pläne, aber ich hätte nie geglaubt, dass er sich kurzerhand $3 Millionen besorgt. Ich wusste, er würde mich sowieso irgendwann wegen einer anderen Frau verlassen. Und den Arzt rufen hieß Polizei und Fragen über die Millionen. Also rief ich den Arzt nicht. Ich bin zwar meistens pleite, aber dumm war ich nie. In der Nähe lag ein Kissen. Ich nahm es. Er hatte nicht mehr die Kraft, sich zu wehren.
Währenddessen lag Marion, die dachte, dass sie ihren Mann erschossen hätte, ohnmächtig am Boden. Ich habe beschlossen, sie das auch in Zukunft glauben zu lassen. Sie nahmen also das Geld und verschwanden? Genau. Aber nicht seine Uhr und das Geld aus der Brieftasche. Nein, wozu? Einen Moment mal, wenn Sie es nicht getan haben, Miss Byrne, wer dann? Marion Randall. Was? Überlegen Sie mal, Lieutenant. Marion wacht auf. Sie findet den toten Clark. Sie denkt, sie hat ihn ermordet. Sie weiß, dass sie es war. Sie gerät in Panik. Was soll sie der Polizei bloß erzählen? Sie fasst einen Plan. Einbruch. Genau. Sie nimmt die Uhr an sich und lässt sie da liegen, wo sie jemand finden kann. Jemand, der sie versetzen würde. Und dann machte Marion jede Menge Wind. Sie heuerte einen Detektiv an, der die Uhr finden sollte, um ihre Unschuld zu beweisen. Aber das war gefährlich für sie. So war es doch, Miss Byrne. Es gab da nämlich ein Problem. Und zwar die Millionen. Sie wussten, die Veruntreuung würde bekannt werden und sicher würde Marion sich Gedanken machen. Was ist passiert? Wo ist das Geld? Sie mussten sie zum Schweigen bringen. Wenn sie sich das Leben nehmen, sähe sie nur umso schuldiger aus. Und nach ihrem Tod wäre der Fall abgeschlossen. Ich ging zu Marion und gab vor, etwas über dieses Geld zu wissen. Ich habe ihr Nardin ins Weinglas gegeben, sodass sie schläfrig wurde. Es wirkte schnell, sie konnte schon nicht mehr auf den Füßen stehen, als ich sie ins Auto setzte. Als ich sie verließ, dachte ich, es wäre überstanden. Schade, ich habe mich geirrt. Ich hatte nie besonders viel Glück. Mit Männern, mit Geld, mein ganzes Leben. Hallo, herzlich willkommen in Cabot Cove. Wissen Sie, dieser kleine nette Hund erinnert mich daran, dass ich einem sehr guten Freund einen Brief schulde. Bill Boyle. Sie kennen ihn ganz bestimmt. Er war früher linker Verteidiger für einen Footballverein, der in die Nationalliga aufstieg. 35 Jahre lang war Football für Bill sein Ein und Alles. Und er war sehr erfolgreich, bis ihn seine Knie im Stich ließen. Also stand er plötzlich wie so viele talentierte Sportler ohne Arbeit da und ohne Zukunftsperspektive. Ich weiß nicht genau, wie es dazu kam, dass er plötzlich Privatdetektiv wurde, aber eins weiß ich. Auch wenn er elegante Anzüge trug und erfolgreich wirkte, war Bill alles andere als gut in dem Job. Das war die Zeit, bevor er Jack kennenlernte. Und Jack war... Aber ich galoppiere davon. Die Beziehung zwischen Jack und Bill begann, als ein gewisser Johnny Wheeler in Los Angeles eintraf. Doch weder Johnny noch der Hund an seiner Seite waren das, wonach sie aussahen. I'm going to go to the hospital.
Was für lustige Leute. Hey, warten Sie mal. Sie sollten mal die Herrentoilette überprüfen. Da sind ein paar merkwürdige Typen drin und irgendwas scheint an denen faul zu sein. Oje. Oje, wie kann man nur sowas sagen? Was meinen Sie mit Oje? Mr. Boyle, bitte einen Moment. Lieber Mr. Boyle, ich habe eine gute Nachricht und ich habe auch eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute. Diesmal werden Sie weder die staatliche noch die bundesstaatliche Einkommensteuer zahlen müssen. Ja? Das ist fantastisch. Die schlechte Nachricht ist, Sie können jederzeit festgenommen und der Stadtstreicherei beschuldigt werden. Das ist ein Witz, über den nur Steuerberater lachen. Tatsache ist, Sie sind pleite. Niemand würde es bei dieser Umgebung vermuten, aber gäbe es nicht noch Ihre Football-Pension, müssten Sie gewiss betteln gehen. Nett, aber das bleibt doch hoffentlich unter uns beiden. Und dem Institut für Kreditvergabe und dem exklusiven Männerbekleidungsladen? Na schön, ich bin pleite. Es geht eben mal rauf und mal runter. Haben Sie raufgesagt? Haben Sie das von Freunden gehört? Man kann nicht immer Glück haben. Mr. Boyle, ich war einverstanden, bei Ihnen Buch zu führen für gelegentliche Footballkarten und weil meine Bewunderung für Sie als ehemaligem erfolgreichen Sportler... Sie müssen nicht so tun, als wäre ich schon tot. Und weil meine 6 Söhne mich sonst verachten würden. Aber ehrlich gesagt, Mr. Boyle, so kann es nicht weitergehen. Das heißt also wohl, ich kann Mona nicht wieder einstellen, hm? Ihre ehemalige Sekretärin kann Sie wegen Nichtbegleichung früherer Schuldscheine sofort gerichtlich verklagen. Tut mir leid, ich hoffe, Sie rappeln sich wieder auf. Ja. Hier. Hier sind ein paar Karten für das Spiel morgen Abend. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß. Oh, danke. Ja. Ja, hallo? Bill? Habe ich einen schlechten Zeitpunkt erwischt? Oh, Celia. Nein, ich beschäftige mich nur mit dem Zustand meines Finanzimperiums. Problem? Nein, keine Probleme. Ich rufe nur an, um dich zu erinnern, dass wir morgen zum Abendessen verabredet sind. Oh, ist das wahr? Was hältst du von einem ruhigen Plätzchen? Vielleicht komme ich zu dir? Die letzten beiden Male hatten wir ein ruhiges Abendessen bei mir. Wir haben morgen eine Einladung bei den Sorrentinos. Bei dem Gebrauchtwagenhändler? Nein, Bill. Das ist Südkaliforniens erfolgreichster Autohändler. Er interessiert sich zufällig sehr für ein 6-Millionen-Dollar-Objekt, das ich geplant habe. Das ist wichtig. Der Kerl ist langweilig. Es gibt für ihn nur ein Gesprächsthema, Steuerabschreibung. Und seine Frau, sowas dürfte nicht frei herumlaufen. Die kann man doch nicht als Frau bezeichnen. Ja, diese Leute sind wichtig für mich, bitte. Nun, ich weiß, du wirst es sicher nicht sehr gut finden, aber ich habe keine Lust, ständig in dreckigen Lokalen zu sitzen, wo es nach Schweiß und anderem Mist stinkt. Ach, komm schon, Schatz. Die Field-Goal-Gaststätten haben doch eine hochklassige Klientel. Stimmt, und das Schönste an ihnen sind die Bowling-Trophäen. Also hol mich morgen um 7 Uhr ab. Gut gelaunt und mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Sehr gern, ich ziehe meinen besten Smoking an. Bill, Smoking muss wirklich nicht sein. Eine Krawatte reicht. Ja. Was soll das heißen, ja? Was für eine Begrüßung ist denn das? Johnny, hey, das gibt's doch nicht. Wie geht's dir, mein Freund? Was tust du so? Hey, du bist ja so schlank. Nein, nur in Form. In wie viel läufst du 100? Nein, 3. In voller Länge, raus mit dir. Auf Rollschuhen. Das ist 5 Jahre her, dass ich zum letzten Mal deine hässliche Visage sah. Wo hast du dich rumgetrieben? Ich komme gerade eben aus Puerto Rico zurück. Davor war ich in Rio. Oh, Bill, sag Jack guten Tag. Jack, Bill Boyle. Wie geht's dir? Er ist süß. Wie bist du denn auf einen Hund gekommen? Hey, apropos süß. Wie geht's Penny? Das Letzte, was ich hörte, gut. Wir haben uns getrennt. Sie lebt wieder in Kansas City und hat ein neues Leben begonnen. Das tut mir sehr leid, das wusste ich nicht. Das muss es nicht. Ich war ein untauglicher Ehemann. Das weiß ich schon. Und, bist du schon verheiratet oder erntest du in der gemischten Sauna schiefe Blicke? Was, ich verheiratet? Du machst wohl Witze, Papi. Ich hab doch meinen Jack. Darf ich gerade von ihm sprechen?
Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich habe noch was Wichtiges zu erledigen und kann Jack nicht mitnehmen. Und da wollte ich dich fragen, nein, nein, ob ich ihn bei dir lassen könnte. Nein, nein, ich habe zwei einen Termin. Ich bin sofort wieder zurück. Wirklich, Johnny, immer schon machst du solche Sachen mit mir. Boyle, Boyle, das ist unser Mann. Wenn er es nicht kann, kann es niemand. Bin bald wieder da, Papi. Ja, ja, das haben wir schon hinter uns. Nicht so laut, ich hab dich gehört. Ein paar Stunden waren vergangen und Bill wurde zunehmend nervöser, denn er wollte den 2-Uhr-Termin natürlich nicht verpassen. Na gut, Bürschchen, ich geb's auf. Spazieren gehen? Ja, dann gehen wir spazieren. Aber kein Gekläffe, benimm dich ja anständig. Bill stellte sich unter einem Hund einen deutschen Schäferhund oder einen Dobermann vor. Auf keinen Fall so einen affigen kleinen Frufru, mit dem er sich genierte. Wenn ich Hilfe brauche, Krauskopf, werde ich es dir sagen. Mist, hat sie mir einen Gefallen tun? Ihren Hund zurück. Einen Moment, mein Fräulein. Erstens ist das überhaupt nicht mein Hund. Ich pass nur auf ihn auf. Und zweitens ist doch Ihr Rambo eine wilde Bestie. Falsch. Das normalerweise sagen Sie, ein Lama wurde 600 Mal in der Zustand trainiert. Dann gehen Sie am besten hin und lassen sich Ihr Geld wiedergeben. Sei ruhig, Pudel. Jack, Jack, halt die Klappe. Edgar, sitz. Jack, sitz. Das ist wirklich ein wunderschöner Hund. Ich nehme an, er hat einen Stammbaum. Er hat nicht in meinem Büro gepinkelt, wenn es das ist, was Sie meinen. Was? Hören Sie, was ich von Hunden verstehe, das können Sie gleich vergessen. Ich bin nur der Hundesitter für einen Freund, aber glauben Sie mir, wenn ich mir mal einen anschaffen würde, dann sähe er aus wie Ihrer, bestimmt. Nein, nein, ich mache nur ein paar Aufnahmen für die Sonntagsausgabe. Sowas wie Theater in L.A., Who is Who, Gesellschaftsklatsch. Das ist sehr interessant, aber sollten Sie nicht die Kappe von der Linse nehmen, ehe Sie abdrücken? Hör mal genau zu, was ich dir sage. Ich schäme mich mit dir. Wahrscheinlich bist du in den Augen mancher Leute was ziemlich Nettes, aber mein Typ bist du nicht, Jack. Wenn das dein richtiger Name ist, was ich mir nicht denken kann. Zu dir passt eher Makrone oder Marzipan, stimmt's? Ich begreife nicht, dass sich Johnny nicht geniert mit einem Hund, der so frisiert ist. Oh, Mama mia. Das hatte ich verlegt. Oh, das gefällt mir gut. Da kommt Freude auf. Was suchst du denn da, Floppy? Den Kerl, der hier gewütet hat, bring ihn bald her. Ich möchte ihn mir vornehmen. Muss ein Däumling sein, hm? Weißt du, was das ist, Dummchen? Das ist mein Mittagessen. Soll ich mal raten? Du hast Hunger. Zu schade. Das ist keine Leberpastete, mein Bürschchen. Das ist Knoblauchquark mit Mayonnaise. Okay. Ich hab gelogen. Hier. Wenn dir schlecht davon wird, Bill zweimal und ich halte dich aus dem Fenster. Na. Herein. Entschuldigung, wie sieht das denn hier aus? Putzen Sie Fenster, meine Liebe, wie wär's mit Böden? Wie Sie sehen, bin ich ziemlich unordentlich. Mr. Boyle? Ja, ich bin Bill Boyle.
Ich bin Maria. Maria Wheeler. Wheeler? Johnnys Frau. Er sagte, ich soll Ihnen sagen, dass es ihm sehr leid tut, aber er hat schrecklich viel zu tun. Er hat mich gebeten, den Hund abzuholen. Oh, Sie meinen den Pinscher hier? Ja, den Pinscher. Ich soll ihn ausrichten, dass er Sie später anrufen wird und dass er sich bedankt. Er bedankt sich also. Ja, genau. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich einen Anruf mache? Ich habe leider sehr wenig Zeit. Es dauert bestimmt nicht lange. Wissen Sie, mein Schwager ist Lieutenant bei der Polizei in Los Angeles und selbst wenn er auch kein Spezialist für Hundeentführung ist, könnte ihn eine gewisse Frau interessieren, die behauptet, sie sei mit einem Junggesellen verheiratet und die nicht einmal den Namen ihres Hundes weiß. Wenn Sie möchten, Mr. Boyle, kann ich mich gerne ausweisen. Ich würde zwar lieber Ihren Führerschein, aber... Bill? Lou, ich habe keine Zeit. Wenn es um Golf am Sonntag geht, ist die Antwort ja. Es geht nicht um Golf. Wo hast du den Pudel her? Aus einem Kaugummiautomaten. Macht es dir was aus? Ich verfolge eine Frau. Was gibt es sonst noch Neues? Ich möchte wissen, kennst du einen Kerl, 1,80, 1,90, etwa dein Alter, schwarzes Haar, Schnurrbart? Davon gibt es viele. Dieser Mann liegt im Krankenhaus mit 2 Kugeln in der Brust. Das Einzige, was er mir sagen wollte, waren 2 Worte. Bill Boyle. Mach dir um deinen Köter keine Sorgen. Im Auto ist er gut aufgehoben. Habe ich gesagt, dass ich mir Sorgen mache? Hilfe! Hol deinen Arzt! Drei Beutel Infusionsflüssigkeit. Was hat das zu bedeuten? Ich meine 3 davon. Wirklich, fasste man alles zusammen, hatte Bill Boyle nicht unbedingt seine besten Tage. Ein sehr guter Freund, Johnny Wheeler, war tot. Von Unbekannten umgebracht. Nur Johnny kannte sie, der ein geheimnisvolles Rätsel hinterließ. 3 Infusionsbeutel lagen nämlich auf dem Boden, als er im Sterben lag. Das Pech verfolgte ihn auch noch an dem Abend, an dem Bill bei seinem Ex-Schwager, Polizeileutnant Lou Brickman, eingeladen war. Ich glaube, Blitz will rauskommen. Blitz bleibt da, wo er ist. Warum ist Blitz in der Wäschekammer? Wieso muss er nicht in die Wäschekammer? Weil Jack unser Gast ist, Schatz. Komisch, Bill, ich habe nie gewusst, dass du Hunde magst. Mag ich auch nicht. Ich habe vor kurzem mit Penny telefoniert. Sie hat sich einen Hund angeschafft. Weil sie jetzt so allein in ihrem großen Haus in Kansas City ist. Lass das Thema, Marge. Ich habe nichts weiter gesagt. Wir wissen, was du sagen wolltest, Marge. Blitzköter, hör auf damit. Ich kann das nicht hören. Dann geh und mach die Hausaufgaben. Beide. Dad, es ist August. Wir haben Ferien. Dann geht nach oben Fernsehen. Da gibt es nur Nachrichten. Dann seht ihr, was es Neues gibt. Da könnt ihr was lernen. Zischt ab. Ich muss da was mit Onkel Bill besprechen. Wenn du erlaubst, gehe ich mit den Kindern. Die Kinder brauchen mich. Hör zu, es tut mir leid, wegen dem Hund. Ich brauche noch ein paar Fakten über deinen Freund Johnny Wheeler. Wo kam er her? Warum wurde er umgebracht? Hat er dir nicht erzählt, was er hier wollte? Nur, dass er aus Puerto Rico eingeflogen sei, eine Verabredung hätte und mich bat, seinen Hund zu hüten. Wir fragten die Fluggesellschaften. Wir überprüften die Namen der Schifffahrtslinien. Es gab niemanden mit dem Namen Johnny Wheeler. Auf keiner der Passagierlisten von Puerto Rico. Ich kann dir nicht mehr sagen, als ich weiß. Also hat er vielleicht einen anderen Namen angegeben. Warum sollte er? Wenn du mir einreden willst, dass Johnny Wheeler faule Sachen machte, vergiss es. Johnny war rechtschaffen und ehrlich. Wieso benutzt ein Rechtschaffener den Namen Bruce Forrester? So ist es. Eine Stewardess hat Wheelers Foto als Forrester identifiziert. Sie war etwas verunsichert, weil Forrester eine dunkle Brille trug. Er benahm sich, als sei er blind. Aber
Sie erinnert sich an den Hund. Dein Freund war bestimmt nicht rechtschaffen. Und er war auch keine ehrliche Haut. Peinlicher Abend. Nicht mal die Kinder mochten dich. Kinder, die Hunde lieben. Aber du bist was anderes. Glaub mir, sobald ich herausgefunden habe, was hier gespielt wird, setze ich dich aus. Nein, hör auf, mich abzuschlecken. Mit ein bisschen Glück wird dich irgendeine alte Frau bei irgendeinem Mülleimer schon aufgabeln. Dann gibt es nur noch Filet oder Schnecken oder was immer deine Leibspeise ist für den Rest deines Lebens. Nimm dir ein Handtuch und zieh dich aus. Gute Idee, Kinder, aber es gibt nicht genug Platz für mich. Oh, für dich machen wir uns ganz schlank. Hör zu, steh oder sitz, das ist mir egal, verstehst du? Aber bleib da. Das Wasser ist ganz warm. Trau dich doch. Wisst ihr, was mich interessiert? Wie kommt es, dass wir der schönsten Stewardessen den Abend ohne männliche Begleitung beenden? Weil wir eine Pause brauchen. Oder hast du es vergessen? Donnerstags müssen wir uns erholen. Oh. Weißt du, schon nach wenigen Minuten hier drin fangen die gesamten Muskeln an, sich zu entspannen. Und alle Gifte lösen sich aus deinem erschöpften Körper. Er sagt, dass er erschöpft ist. Das muss er sein. Wir haben nicht viel von ihm gesehen in letzter Zeit. Git, wer ist das? Du solltest sitzen bleiben, Dummchen. Oh, ist der süß. Gehört er dir, Bill? Ich weiß nicht. Lass das fummeln. Oh, er ist ein absoluter Schatz, Bill, wirklich. Er ist wahnsinnig süß. Dankeschön. Tja, dann bis irgendwann, Kinder. Gute Nacht, Bill. Gute Nacht, Schneeglöckchen. Hat schon mal einer gesagt, dass man mit dir zum Mönch wird? Ich habe mir Folgendes gedacht, Panther. Du brauchst einen ordentlichen Militärhaarschnitt. Was ist denn jetzt los? Ist eine Katze irgendwo? Keine Sorge, Pudel. Die Mütze wird dir nichts tun. Kannst du nicht mal leise sein? Wenn dich mein Nachbar so bellen hört, müssen wir bald noch im Auto schlafen. Wenn du überleben willst, dann gibst du es uns jetzt. Was soll ich euch geben? Wir haben Wheeler gründlich untersucht, da war es nicht. Er hat es also dir gegeben. Und wir wollen es... Nehmt euch den Hund. Den Hund. Jack, komm her! Kannst du mir sagen, warum sie dich warten? Mit Erfolg hatte Bill die Hundeentführung abgewehrt und begann sich ernsthaft die Frage zu stellen, ob Jack nicht doch mehr als ein affiger Hund sei. Viel mehr. Gleich am nächsten Morgen verständigte er Lieutenant Brickman und brachte Jack in einen Polizeizwinger. Hören Sie, mein Lieber, mein Schwager ist Detective Lieutenant Louis Brickman. Ihre Mutter mag auch die Freundin unseres Präsidenten sein. Sie soll doch nur geröntgt werden. Und was sonst noch? Waschen und legen? Das hier ist kein Polizeihund. Woher wissen Sie das? Vielleicht ist er inkognito. Auf Wiedersehen, Mister. Ich habe zu tun. Bill. Hallo, bist du so nett und sagst... Lieutenant, Sie können mir sagen, was Sie wollen, aber auf keinen Fall durchleuchte ich irgendwelche putzigen Pudel.
Tut mir leid, Doc, aber mit dieser Bescheinigung werden Sie es müssen. Färben Sie ihn rosa. Okay, du hast sein Halsband, seine Leine, seine Marke und nun auch seinen Verdauungsapparat untersucht. Bist du zufrieden? Irgendwelche Schlägertypen sind hinter ihm her. Wieso? Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß es auch nicht, aber ich werde es herausfinden. Und gehst dabei drauf. Bill, diese Kerle gestern, die kamen nicht zum Scherz. Warum lässt du den Hund nicht hier? Er wäre sicher. Ach, Lou, vergiss das bitte. Wer immer Johnny getötet hat, ist mit Sicherheit hinter dem Pudel her. Und wenn das so ist, bekommen sie es mit mir zu tun. Tut mir leid, Mr. Baxter, aber das müssen Sie mit Mr. Bolts Geschäftsführer besprechen. Er ist für die Rechnungen zuständig. Aha. Sir, wenn Sie meinen, die Büromöbel zurücknehmen zu müssen, bitte sehr. Sagte ich eben nicht gerade, Mr. Boyle ist wegen eines wichtigen Falles unterwegs. Er wird in ein paar Wochen wieder da sein, ja. Ja, tun Sie das bitte, Mister. Mona, schön, dass du wieder da bist. Ich sage Ihnen, ist wohl ziemlich abwärts gegangen, seit ich fort bin. Wer ist er? Ein Klient. Wie ist er auf Sie gekommen? Durch das Branchenbuch? Das ist eine lange Geschichte. Was ist mit dem Job in der Werbeagentur? Ach, es hat nicht funktioniert. Ich habe Ihnen meine Meinung über einen Kunden gesagt. Hier bei Ihnen war das nie ein Problem. Also, sollen wir die Müllabfuhr anrufen oder schmeißen wir das Zeug einfach aus dem Fenster? Mal sehen, was davon noch zu gebrauchen ist. Ich habe meine Mutter angerufen und ihr gesagt, dass ich wieder hier arbeite. Sie antwortete, Mona, bist du wahnsinnig? Komm nach Hause, bleib eine Weile bei mir. Ich sagte, Ma, ich bin doch nicht wahnsinnig. Sie hat bestimmt schon einen Beutel gepackt, um mich heimzuholen. Was sagtest du gerade? Ich sagte gerade, ich habe meine Mutter angerufen und ihr gesagt, dass sie... Der Kerl sagte, er hätte die beiden Beutel von Wheeler und... Welcher Kerl? Beide, zwei. Aber Johnny hielt drei Beutel mit Infusionsflüssigkeit. Wer ist Johnny? Das ist es, was Johnny mir zu sagen versuchte. Drei Beutel, nicht zwei. Sie bekamen aber nur zwei Gepäckquittungen. Er muss die andere vernichtet haben. Kraus Kopf, los geht's. Bill, ich habe kein Wort verstanden. Wo gehen Sie denn hin? Ich muss ein Gepäckstück holen. Tu, was du kannst, ja? Tausend Dank. Hi, Mona. Schön, dass du wieder da bist. Das freut mich. Du hast eine neue Haarfarbe. Ach, ist meine Spülung. Sieht gut aus. Danke, Bill. Sie verstehen, Komplimente zu machen. Ja? Ich möchte ein Gepäckstück haben. Gepäckschein. Habe ich verloren, aber ich kann nicht... Kein Gepäckschein, kein Gepäckstück. Jack, geh und finde es. Hey, er darf hier nicht rein. Er ist einfach abgehauen. Rufen Sie Ihren Hund. Humphrey, oh Humphrey. Ich gehe ihm nach. Ich hol ihn. Hey, mein Freund, tun Sie, was Sie wollen, aber die Sache ist die, der Hund war krank. Tollwut, glaube ich. Und der Arzt sagt, nur ein kleiner Biss. Aber gehen Sie nur, ich meine, was soll's, so schlimm kann ein kleiner Biss nicht sein. Okay, legen Sie ihm die Leine an und holen Sie ihn hier wieder raus. Ja, ja. Hey, das dürfen Sie nicht. Ganz ruhig, Mister. Ich will keine etwas, hole dir etwas und seinen Leuten. Ich vertraue ihnen. Jetzt redet der andere Mann. Nein, nein. Es muss am 25. sein, und zwar pünktlich um 7.30 Uhr. Das ist unsere einzige Chance. Hier sind Ihre Tickets, Flugnummer 21. Das geht zu schnell. Wird dort sein. Sie wird die Waffen haben. Das ist die Stelle, wo der Kerl die Kamera bemerkt hat. Sehen Sie das? Jetzt dreht sich der andere um. Halten Sie an, nochmal zurück. Lassen Sie das Bild stehen, Eddie. Mr. Browder? Ich habe genug gesehen. Licht. Mrs. Freeze, vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir melden uns, wenn wir Sie nochmal brauchen. Gerne. Jederzeit. Vielen Dank. Wir haben versucht, mehr über diese Leute zu erfahren, Mr. Browder, aber bisher ohne Glück. Ja, für solche Leute ist eher der Geheimdienst zuständig als Sie, Lieutenant. Der CIA? Ich dachte, Sie wären ein Spezialist. Ja,
Ich bin für politische Fälle zuständig, Regierungsangelegenheiten. So wie Ihr Freund Johnny Wheeler. Johnny arbeitete für eine Ölgesellschaft. Ja, und für uns. Johnny wurde umgebracht, weil... Er war etwas Großem auf der Spur. Der Mann, den wir gesehen haben, ist Stephen Bauman. So eine Art internationaler... Er ist ein Gangster. Offensichtlich hat Bauman diesen Mann gedungen, dessen Gesicht wir nicht sehen konnten, um jemanden umzubringen hier in den Vereinigten Staaten am 25. Sie wissen so gut wie ich, das ist heute. Hier in Los Angeles? Wahrscheinlich. Die Maschine 21 hat eine Zwischenlandung in Los Angeles und fliegt dann weiter nach San Francisco. Wir müssen sie alarmieren. Ja, wenn es nicht zu spät ist. Ich denke, wenn es heute früh um 6:30 einen Vorfall gegeben hätte, würden wir davon wissen. Bauman hat einen Killer angeheuert, jemanden, den wir nicht kennen. Um jemanden zu töten, den wir nicht kennen, irgendwo, wir wissen aber nicht wo. Um 7.30 Uhr heute Abend. Mr. Boyle, im Namen des Geheimdienstes sind wir Ihnen für Ihre Hilfe dankbar. Ohne Sie hätten wir den Film in der Angelrute niemals gefunden. Ja, gern geschehen. Ja, wir melden uns, wenn wir Sie brauchen. Recht herzlichen Dank. Wiedersehen. Hey, Boyle, haben Sie was vergessen? Wer ist da? Maria. Alles klar. Ist Ramon. Er besorgt die Papiere. Paolo, wir können so nicht weitermachen. Wir haben keine Wahl. Aber wir haben den Film nicht gefunden. Aber die anderen vielleicht auch nicht. Und selbst wenn. Wheeler hat mich nicht von vorne gefilmt, da bin ich mir sicher. Das kannst du nicht wissen. Deswegen wird aber nichts geändert. Es muss heute Abend sein. Das weißt du, Maria. Und du weißt, wieso. Hey! Hey, Boyle! Was haben Sie zu sagen, Mr. Sugarman? Sagen? Ich sage Ihnen, was ich zu sagen habe. Ich sage, was in aller Welt ist denn hier los, hä? Gestern Abend ruinierten Sie mit 3 anderen Typen die Wohnung. Ein Fenster ging zu Bruch, das über $400 kostet. Wenn Sie einen Wächter anstellen würden, dann gäbe es auch noch Ihr blödes Fenster. Ah ja, aber dieses Viertel hat einen guten Ruf. Das ist das weiß ich, aber machen Sie sich keine Sorgen. Es hat dem guten Ruf nicht geschadet. Ich werde das Fenster bezahlen. Ah ja, das wäre das erste Mal, dass Sie überhaupt was bezahlen. Hören Sie zu, Boy. Der Besitzer lässt Sie ausnahmsweise kostenlos hier wohnen, weil er Sie für so eine Art Berühmtheit hält. Da hat er recht. Aber er erwartet auch etwas dafür. Und zwar, Sie müssen sich hin und wieder mal sehen lassen. Was war vergangenen Sonntag? Der Männerstammtisch. Was war denn Dienstag? Das Treffen in der Bar. Ja? Ich war leider verhindert. Sie wissen genau, es gibt eine Hausordnung, keine Haustiere. Wo haben Sie den aufgetrieben? Er ist mir vom Supermarkt aus nachgelaufen. Komisch. Ich will Ihnen was sagen, Oldtimer. Schon über 5 Jahre haben Sie sich nicht mehr im Stadion blicken lassen. Heute kennt Sie ja fast keiner mehr. Wenn Sie also nicht am Ball bleiben und dieses Wollknäuel loswerden, dann heißt es Arrivederci. Was soll das? Was hat er denn da einmal? Er mag Ihr Eau de Toilette nicht. Ach ja? Werden Sie ihn los? Hey, noch eins, Sugarman. Der Hund geht, wenn ich es sage. Und was diesen Plastikpalast angeht, der ist reiner Durchschnitt. Also lassen Sie mich gefälligst in Ruhe, sonst hören Sie von mir Arrivederci. Meine Hose los! Hey, sitz! Oh nein! Entweder geht der Hund, oder Sie verschwinden beide. Haben wir das beide geträumt? Was soll's? Na komm, komm, lauf, Jack. Na, was magst du essen, Purzelchen? Hundefutter? Ist alle? Tut mir leid, auch kein Hundekuchen.
Magst du Eier? Ja? Und wie magst du sie? Ich weiß, wie du sie magst. Du liebst Rühreier. Was ich dir jetzt sage, wird ein großer Schock für dich sein. Aber ich muss dich heute Abend hier allein lassen, denn ich habe eine Verabredung mit einer äußerst hübschen und wohlgeformten jungen Dame. Ich meine, sie ist wirklich... Naja, ich kann mir nicht denken, dass du was davon verstehst. Allerdings hast du dich mit Johnny rumgetrieben. Also würde ich darauf nicht wetten. Und morgen suche ich dir eine feste Bleibe. Nein, ich lasse dich nicht in einen Zwinger stecken. Das war nur ein Scherz von mir. Ich habe einen anderen Plan. Ich kenne ein paar Ladies, von denen dich bestimmt jede zum Fressen gern hätte. Bitte glaub mir, Jack. Du wirst den Himmel auf Erden haben. Boyle? Bill? Ich bin's. Ich wollte gerade unter die Dusche gehen. Das kannst du vergessen, das Essen fällt aus. Bei den Sorrentinos? Ach, weißt du, Celia, ich freue mich schon den ganzen Tag darauf. Mach bloß kein Drama draus, mein Herzblatt. Ich habe einen schlimmen Tag hinter mir. Kenny Sorrentino lässt mich sitzen, er kauft das Grundstück. Bill, er nicht. Ein Finanzbeamter hat ihn heute wegen Steuerhinterziehung festgenommen. Nachdem ich mich die letzten 6 Wochen bemüht habe, diesen Casanova einzuwickeln. Betrachte es aus einer anderen Warte. Etwas essen musst du schließlich. Was hältst du davon? Ich bringe was Chinesisches und einen Film mit. Wir essen ein bisschen Sauerscharfsuppe, Fleisch mit Morcheln. Und dann kuscheln wir uns aufs Sofa, ignorieren den Film und... Also gut. Ich erwarte dich um 7.30 Uhr. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Bis dann, Baby. Stell dir vor, und ich habe so oft auf das Finanzamt geflucht. Löckchen, ich lasse dich wirklich ungern allein, aber ich habe dir erzählt, mit wem ich verabredet bin. Du musst meinetwegen nicht aufbleiben. Ach, lass das bitte. Willst du, dass Sugarman den Hundefänger herbestellt? Willst du, dass man mich rausschmeißt? Sei schön brav und schlaf ein bisschen. Hast du vor, die ganze Nacht so weiterzumachen? Okay, das... Aber wenn du glaubst, ich gehe zu meiner Dame mit dir auf dem Arm, hast du dich getäuscht. Ich muss mein Image pflegen und du passt da nicht rein. Ich kenne da jemanden, einen Freund. Er wird bestimmt ein paar Stunden auf dich aufpassen. Vielleicht sogar ein paar Jahre, wenn ich Glück habe. So, was soll ich denn mit einem Wachhund anfangen? Und wenn ich einen wollte, was ich nicht will, ich lasse bestimmt nichts vor. Dann würde ich vorsichtig sein, Cricket. Dieser Hund ist zufällig von einem Agenten der US-Regierung trainiert worden. Deinem Postboten? Einem Geheimagenten. Ich habe erfreulicherweise keinen Spion nötig. Trotzdem, danke. Cricket, bring uns noch eine Runde und stell den Fernseher auf. Zieh mich bitte nicht so an. Ich versuche zu tun, was ich kann. Was ist denn? Schon wieder Hunger? Wir freuen uns auf ein fantastisches Spiel heute Abend. Und jetzt die neuesten Meldungen. Vor einer Stunde haben die Riders bekannt gegeben, dass sie einen besonderen Gast erwarten zum heutigen Finalspiel der Vorsaison gegen die Steelers. Präsident Alberto Ruiz ist unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen durch die US-Regierung vor wenigen Minuten im Stadion eingetroffen. Es ist Präsident Ruiz' erster Besuch in unserem Land, seit das Militär den früheren Diktator vor einem Jahr gestürzt hatte. Wie man hört, ist der Präsident ein großer Football-Fan. Kein Wunder. Er absolvierte sein Studium hier in den Staaten und stellte als Stürmer viele Schulrekorde auf. Steht er mit den Riders in Verhandlungen? Vielleicht wird es uns Präsident Ruiz sagen. Ja. Seine Pressesprecherin ließ belauschen, dass der Präsident gleich nach dem Spiel eine improvisierte Pressekonferenz geben wird. Ich werde vor Ort darüber berichten. Wir schalten um zur Zentrale. Das ist sie. Was ist die Dame? Hey, Freundchen, wie geht's dir? Verbinden Sie mich mit Lieutenant Brickman. Ja, wo ist er? Ach so, natürlich. Ich bin Bill Boyle. Ich bin sein Schwager. Ja, der echte Bill Boyle. Wo ist... Im Kolosseum. Danke. Hey, Cricket. Schreib bitte alles auf. Und wenn Celia anruft, sag ihr, dass ich da bin, wenn ich da bin.
Tut mir leid, Mister, dieser Eingang ist geschlossen. Sagen Sie doch, Lieutenant Brickman. Er ist oben auf dem Rang. Ich bin Bill Boyle, ich bin sein Schwager. Ich muss ihn unbedingt... Ed, Bill Boyle? Klar, ich hatte Sie nicht gleich erkannt. Leider darf ich Sie nicht durchlassen. So, das tun Sie aber lieber, weil es sonst da oben einen Mord gibt. Ich suche ihn gern für Sie. Ja, aber ich darf keine Zeit verlieren. Sagen Sie ihm, ich komme rauf. Hey, Moment mal, Sie können den Hund nicht mitnehmen. Ich habe keine Zeit, stehen zu bleiben. Halt, halt, hören Sie den Mann los. Lassen Sie den Mann los, und zwar sofort. Was soll denn das, hä? Die Dame, die sich als Johnny Wheelers Frau ausgegeben hat, ist unter den Reportern. Dann hatte Browder also recht. Ruiz ist die Zielscheibe. Er gibt nach dem Spiel eine Pressekonferenz. Da werden Sie es versuchen. Komm, schnell. Das ist sie. Wir sind aufgeflogen. Das. Alle stehen bleiben, sofort! Mach so! Mach die Tür frei! Arrivederci, Jack! Nicht schlecht, Schwager. Wir finden auch noch das dritte Schwein. Blöd, wir wissen ja nicht, wie der aussieht. Vielleicht wird er sich bei Ihnen bedanken und bei Ihrem Hund. Das ist nicht mein Hund. Jetzt setzen Sie Ihr nettes Lächeln auf, Mr. Boyle. Mr. Ruiz ist ein großer Bewunderer von Ihnen. Ach ja? Bin ich anständig angezogen? Sehe ich gut aus? Ja, sehr gut, sehr gut. Aha. So. Ich bin begeistert. Die Steelers haben gerecht verloren. Welche Überraschung. Entschuldigen Sie mich bitte. Mr. Bad Bill Boyle. Es ist mir eine unendliche Freude, Sie persönlich kennenzulernen. Der größte Football-Profi, der Wundermann. Es ist eine Ehre für mich, Sie kennenzulernen, Herr Präsident. Sie haben meine Dankbarkeit, Mr. Boyle. Mitglieder des früheren Regimes wollen mich umbringen. Sie haben damit geprahlt, dass ich am 25. dieses Monats um 19.30 Uhr sterben würde. Zu dieser Zeit hat sich der Diktator vor einem Jahr das Leben genommen. Hör auf, Jack. Sie haben eine gefährliche Branche gewählt, Herr Präsident. Sie haben es wohl. Ein Football wird man sein. Herr Schilchke. Die Flasche! Ich hab sie! Jetzt brauchen wir jemanden, der die Bombe entschärft. Das glaube ich auch. Der Sprengstoff hätte gereicht, um jeden in dem Raum umzubringen. Inklusive der Attentäter. Geraldo Martinez. Ein Terrorist und Fanatiker. Wenn er bereit war, sich selber in die Luft zu jagen, vermutlich schon. Baumann hat ihn angeheuert, um die Drecksarbeit zu machen. Wir kriegen diesen Baumann, früher oder später. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dass eine Supernase ihm die Show versaut. Tja, ein zähes kleines Raubtier, nicht wahr? Der Beste hat es ihm beigebracht. Er war der Beste. Lieutenant, die Alarmstufe ist aufgehoben. Ich versuche nun, Johnnys Verwandte aufzutreiben. Die möchten vielleicht einen Hund. Oh nein, nein, Johnny war allein, Mr. Boyle. Nun, irgendeine Familie wird ihn schon wollen. Ich wünsche Ihnen Glück dabei. Also, ich fürchte, das wird leider nicht möglich sein. Sehen Sie, Jack ist von Geburt an für den Geheimdienst ausgebildet worden. So wäre es nicht gut, wenn er bei Privatleuten lebt. Das wäre zu gefährlich. Er hört auf zu viele Spezialsignale. Auf Befehle zum Angriff. Ja, das habe ich bemerkt. Dann verstehen Sie auch, dass man ihn einschläfern muss.
Einschläfern? Sie wollen ihn... Ja, liquidieren. Oh, kommt nicht in Frage. Johnny gab mir den Hund. Ich trage die Verantwortung. Noch einmal, Mr. Boyle, mir ist es sehr ernst mit dem Hund. Und mir auch. Jetzt hör mal zu. Du musst nicht glauben, dass das meine endgültige Entscheidung ist. Nein, das ist sie nicht. Er ist so unbeständig. Ich habe keine Zeit, mit einem blöden Hund Kindermädchen zu spielen. Das siehst du doch. Gut. Ich wollte das nur einmal klarstellen. Auf welche Worte reagierst du noch? Willst du sie mir beibringen oder willst du mich einfach überraschen? Jack, fass! Töte! Beiß sie! Kaugummi! Schneewittchen! Hey, Dummchen, wie lange wird das dauern? Hm?